würde sagen, wir warten einfach jetzt noch so 5 bis 10 Minuten auf. Genau, akademisches Viertel. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, ich glaube, eure Täfelchen sind hier. Genau. Wer fehlt denn dann noch? Genau, jetzt muss ich genau. Die Mona Moore fehlt. Ja, auch meine Karte. Ja, die hat auch gesagt. Ja. Aber keine Essen. Der Florian ist da. Florian? Ja. Setzt du dich auch dazu? Also zumindest stehst du hier. Ach so? Ja. Hier, Florian Blokesch ist dein Name. In welcher Kombo spielst du? Momentan in meinem Sitzen. Ich habe das jetzt einfach so ein Top-Sieger. Ja. Und ich fange dann auch die Musik an. Achso. Einfach ohne Gen-Leben. War prima, da kannst du davon leben. Ich muss es sagen, es ist kein... Ah ja. Also wenn ich nicht unterrichten würde und nur noch selber live spielen, für mich so, ich mache manchmal so eine Taschenlampe-Show. Ja, aber es ist trotzdem nein, die alle Zuschauer haben eine Taschenlampe, dann kriegst du dazu Eintritt. Für die Moderation im Sinne von, dass du schaust, wer als nächster dran ist. Das wird nicht nachher auch so ein Thema sein, dass du als Installationsmusiker keine Freiheit jetzt nicht nur über dein Werk hast, aber die geben alles mit zu wissen. Ich für Filmmusik dauert 2-3 Jahre. So machen wir das. Weil der Produzent sagt ganz klar, du hast den Cashflow von der GEMA. Warum soll ich dir jetzt außer den technischen Produktionskosten noch was zahlen? Klar. Dann kannst du mir über Uhr lieber reden. Also dieses URHR. Das ist die Hilfsgeschichte von so einer, die Piraten drin haben. Keinen Sinn. Aber das ist auch super, weil da sind überhaupt keine Kanonen drin. Das ist echt wahr. Das ist schon kalt. Das ist echt und es schmeckt. Und wenn man es Laser drin kriegt, kriegt man. Wir trinken jetzt immer alle Lemonade. Was? Bei uns im Büro wird Lemonade getrunken. Ja. Was war das? Bolognese? Jetzt fehlt noch. Sponsor? Was? Was war jetzt? Nein, das WLAN-Tabak. Bolognese. Wasser, ja, ich würde dann aber trotzdem sagen, wenn schon der Tisch was ist der Kopf der Kopf? Was ist denn schon? Das Twitter-Hashtag, wenn es das normal geil. Hashtag ist URHR, underline Dialog. Das ist aber ein bisschen langer. Ja, URHR, underline Dialog. Den hat man nur seit dem ersten Mal bei der GEMA und deswegen. URHR, underline? R, URHR, Urheberrecht. Und underline, ja, Entschuldigung. Wie ist das WLAN-Passwort? Bolognese habe ich jetzt gerade eingegeben. Bolognese. Bolognese. Wie man spricht. Bolognese. Bolognese. Gut. Hat funktioniert bei mir. Also. Bist du auf Sendung quasi? Nein, noch nicht. Ah ja. Immer so 5 Minuten. Ja, wir Piraten, wir wollen ja immer alles maximal transparent machen und deswegen wird der ganze Spaß auch gesendet. Wer das noch irgendwie mal per Hashtag, per Twitter mitteilen möchte, das Ganze findet auf piratorama.de statt. Da kann man das live gucken. Das ist auch ja tatsächlich die Kamera, ne? Das ist gut. Nicht im Bild. Nee. Scheiße. Ach so. Wieso ist das denn gerade arbeiten? Sieht jeder, dass er noch Rossmann drin hat. Klein oder groß geschrieben? Ich habe alles klein geschrieben. Ah. Das könnte das Problem schon lösen. Screen-Maschine. Das ist so im Vorfeld schon immer rausschicken, die passen.
in der Pulle ist. Da wirst du gesehen. Wirst du nicht gesehen? Doch, ich will gesehen werden. Das ist nicht das Blatt, das Blatt ausgeht. Was genau? Ach so, ja. Klar, Piraten und Rama. Also es sind ja zwei. Zwei. Oh gut, das ist ja. Ist das bei dir zu sehen? Das ist auch Piratorama.de zu sehen. Und wir haben das dann auch als Video. Achso, bin ich alles? Nee, das bin ich hier alles. Im Raum kannst du es nicht sehen, außer jemand hat sein Notebook dabei und ja. Macht es an. Kannst du mal anmachen. Genau. Kein Thema. Stream läuft. Ich schick mal den Ton. Stream läuft? Ton geht? Moment, Ton muss ich machen. Bolognese. Ah ja, tatsächlich. Bolognese. Bolognese, so wie die Soße. Ja. So, Ton ist an. Ja, Ton läuft, ja. Ja, dann freue ich mich jetzt zum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urheberrechtsdialog zu begrüßen. Diesmal geht es hier im Aquacarré um die Gruppe der Musiker. Wir haben es Pop und Rock genannt und meinten damit nicht die Unterscheidung, die GEMA verwendet für ernste und Unterhaltungsmusik, sondern bei uns geht es eigentlich darum, Urheber, die jetzt noch leben oder noch nicht ganze 70 Jahre tot sind, weil es wird dann nämlich auch noch einen Urheberrechtstisch geben, beziehungsweise einen Tisch zu dem Thema, der Urheber betrifft, die länger als 70 Jahre tot sind. Warum 70 Jahre? Es geht natürlich hier um die gesetzlichen Schutzfristen. So, wir haben jetzt hier viele Musiker eingeladen. Wir haben ein großes Themenfeld, was wir diskutieren wollen. Ich denke, als erstes machen wir einfach obligatorisch unsere Vorstellungsrunde. Für alle, die zugucken, der Hashtag auf Twitter hierzu ist Urheberrechts_Dialog, geschrieben URHR_Dialog. Also ich stelle mich nochmal kurz vor, ich bin der Bruno Kramm. Bin seit 25 Jahren als Musiker tätig und lebe davon, habe auch eine Plattenfirma, bin ansonsten bei der Piratenpartei der Beauftragte fürs Urheberrecht und leite eben momentan diese Tische. Ich bin Markus Roscher-Meinl, Bundesvorstandsmitglied des Deutschen Rock- und Popmusikerverbandes, nebenbei Rechtsanwalt und Inhaber eines Labels und freue mich, hier den Dialog mit euch führen zu können. Hallo, ich bin Zoe Lila, ich bin Sängerin und habe jetzt dieses Jahr mein Album Digital Guild veröffentlicht und das unter Creative Commons Lizenzen und bin sehr interessiert an dem Dialog hier. Mein Name ist Eddie Höfler, ich bin Musikproduzent und Label-Eigentümer hier in Berlin inzwischen, früher in Hamburg. Ja, und bin auch mal gespannt. Jim Fox, Labelinhaber. Musiker und kann im Moment auch davon leben. Wie lange weiß man nicht? Ja, Bernd Schlümmer, ich bin Vorsitzender der Piratenpartei. Ich bin Gastzuhörer, interessierter Zuhörer. Ich beanspruche keine Moderationsleitung, das macht der Bruno Kramm sehr gut immer. Höre einfach zu. Ich bin Dennis Bartelt, einer der Gründer von StartNext, einer Crowdfunding-Plattform und durchaus auch ein Zuhause für Musiker in Zukunft, für die Finanzierung von Projekten, Produktion, was auch immer, also eine Chance eigentlich. Und in der Form gerne auch hier, um einfach mal mit euch darüber zu diskutieren, was das für Veränderungen mit sich bringt und welche Chancen da drin stecken in dem ganzen Thema. Bertolt Seliger, ich bin Tourveranstalter seit knapp 25 Jahren, kann davon leben seit 25 Jahren und bin auch Autor, schreibe regelmäßig in verschiedenen Publikationen. Eva Kils. Ich leite seit 8 Jahren die Geschäfte des Verbands Unabhängiger Musikunternehmen, heißt er mittlerweile, auch wir gehen mit der Zeit, früher waren das mal Tonträgerunternehmen. Das sind im Moment 1200 Unternehmen quer durch Deutschland verteilt von nebenberuflich arbeitenden Menschen, die also nicht ihren Lebensunterhalt damit verdienen, bis hin zu Unternehmen mit bis zu 70, 80 Mitarbeitern, die dann schon im Millionenbereich umsetzen. Ich bin Johannes Thon, ich bin auch Musiker. Ich mache auch Illustrationsmusiken und unterrichte das auch und beschäftige mich momentan mit kreativen Filtern oder wie man die kreative Filter unter Umständen auch aussetzen kann, um da kreativ arbeiten zu können. Ja, und die Themen des heutigen Tisches, ich hoffe mal, dass es
ja, sehr, sehr angenehm und sehr konstruktiv heute abgeben wird. Wir hatten sehr unterschiedliche Tische. Einer war sehr, sehr laut, der nächste war sehr, sehr beruhigt. Prinzipiell kann man sagen, es kam immer konstruktiv dabei sehr viel rüber. Die Themen des heutigen Tages, wie soll es anders sein? Es geht um unsere Urheberrechtsreform der Piraten. Da gibt es, denke ich, vor allem zwei Punkte, die immer ganz heftig diskutiert werden. Wir haben leider sehr, sehr viel mehr Punkte, aber wir müssen trotzdem wie immer auf diese zwei Punkte eingehen. Das sind einmal die Schutzfristen, die Verkürzung der Schutzfristen, sowie eine neue Schrankenregelung für das nicht kommerzielle digitale Kopieren im Netz. Dann das zweite Thema ist das Urhebervertragsrecht. Das ist was, was ganz vielen Künstlern brennend interessiert, weil es letztendlich ganz viel damit zu tun hat, welche Vertragsverhältnisse heutzutage die Künstler eingehen. Und es betrifft jetzt nicht nur Fragen wie Begrenzung der Auswertungszeiträume und Begrenzung der Auswertungsarten, was ja auch ein ganz wichtiger Teilbereich ist, ebenso den Rückfall von Rechten, aber auch der Bereich, wie können Künstler eigentlich heutzutage mit neuen Verwertungsmodellen und mit neuen Erlösstrukturen und eben auch neuen Geschäftsideen im Internet ja wirklich davon leben oder sich unabhängig machen. Und dann als allerletzten Punkt, der auch viele Musiker interessiert und momentan sehr konträr diskutiert wird, wir hatten auch unseren ersten Urheberrechtsdialog, deswegen auch bei der GEMA. Es geht um die GEMA und was alles bei der GEMA zu reformieren ist. Ich denke, die meisten unter uns, die als Musiker arbeiten, wollen schon seit bestimmt 20 Jahren bestimmte Punkte bei der GEMA reformieren, die bis heute nicht stattgefunden haben. Und da freuen wir uns natürlich auch über euren Input. Und natürlich dann auch die Alternative dazu. Es gibt Musiker und Künstler, die auch ohne GEMA auskommen und gut funktionieren. Ich denke, da kann uns dann die Zoe auch einiges dazu erzählen. Wollen wir mal mit der Urheberrechtsreform anfangen und einfach mal in den Raum fragen, was da besonders kritisch bei uns betrachtet wird. Was sich bei uns ganz gut am Tisch so rausgestellt hat, derjenige, der was sagen möchte, stellt einfach sein Kärtchen mal auf, dann können wir das der Reihe nach. Ja. So fängt es auch gleich an. Dann würde ich sagen, zuerst der liebe Eddie und dann die liebe Es geht ja vor allem um das Programm 149, na, in diesem Punkt von Daniel. Und ich finde einen Punkt besonders problematisch, jetzt nicht abgesehen von den inhaltlichen Sachen, über die man reden kann, das ist ja alles so eine Festlegungsfrage, wie lange Schutzfristen etc. Mir geht die Stoßrichtung ein bisschen in die falsche Richtung. Ich habe mal mit ihm darüber geredet und habe gesagt, ja, weißt du, weshalb willst du jetzt plötzlich alles GEMA befreien? Und da hieß es dann, ja, es geht darum, Ausbildung zum Beispiel kostengünstiger zu machen, ne? Wenn man jetzt die Wissenschaftsabgabe wegnimmt, wenn man die Schulabgabe wegnimmt etc. Halte ich für einen ganz seltsamen Ansatz. Ganz komisch, finde ich nicht gut, weil erster Punkt, das erinnert mich so an die CDU. Der zweite Punkt ist, warum ausgerechnet bei den Urhebern anfangen? Die Urheber sind nun mal mit eins der unterprivilegiertesten gesellschaftlichen Schichten, die wir haben, mal ganz ehrlich, vor allem die breite Masse. Und wieso muss man unbedingt bei den Hartz-IV-Empfängern als allererstes sparen? Sehe ich überhaupt nicht ein. Ich halte das französische Modell für wesentlich interessanter, wesentlich besser, wesentlich sinnvoller und im Hinblick auf die Partei auch für wesentlich effektiver für euch, ne? Um sich viel Prügel zu ersparen und im Gegensatz mehr Rechnung zu verdienen, wenn man sagt, diese ganzen Abgaben, die da geleistet werden, seien es jetzt Kindergärten oder seien es Schulen oder Universitäten oder Wissenschaft, warum sollen Wissenschaftler nicht bezahlen? Warum nicht? Gibt es keinen Grund für mich, ne? Die haben echt genügend Geld. Aber woran es mangelt, woran es fehlt, ist, dass zum Beispiel Geld vorhanden ist, um Musiknachwuchs, kulturellen Nachwuchs in welcher Richtung auch immer zu fördern. Und dieses ganze Geld könnte man wirklich auch verlangen, von der GEMA zweckgebunden, ja, dafür einzusetzen. Als erstes würde ich ganz kurz dazu sagen, also beim Piraten fordert keiner die Abschaffung der GEMA. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin selber GEMA-Mitglied und wir fordern zu einem großen Teil die Reform der GEMA, aber niemand, das ist eins dieser ganz, ganz großen, und da bin ich sehr froh, dass du diesen Punkt gleich bringst, einer dieser ganz großen Missverständnisse, dass die Piraten per se die GEMA abschaffen wollen. Das ist nicht der Fall. Wir diskutieren darüber, Schutzfristen zu verkürzen, aus einem ganz anderen Aspekt heraus, damit du letztendlich viele Werke, die momentan nicht mehr weiter vermarktet, verwertet werden, die der Öffentlichkeit frei verfügbar zu machen. Das ist der Ansatz. Als nächstes hatte sich die Eva gemeldet, dann kam, glaube ich, der Jimmy oder was andersrum, ich weiß nicht. Nee, war schon Jimmy und dann der Johannes. Ich muss einen Punkt zurückgehen. Also ich habe sowohl alle 84 Vorschläge
zur Reform des Urheberrechts gelesen, als auch die 10 wichtigsten Punkte, die dann nochmal jetzt im Nachgang des ganzen Medienechos kamen. Und es gibt eine Stelle, an der ich inhaltlich gerne eine genauere Definition hätte. Und das ist, glaube ich, Dreh- und Angelpunkt dafür, kann man, also können wir sozusagen, wir Musikunternehmen mit den Piraten umgehen und uns verständigen oder können wir es nicht? Deswegen stelle ich sie gleich am Anfang. Was heißt eine direkte, nicht kommerzielle, private Kopie? Also wirklich mal am Beispiel. Eine nicht kommerzielle, direkte, private Kopie, so steht es im Moment in den Positionen drin. Je nachdem, wie man das definiert, kann man, glaube ich, sehr gut zusammenkommen, auch mit allen Leuten, die jetzt kommerziell arbeiten, wenn auch nicht, also trotzdem aufs Werk konzentriert, auf den Musiker konzentriert oder hat eben wirklich einen Graben, der nicht zu überbrücken ist. Wenn du das gleich beantworten, aber das war was, Jimmy, ich habe es was notiert. Stellung gleich dazu. Ja, also ich finde mit diesem Urheberrecht, dass das irgendwann mal dann aufhören soll nach dem Tod, finde ich generell Quatsch. Es sollte nie aufhören. Wenn überhaupt kein Erbe da ist, dann fällt es an den Staat oder an irgendeine wohltätige Vereinigung, keine Ahnung. Aber es sollte nicht aufhören, nicht nach 7 Jahren, auch nicht nach 70 Jahren, es sollte immer weiterlaufen. Wenn ich in meinem Leben 50 Jahre Musik mache und habe zufällig mal einen Song dabei, der richtig gut verkauft, und ich will das meinem Kind vererben, ja, dann habe ich das nicht. Das ist doch dasselbe, geh doch mal in die Konstruktionsabteilung von BMW zum Chefkonstrukteur, der da den neuesten Motor da auf seinem Blatt Papier gezeichnet hat. Dann sagst du, ja super, geil, wenn du tot bist nach 7 Jahren, ist das ein Allgemeiner, da kann ich mir den nachbauen. So funktioniert das ja noch nicht. Warum soll das gemacht werden? Außerdem kann man diese Diskussion nicht losgelöst davon nehmen, wo so viele illegale Downloads passieren und dass die Plattenfirmen durch die Erfindung der CD verwöhnt wurden. Weil wer hat es denn geschafft, denselben Scheiß zweimal zu verkaufen? Einmal auf LP und einmal auf CD. Mhm. Da sind die Leute auch erst dahinter gekommen, als du bei Mediamarkt für eine Mark 50 100 CD-Rohlinge kaufen konntest. Weil vorher wurde ja gesagt, ja, Laser, alles wichtig, ne? Das Hightech und so, kostet 100 Euro und so, CD ist teuer. Also ich finde diese ganze Diskussion grundsätzlich Quatsch, dass irgendwann mal das Urheberrecht abgegeben werden soll. Dann sagt mein Sohn zu meinem Enkel, ja Alter, hast du Pech gehabt, nicht? Jetzt wird es der Allgemeinheit gegeben, du hast da nichts von. Wenn ich einen Hit mache, dann will ich, dass meine Familie mit den Nachkommen was davon hat, solange sich das Ding verkauft. Das ist meine Position. Ich sehe überhaupt nicht ein, dass es irgendwann weggenommen werden soll. Mhm. Weil dann müsste man müsste das vergleichen mit Coca-Cola. Die haben heute noch das Geheimnis ihrer Herstellung. Ja, erzähl dir mal, von jetzt an nach 12 Jahren ist es öffentlich. Ist ja geistiges Eigentum. Das ist alles Quatsch. Das ist meine Position. Das Problem ist, dass du eine Coca-Cola nicht ohne weiteres kopieren kannst, weil die haben ja ihr Rezept da im Tresor verschlossen. Man kann aber deine Musik ohne weiteres. Und wenn ich den Schlüssel vom Tresor habe, dann ist er nicht mehr verschlossen. Dann habe ich das Rezept. Dann mache ich es allgemeiner gültig. Das ist dann wieder illegales Downloaden. Es ist eine geistige, das ist eine geistige Schöpfung. Jimmy, ich würde dir da gerne eine Sache darauf antworten, die hatte ich auch dem Kauder geantwortet. Das macht mich einfach nur wütend, dass sowas überhaupt angestellt wird. Ich muss recht geben, wieso auf den Musikern, das schwächste Glied, da muss ich ihm vollkommen recht geben. Darf ich dir da mal drauf antworten? Kauder, der Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion im Bundestag, ja, mit dem saß ich neulich auf dem Podium, der hat genau dasselbe gefordert. Er hat gesagt, in seinem schwäbischen Dialekt, ja, Hanoile, die Schutzfristen, das sollte man gar nicht drüber diskutieren, die müssen für immer gelten. Ja, für klar, immer. Logisch. Das hat er gesagt. Ja, aber weißt du, in welchem Bereich wir da kommen, wenn du so argumentierst, sage ich nur ein Gegenbeispiel, dann hätte Griechenland heute keine Finanzkrise. Weil wenn all diese geistigen Güter, die dort geschaffen wurden, worauf unsere westliche Zivilisation aufbaut, und du brauchst gar nicht so weit bis ins antike Griechenland zurückzugehen, zu lizenzieren wäre, dann hätte dieses Land überhaupt keine Schulden. Ich bin kein Finanzexperte, aber ich meine, dass es auch daran liegt, dass in Griechenland zu wenig Steuern gezahlt werden. Ja. Und nicht geistiges Eigentum. Nein, aber ich habe dir jetzt gerade versucht, bezogen darauf zu sagen, warum es ein Trugschluss ist, die Schutzfristen auf die Ewigkeit auszugeben. Ich bin generell dagegen, wenn jemand was Geniales erfindet, und wenn wir Musik machen, arbeiten wir mit Emotionen. Wenn wir einen Hit haben, dann berührt das die Leute, und das ist nicht jedem gegeben. Wenn jemand sowas gegeben ist und er macht sowas und macht die Leute damit glücklich und verdient damit auch mit Recht sein Geld, dann soll er das irgendwann abgeben? Das ist doch widersinnig. Warum soll das außerhalb der Familie dann abgegeben werden? Weil irgendjemand sagt, oh, jetzt muss er das nochmal abgeben. Was soll das denn? Gut.
Dann würde ich noch sagen, eins zu Eva, uns geht's, das was für dich der ganz wichtige Punkt war, um das schnell zu beantworten und dann weiterzureichen. Wir meinen damit das nicht kommerzielle File-Sharing im Sinne von Peer-to-Peer-Portalen wie Torrents. Wir meinen nicht File-Hosting, kommerzielles File-Hosting, an dem Menschen kommerziell verdienen. Dass es da Graubereiche gibt, ist vollkommen klar, über die muss man diskutieren. Aber worum es uns in erster Linie geht, ist diese massenhaft abgemahnten Kids, die ein Album bei sich im Peer-to-Peer stehen haben und dafür eben abgemahnt werden. Darf ich kurz, also Abmahnung ist nochmal ein ganz anderes Thema, das würde ich einzeln, da würde ich gerne... Können wir gerne auch einzeln, da stimme ich dir auch überein. Torrent, ich habe, wir haben, oder ich habe doch, ich habe generell ein Problem damit, dass irgendein Angebot, das jetzt nicht im Blog ist von jemandem, der wirklich privat betrieben wird, dass irgendein Angebot inklusive einem Torrent nicht kommerziell ist. Und ich glaube, wir vergeben uns als Gesellschaft eine Möglichkeit, denkt die Künstler sozusagen an dem, was neue Geschäftsmodelle, Torrent ist ein neues Geschäftsmodell, einnehmen zu beteiligen. Wenn wir jetzt losgehen und sagen, naja, jetzt legalisieren wir das, weil es macht ja jeder, weil wir sehen, das tut weh, dem End-User, es tut weh, dass abgemahnt wird und so etwas, stimmt, dann vergeben wir uns eine Einkommensquelle für die Zukunft. Das finde ich eigentlich scheiße, weil die Künstler immer noch 11.000 Euro im Jahr, glaube ich, sind es, bei Musikern im Moment verdienen. Alle Argumente mit, das ist Promotion, das bringt den Künstler nach vorne, das stimmt. Aber es bringt auch den Torrent nach vorne, der Werbung ein und so weiter. Warum soll der Ausgleich von vornherein, warum schütten wir das zum Fenster raus, was wir an Ausgleich erreichen könnten, auch gesellschaftlich, wenn wir uns zusammentun und geben stattdessen der Technologie nach und sagen, nö, wir sollten ruhig. Nur weil sozusagen im Moment ein regulativer Leerraum, ein regulatives Leerfeld entstanden ist, dass der Gesetzgeber nicht in der Lage ist, in irgendeiner Form zu regulieren. Kommt gleich Datenschutz und so weiter und so fort. Ich weiß, es ist anders lösbar. Ich weiß es. Und es wird uns vorgegaukelt, dass es nicht anders lösbar ist, weil Technologie Interesse daran hat, uns weiß zu machen, dass es nicht anders lösbar ist. Und wenn wir da gemeinsam ansetzen können und sagen, ja, File-Sharing auch auf Torrents, das ist etwas, was Kulturtechnik ist, das ist etwas, was Promotion ist, das ist etwas, was die Künstler auch voranbringt, es ist aber genauso etwas, was die Technik voranbringt und also müssen wir einen Ausgleich bei den Einnahmen suchen. Also wenn wir uns da treffen und einen Weg suchen gemeinsam, dann glaube ich, sind die ganzen Sachen gar nicht so weit auseinander. Weil ein Torrent-Protokoll an und für sich nichts ist, woran irgendjemand was verdient. Das ist einfach das System. Das ist der Kanal, das ist die Art und Weise, wie gearbeitet wird. Das stimmt nicht. Ja, es ist erstmal ein Kanal, bis zu dem Moment, wo jemand anfängt, sich Inhalte zu eigen zu machen. Inhalte zu eigen macht sich jemand, der Werbung auf ganz spezielle Inhalte schaltet. Das ist eine ganz andere Geschichte. Über Werbung müssen wir in so einem Bereich reden. Und in dem Moment ist ein Torrent kommerziell. Über Werbung müssen wir in dem Bereich reden. Aber wie gesagt, uns geht es ganz einfach um diese Kulturtechnologie, dass junge Leute File-Sharing betreiben in der Form, das darf nicht verurteilt werden. Völlig d'accord. Ja. Aber da müssen wir sehen, wo hängen wir es auf. Also siehst du vor allem für dich dieser Schnittbereich, ab dem es in diesem Graubereich kommerziell wird? Nee, ich schätze einfach die Situation, glaube ich, anders ein. Ich sehe, ein Kunde, ein Mensch, als File-Share bekomme ein Angebot gemacht, das ich nutze. Nämlich das Angebot, lade etwas hoch. Du musst dir gleichzeitig was anbieten. Genau. Das ist das Angebot, das mir von einem kommerziellen Anbieter gemacht wird. Ich habe das Gefühl, es ist frei. Nein, es wird dir von anderen angeboten. Es wird dir von anderen File-Sharern angeboten. Das, was du meinst, ist File-Hosting. Das ist nicht richtig. Wenn der Torrent unten ist, dann kann ich überhaupt niemandem mehr was anbieten über diesen Torrent. Da ist eine Technologie dahinter, die macht es mir möglich, sie bietet es mir an. Da müssen wir uns auch nochmal genau drüber diskutieren, über den technischen Vorgang, weil das nicht ganz so richtig ist. Aber ich verstehe deinen Punkt. Ja, das ist ja schon wieder so ein bisschen Tool-Time. Ja, Tool-Time. Das mag ich nicht so gern. Wir müssen da eine Trendschärfe erzeugen. Auf jeden Fall. Das ist aber auch ein Thema, ich mache jetzt mal so einen kleinen Schritt zurück. Also P149 wurde eben erwähnt. Das ist ein Programmantrag, der in Offenbach von der Piratenpartei verabschiedet worden ist, für die, die es vielleicht nicht mitgekommen haben. Und wir haben da unter anderem auch ganz klar definiert, also der Daniel hat es erarbeitet, was ich auch ein bisschen beteiligt im Grunde war. Da steht ganz klar drin, wir erkennen ausdrücklich die Leistungsschutzrechte der Urheber an. Das ist natürlich jetzt hier der musikalische Schwerpunkt, es gibt ja noch andere Urheber, Autoren, Wissenschaftler und so weiter und so fort. Wo unser Programmantrag vielleicht noch ein bisschen dünn ist, ist tatsächlich in der Umsetzung, das ist ja das, was du sagst. Und deswegen suchen wir ja ganz intensiv den Dialog
um rauszufinden, wo sind denn jetzt die Interessen? Und ich kann zum Beispiel dein Interesse verstehen, dass du sagst, ich habe mein Leben lang Musik gemacht und ich möchte meinen Kindern was vererben. Ja, wenn du jetzt Fabrikant wärst, würdest du... Ein Beispiel. Ja, ne, und wenn du Fabrikant wärst, würdest du dir unter Umständen deine Fabrik weitergeben. Auf der anderen Seite schaffst du auch ein Kulturgut, wie du schon sagst, was viele Menschen bewegt und glücklich macht und berührt, wird auch dann irgendwann mal ein allgemeines Gut. Ich meine, gerade aus der Musik der 60er gibt es genug Beispiele, wo man halt bestimmte Sachen zuordnet. Aber welche Kulturgüter werden sonst noch Allgemeingüter? Die Museen? Ja, das müssen, das ist, ja, das ist richtig. Aber jetzt kommt der Bertolt genau. Seliger. Ich habe mit der Diskussion jetzt schon ein kleines Problem. Nämlich das ist sowohl, sowohl die Geschäftsmodelle interessieren mich nur sehr am Rande, und auch diese Detailfragen, das technisch zu realisieren, das interessiert mich auch sehr. Was mich interessiert, ist erstens eine politische Frage. Da wünsche ich mir einen Dialog mit den Piraten. Da interessiert mich eure Position. Und da würde ich gerne meine oder Positionen von Leuten, die auch ähnliche Positionen vertreten, einbringen. Und mich interessiert aber auch eine politische Ebene, eine philosophische Ebene dieser ganzen Diskussion. Da sind wir bei dem Thema, die Frage ist, ich will allen Leuten auf Ewigkeiten das vererben, was ich gerade produziert habe, und sie sollen davon in vielen Generationen noch leben können. Das kann man so sehen. Ich sehe das diametral anders. Ich denke, konstitutiv für unseren philosophischen Kontext ist die Französische Revolution. Und da war damals übrigens Erbschaft per se abgeschafft, aus guten Gründen, würde ich sagen. Das ist eine politische Debatte, die man da führen muss. Das ist eine Frage um Besitzrechte. Ja, und da muss man dann aber auch mitten in medias res reingehen und muss sagen, okay, lasst uns mal über Besitzrechte diskutieren. Wem nützen sie? Was wollen wir damit weiter anstellen? Für mich ist aber auch noch eine kulturelle Frage sehr essentiell. Nämlich, die Kultur, die wir über Jahrhunderte entwickelt haben, die Musikkultur, die ging immer auf der Basis teilen. Johann Sebastian Bach hat sein Orgelkonzert von Vivaldi übernommen und da ein eigenes Stück draus komponiert. Bis hin zu Madonna mit dem ABBA-Sample und der Song würde sonst nicht funktioniert haben. Es ist einfach eine Frage, die kulturelle Errungenschaft einer Gesellschaft, wie entwickeln wir die weiter? Und das ist eine Frage, die alle Leute betrifft. Da ist ja nicht ein genialer Musiker, der jetzt plötzlich ein ganz tolles Werk macht und dann muss er da ein paar Jahrhunderte von leben. Schaut euch das Beispiel mal GEMA an. Die GEMA schützt Musikfolgen von drei Tönen. Also alle meine Entchen bis alle Mai. Ne? Das ist schon ein geschützter kleiner Text von drei Tönen. Davon sollen dann ein paar Jahrhundert alle Erben, die alle Mai komponiert haben, weiterleben können. Das ist doch Bullshit. Also da kommen wir. Ja, aber das ist für mich erstmal eine politische philosophische. Da hast du vollkommen recht. Also es ist nicht also ganz was wollen wir schützen und wir wollen wir schützen. Und ein letzter Punkt noch zum Einstieg auf dein Argument mit den 70 Jahren. Klar, BMW, die Autobauer, irgendjemand, der da einen Motor konstruiert, der kriegt halt, ich weiß nicht, wie es gerade, Patentrecht, 15 Jahre, 20 Jahre. Also 20 Jahre nach Entstehen, nach Konstruktion wird es geschützt und danach nicht mehr. Warum? Weil sich die Welt auch weiterentwickelt. Das ist ja bei der Musik ähnlich. 90% des Profits, was mit einem Hit gemacht wird, wird in den ersten 2 Jahren nach Veröffentlichung gemacht. Das heißt, es geht doch nicht darum, dass dir jemand das Geld... Das ist falsch. Alle großen Plattenfirmen leben von der Musik der 60er und 70er Jahre. Nicht der Urheber, die Plattenfirmen. Das ist ja ein interessanter Punkt. Als Jimi Hendrix starb, hatte er $30.000 auf dem Konto. Jetzt macht er 25 Millionen im Jahr. Er? Jimi Hendrix? Ja. Ich dachte, er ist und so weiter AC/DC und so weiter Led Zeppelin und so weiter die Beatles und so weiter die Rolling Stones. Davon leben die Plattenfirmen. Aber was ich finde, mal ganz kurz ein bisschen wieder Ruhe reinzubringen, was auf alle Fälle, wir müssen jetzt nicht über die Auswertungsdauer lang diskutieren, weil da gibt es in der Tat verschiedene Studien. Ich kenne eine Studie, die sagt, in den ersten 4 Jahren, Studien haben auch immer viel damit zu tun, wer sie in Auftrag gibt. GEMA gibt viele Studien in Auftrag und man weiß immer ganz genau, was hinten rauskommt. Was ein ganz essentieller Punkt ist und wo ich als Pirat jetzt dem Bertolt vollkommen recht geben will, ist diese Idee, die auch Bill Gates in diesem Satz gesagt hat, we all sit on shoulders of giants, dass letztendlich alle kulturellen Schöpfungen auf anderen wiederum aufbauen. Und jedes Blues-Schema, jedes Thema, was irgendwann erdacht wurde, wird neu weitergedacht. Und jetzt kommt ja der eigentlich springende Punkt, wir selber als Urheber werden immer wieder genau aus diesem Punkt selber mit dem Urheberrecht konfrontiert, wo wir bemerken, Mensch, jetzt haben wir was geschöpft, das ist aber ein bisschen zu nah an dem und dem dran. Ich vertrete momentan einen Künstler, der hat vor 25 Jahren einen Song geschrieben, war fest davon überzeugt, dass es sein eigener ist, dann wurde
gezeigt, ah, die Idee hatte jemand anders schon. Der hat ihn jetzt darauf verklagt, sämtliche Gewinne rauszuzahlen, die er in den letzten 25 Jahren damit gemacht hat. Da merken wir ganz schnell, es gibt Bereiche, gerade im Urheberrecht, die ganz schnell gegen den Urheber arbeiten. Und das betrifft gerade auch die Schöpfungshöhe und das, ab wann ein Werk geschützt ist. Unabhängig davon finde ich den Punkt aber ganz wichtig zu sagen, Musik baut immer wieder auf neue Musik auf. Und das Schlimme ist ja, dass uns die Stakeholder-Industrie in den letzten Jahrzehnten uns Musiker darauf trainiert hat, in erster Linie schnell Erlöse durch einzelne Hits zu generieren. Es geht gar nicht darum, ein Profil als Künstler zu entwickeln, irgendwie eine außerordentliche Künstlerpersönlichkeit zu werden, der Menschen dann folgen, weil sie sagen, hey, ich finde das geil, was der macht. Da geht es nämlich dann nicht mehr um den einzelnen Song. Okay. Nee, wir wurden von der Industrie als Künstler daraufhin gezüchtet, regelrecht konditioniert, einzelne Werke abzugeben, die dann ausgewertet werden. Ja, aber der Großteil, komm, es werden vor allem Songs ausgewertet. Ich nicht. Das stimmt einfach nicht. Jeder Musiker, die Musiker wissen fast alle oder immer mehr, dass wenn sie sich genau darauf einlassen, was Plattenfirmen sagen, dann sind sie verloren. Sag mal, anders, 80% aller Musiker veröffentlichen auf kleinen mittelständischen Plattenfirmen und nur 20% auf großen. Selbst wenn das für die Musiker zutreffen würde, immer, was ich nicht glaube, die bei großen Plattenfirmen veröffentlichen, wären es 8 von 10. Also das stimmt einfach für die Mehrheit nicht. Große Plattenfirmen veröffentlichen ja gar nichts mehr. Ja. Bin ich nicht einverstanden. Nicht, was hier gemacht wird. Markus? Weil es ist nicht mehr möglich, eine bekannte Band zu machen, das behaupte ich. Es wird nie mehr eine Band geben wie Metallica oder wie Guns N' Roses. Das noch, ist nicht mehr ist möglich. Das international. Noch ein Punkt der Begriffsstärkung. Deutschland oder international. Wer regiert denn in Deutschland das Musikgeschäft? Gott sei Dank, muss ich sagen. Lindenberg, Maffay, Grönemeyer. Habe ich was verpasst? Alle über 60? Ist auch jemand dabei, der über 30 oder unter 30 ist? Silbermond. Es gibt Ausnahmen. Das ist jetzt eine sehr konservative Sicht auf. Nein, das ist die Tatsache. Nee, wenn ich nur mal eine Präzisierung. Ja. Die Plattenfirma, also ich finde, wir müssen mit den Begriffen auch genauer sein. Ich kenne kein Unternehmen mehr, das ich die Plattenfirma nennen würde. Die Plattenfirma gibt es seit 5, 6, 7, 8 Jahren eigentlich nicht mehr. Es gibt Leute, die Rechte verwerten. Wenn ich jetzt mit John Grisham denken würde, würde ich sagen, es gibt hier eine in Berlin. Es gibt die Plattenfirma, die gibt es noch und die ist in Berlin. Das ist Universal. Achso, okay. Aber ja, sagen wir mal, 9 von 10 Menschen, Universal, die heute mit Musikern zusammenarbeiten, kann man nicht mehr sagen, du bist eine Plattenfirma. Die sagen auch von sich nicht, sie sind eine Plattenfirma. Die machen alles Mögliche und das hat hauptsächlich mit Marketing und Promotion zu tun. Das heißt, deren Kernaufgabe liegt schon lange nicht mehr in Produktion von Tonträgern. Das ist total albern und antiquiert. Niemand macht das. Du machst es auch nicht. Aber das Problem ist, der Konsument bei großen Plattenfirmen, um das jetzt mal einfach, oft zögern, sich dem Künstler anzunehmen, weil sie denken, das ist ja eh nur ein Kunstprodukt. Viele Musikkonsumenten wollen eine Band auch entdecken. Das ist so mein Ding, die habe ich entdeckt. So hat zum Beispiel Jupiter Jones funktioniert. Die haben monatelang Wohnzimmerkonzerte gespielt in der ganzen Deutschland. Die sind so allen möglichen. Ja? Und die haben sich entdecken lassen. Die wurden halt nicht auf aufgedrückt, sondern die haben sich entdecken lassen. Und das ist das, was der Konsument bei einer individuellen Bindung an die Band auch haben möchte. Und das ist nämlich, wo nämlich gerade die großen Companies oft das Gegenteil bewirken mit ihrer aufgedrückten kommerziellen Werbung, also haben wollen. Aber lass uns doch auf diese Nummer mal runterkommen. Wenn 8 von 10 Unternehmen gar nicht diese großen Unternehmen sind, dann lass uns doch mal lieber über die Mehrheit der Unternehmen reden, anstatt über 4 Konzerne. Gibt da nur noch 2. Ganz kurz nur mal, dass wir hier jedem auch zu Wort kommen lassen. Als erstes für unseren Streaming-Mann. Sei so gut, weil das wurde jetzt ein paar Mal gebeten, dass du mal rumgehst, dir die Namen aufschreibst und die dann bei dir ins Streaming-Fenster reinschreibt, damit die Leute wissen, wer überhaupt gerade spricht. Jetzt kommt der Markus dran, dann kommt die Zoe dran. Ja, also wir müssen natürlich aufpassen, dass sich das, die Diskussion hier nicht sehr vermengt. Ich finde eigentlich alle 3 Tagesordnungspunkte schon in jedem Wortbeitrag irgendwo wieder. Von daher gesehen, glaube ich, ist eine strikte Trennung da jetzt erstmal nicht möglich. Strikte Trennung, was jetzt die Zielsetzungen betrifft, finde ich, ist schon dringend erforderlich, damit man überhaupt weiß, was man will und für wen man was will. Sprechen wir hier für Musiker, heute bin ich ja als Rockmusiker hier, oder sprechen wir für User, oder das muss ja auch mal klar definiert werden, auch bei den Piraten. Und wenn ich das jetzt mal aus der Sicht des Rockmusikerverbandes betrachte, wir vertreten eigentlich mehr, sag ich mal, die 2. Bundesliga abwärts. Wenn
also die schwachen Musiker, denn die starken, die können sich so dermaßen selber gut vertreten. Wir hatten bei uns früher, Juli war bei uns und so weiter, und in dem Moment, wo die dann bei den großen Labels sind und die riesen Kohle verdienen, können die sich an unseren Verband auch nicht mehr erinnern. Das ist das Phänomen. Wir vertreten also mehr oder weniger die Schwachen. Und warum sind die schwach? Das ist jetzt wirklich, das Ganze ist sowieso sehr subtil. Natürlich sind die meisten von uns auch GEMA-Mitglied, aber die GEMA ist einerseits Freund und einerseits auch Feind für uns. Beides. Wer es einmal geschafft hat, in die Rotation sozusagen reinzukommen, der freut sich natürlich klammheimlich über die GEMA und ihre Abmahnfreunde. Und wer es nicht schafft, bleibt für ewig auf der Strecke, ja, und kann dann versuchen, über Last.fm oder über hunderte von verschiedenen Foren sich bekannt zu machen, was letztendlich dann am Ende wieder darauf hinausläuft, dass ein großes Label kommt, denjenigen einkassiert und sagt, so, jetzt sperrst du mal hier Last.fm, diese ganzen MySpace und Facebook-Accounts, und wir machen das für dich. Und in dem Moment, wo die das dann machen, artet das Ganze aus. Und da liegt das Problem, dass das Urheberrecht, was eigentlich ein gutes Recht ist und den Urheber wirklich umfassend schützen sollte, heute den Anforderungen nicht mehr gerecht wird, weil es kein Urheberrecht ist, sondern ein Verwerterrecht. Und das müssen wir umdrehen, dass wirklich das Recht wieder zum Urheber kommt und nicht zum Verwerter, die mittlerweile eine Stärke erreicht haben, die sozusagen sich wie ein Sargdeckel auf die Lebendigkeit der Kunst drauflegt. Das müssen wir verhindern. Ich habe eine Gegenfrage. Und zwar, ich weiß ja selber, dass viele Künstler sich auch dadurch letztendlich profilieren und darstellen können, weil halt zum Beispiel Meinl oder so Endorsement macht. Ja? Spielt das für dich damit rein, dass die Industrie, die Instrumente herstellt, Künstler fördert, oder passiert das eben eher außenrum? Endorsement ist doch ein anderes Thema, finde ich irgendwie. Nee, ich finde das schon wichtig, weil das ist ja ein Punkt, warum dass ein Musiker überhaupt erst eine Plattform finden kann. Ja. Ja? Also wenn du jetzt als neue Band startest, kannst du dir ein zweites Setup nicht leisten. Du bist dann froh, wenn ein Endorser kommt und sagt, so, wir stellen dir das. Dafür musst du aber auf unserem Zeug rumklöppeln. Mhm. Aber da findet keine Rechteübertragung statt. Also ich glaube, hier geht es um die Rechte. Doch, da sind aber in der Darstellung, das habe ich auf der Messe dieses Jahr ganz klar krass mitbekommen, da werden Rechte der Darstellung dieser Band an die abgetreten. Ich weiß von der Band, die wird ausschließlich momentan visuell nur von Meinl vertreten. Okay. Dargestellt. Ja, das ist dann natürlich wieder das Gleiche in Grün. Das ist ja dann eine Verwertungsgesellschaft. Okay. Das wollte ich. Ja, ja. Und dann würde ich die Zoe bitten und dann ist die Eva gern. Ja, ich kann mich auch nur anschließen, dass ich hier Markus Roscher anschließen, dass sich das jetzt gerade ziemlich vermengt, und ich wollte natürlich jetzt auch nochmal hier zu dir was sagen. Also ich muss mal ganz naiv fragen, wer denn überhaupt von der Verkürzung der Schutzfristen profitieren soll. Wer davon profitieren soll. Ja. Im Endeffekt natürlich schon der Nutzer, weil letztendlich dadurch diese Vielzahl der kulturellen Schöpfung, die momentan einfach nicht verwertet werden und irgendwo in Regalen lagern und warten, bis sie endlich frei sind, endlich auch in dieser Welt stattfinden kann. Doch, ich kann es gar nicht abwarten, bis Vinyl Rockyou frei wird, weil ich kann dann Werbedinge mitmachen und Geld. Schau doch mal Literatur, es gibt eine Studie. Ja. Ja. Also okay, die Kulturrezeption hat sich verändert. Und prinzipiell verändert. Und wir wollen jetzt Modelle schaffen, um das Auskommen der Künstler zu sichern. Mhm. Und dadurch, dass wir jetzt die Schutzfristen verkürzen, denken wir, dass wir jetzt in der Kulturrezeption als solches irgendwas verändern. Also es wird auch nach wie vor, also das Userverhalten wird auch nach wie vor genau das gleiche sein. Der wird doch jetzt nicht recherchieren, ob jetzt, also der Markt als solches wird sich doch dadurch nicht ändern, dass jetzt irgendeine Schutzfrist plötzlich verschoben ist. Wir haben doch immer noch genau die gleiche Problematik. Der Markt nicht, aber der Zugang, der freie Zugang zu Kultur im Sinne von, dass es gibt Studien, die belegen, dass gerade mal 10%, und das betrifft vor allem Literatur, von Werken überhaupt vermarktet werden, die anderen können momentan nicht genutzt werden. Und genau darum geht es. Da hat auch Amazon nochmal eine Studie nachgelegt, dass ganz, ganz viele von den Werken eben direkt momentan regelrecht verweisen und deswegen nicht stattfinden. Uns geht es darum, dass die einfach der Öffentlichkeit gegeben werden, wenn es so und so viele Jahrzehnte nach dem Tod ist, weil es im Sinne der Gesellschaft ist.
viele Menschen. Muss ich jetzt mal ganz, auch also, ganz naiv als junge Künstlerin fragen, wer schreit denn nach den alten Werken? Mir geht es jetzt als junger Künstler darum, dass ich mich inspirieren möchte, so wie du jetzt auch gesagt hast, Ideen bauen immer auf alten Ideen, auf neue Ideen und ich möchte als Künstlerin in meiner Arbeit frei bleiben und nicht, also im Moment sind da zu viele Restriktionen, also irgendwo muss ich ständig aufpassen, dass ich jetzt nicht hier was klaue aus Versehen oder dort was klaue, ne? Aber das Verhalten wird sich doch für mich jetzt nicht ändern, nur weil jetzt irgendein Oldschool-Musiker, der interessiert mich doch heute gar nicht mehr. Also so muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also so, ich denke, wir müssen am Verhalten, wir müssen ja prinzipiell an Modellen arbeiten, um Künstler zu entgelten und prinzipiell schauen, wie gehen wir jetzt mit Kulturrezeption um heutzutage, weil sich das User und auch das Verhalten das der Macher quasi verändert hat. Und ich glaube, das ist jetzt irgendwie wieder so eine, ich finde, man verzettelt sich mit der Diskussion, wenn man jetzt plötzlich anfängt zu diskutieren, oh, super Idee, wir können jetzt mal gucken, dass wir vielleicht die Schutzfristen ein bisschen verkürzen und dann darf man da noch ein bisschen drauf zugreifen. Also so, ich will doch prinzipiell auf alles irgendwo zugreifen. Aber da sprichst du was an, du hast vollkommen recht. Wenn man nur immer von Schutzfristen spricht, dann ist es sowas Ungreifbares. Das Traurige ist ja, dass das Thema Schutzfristen und die neue Schranke immer das ist, was von unserem piratigen Entwurf diskutiert wird. Aber gerade was du meinst, die Möglichkeit zum Beispiel Mashups zu machen, einfach mit anderen Werken experimentieren zu können, was Neues daraus entstehen zu lassen. Genau das fordern wir ja auch. Das sind ja auch Programmpunkte. Darüber wird nur leider sehr wenig diskutiert, weil das in den Medien niemanden interessiert. Aber mich interessiert es kolossal, dass ich keinen Stress bekomme, weil ich irgendwo ein Sample runternehme, das neu vermenge und dann irgendwann stellt jemand fest, Mensch, hey, ich will dafür Kohle haben oder gar ich entwickle musikalische Motive, wo mir dann plötzlich irgendjemand sagt, hey, ich habe da die Rechte dran. Ja, aber wenn du die geile Idee hast mit dem Sample, packst du dich dafür, dass du dem Typen dann sagst, der den Sample gemacht hat, ey, ich gebe dir 3 Cent ab pro verkaufter Platte, weil du verdienst 3 Euro daran. Das kann doch nicht, das kann's doch nicht sein. Dann kontaktierst du den Mann, der das gemacht hat, wenn dir der Sample so wichtig aber ist, weil dir ist er nicht eingefallen. Ihm ist er eingefallen. Wenn du eine musikalische Idee hast, die schon jemand anders früher hatte, dann kann der dich dafür belangen und das weiß ich. Dann musst du dich vorher erkundigen, dass das nicht so ist. Ich meine, die Rapper haben Chefs geklaut. Das ist ein viel zu spezifischer Fall. Nein, das ist hier genau der Kern der Geschichte. Und hier wird drumherum geredet. Wenn mir was einfällt, was andere Leute gerne benutzen möchten, weil sie daraus was noch Genialeres machen sollen, dann freue ich mich, dann kriege ich 1-2 Cent und er kriegt das Vierfache, soll er haben, weil ohne ihn hätte ich meine 1-2 Cent nicht. Das soll ja auch nicht weggenommen werden. Doch, darüber reden wir. Es soll weggenommen werden. Nein. Es soll umsonst sein, es soll weggenommen werden. Das, was mir eingefallen ist, und ich wiederhole nochmal, ich kann gar nicht darauf warten, bis endlich We Will Rock You frei wird. Wird in jedem Fußballstadion gesungen, mache ich einen Werbesong. Weiß ich genau, wird 4 Millionen Mal verkauft. Ich gehe jetzt mal absichtlich ins Gegenteilige. Was sollen diese blöden Studien bei Amazon? Da kann ich mir doch nichts von kaufen, dass da wie schlicht was brach. Das muss doch nicht brach liegen. Wenn ich jemanden kontaktiere, der jetzt brach liegt, dann garantiere ich dir, dann komme ich mit dem ins Gespräch und dann biete ich ihm was an und dann ist er zufrieden und dann liegt es nicht mehr brach. Du willst es umsonst haben und dagegen wehre ich mich. Berthold, dann kommt die Eva und dann der Johannes. Wie geht das durcheinander? Also ich habe mir immer hier so ein paar Sachen aufgeschrieben, dann ist es eigentlich schon bei der Diskussion schon wieder 10 Punkte weiter. Aber ich, da es ja immer längere Beiträge sind, will ich da jetzt auch kurz drauf einzugehen. Was ein wichtiger Punkt von dir, Zoe, fand ich, du hast gesagt, ich will auf alles zurückgreifen können. Ich will die Möglichkeiten haben. Natürlich, ich will auf alles zurückgreifen können. Und ich denke, das ist ein Kernpunkt, was das Urheberrecht der Zeit nicht hergibt. Ich persönlich, lass mich doch bitte ausreden, ich mache mich immer irgendwie gleich unterbrochen. Ich persönlich bin der Meinung, ich habe kein Problem damit, wenn das bezahlt wird. Da bin ich vollkommen d'accord mit dir. Aber ein Sample sollte niemand das Recht haben, ein Sample zu verbieten. Das ist im Moment aber der Fall. Im Moment kann der Urheber des Samples oder des Stückes Musik, das ich verwenden will, sagen, du darfst es nicht verwenden. Das ist auf allen Ebenen des Urheberrechts. Wir haben ein Zensurrecht. Übrigens nicht nur in der Musik. Brechts Erben entscheiden heute, wo Brechts Theaterstücke laufen. Ich vertrete einen Künstler, Daniel Kahn, jüdischer Künstler aus Detroit, der jetzt in Berlin lebt, der möchte eine jiddische Version der Drei-Groschen-Oper hier am Theaterhaus in der Naunienstraße aufführen und die Brechts Erben sagen, erlauben wir dir nicht.
Da frage ich mich, was ist denn da los? Der kommunistische Textschreiber Bertolt Brecht, der selber von sich gesagt hat, dass er einen laxen Umgang mit geistigem Eigentum pflegt und die Dreigroschenoper, wie wir alle wissen, ja auch nicht selber erfunden hat, sondern aus einer historischen Vorlage zusammengeschrieben hat. Dessen Erben entscheiden, ich weiß jetzt nicht, wann ist er gestorben, 55, 56 würde ich sagen, entscheiden Jahrzehnte später, ob der wie seine Stücke aufgeht. Das ist absurd, das darf nicht sein, das ist Zensur, dagegen muss man eintreten. Und das Gleiche ist aber auch nicht, ist auch ein aktuelleres Beispiel, Danger Mouse, der ein wunderbares Album, ich würde sagen, eines der wichtigsten Alben der letzten 10 Jahre komponiert hat, wo er auf das White Album der Beatles sich bezogen hat und die EMI gefragt hat, darf ich das verwenden? Ich mache da ein eigenes Stück draus. Da ging es nicht darum, dass die das Geld kriegen. Natürlich hätten die das Geld gekriegt, diejenigen, die da gerade die Rechte halten, sondern die haben ihm das verboten. Die haben gesagt, nein, fuck you, das kriegst du nicht. Und das ist absurd. Und dagegen, finde ich, muss man massiv eintreten. Das ist ein Teil des bestehenden Urheberrechts. Der hat eine Zensurmöglichkeit. Und das hat natürlich auch mit der Länge dieser Urheberrechtsfristen zu tun. Ein anderer Punkt, der mir aber jetzt noch wichtig ist und den ich gerne neu in diese Diskussion einbringen würde, wäre, was interessiert mich denn in der Musik? Mich interessiert das Neue, das Innovative. Ich bin fest davon überzeugt, dass worüber die Welt in Jahrzehnten, in Jahrhunderten noch reden wird, das ist das, was innovativ ist. Nicht das, was die Menge ist, die in dem Moment Zeitkultur ist und die irgendwie, von der eine Menge Leute leben. Ja? Wenn wir das historisch sehen, dann kann man das ganz leicht nachweisen. Man redet nicht mehr von Salieri, sondern von Mozart. Man redet von Leuten, die in den 50er, 60er Jahren nicht die wichtigsten Komponisten waren, die aber heute irgendwie eine wichtige Rolle haben. Das heißt, wie gelingt es mir, etwas Innovatives zu fördern? Da habe ich einen konkreten Vorschlag auf den Tisch gelegt. Ich weiß nicht, werden viele von euch vielleicht gelesen haben im Freitag. Da habe ich gesagt, es müsste ein Modell entwickelt werden, das die Erstverwertung eines Stückes deutlich höher bezahlt. Zum Beispiel im Radio, wenn ein Track das erste Mal gespielt wird wegen mir, das ist ein gegriffener Betrag, 1000 Euro. Und nicht die Menge des Tracks, wie oft er gespielt wird, unterstützt. Weil das ist Mainstream, das ist Marketing. Das interessiert mich ehrlich gesagt relativ wenig. Doch, das interessiert mich. Ja, das ist okay, das ist dein partielles Problem. Mich interessiert es nicht. Ich sage, meine Motivation, mich mit dem Thema zu beschäftigen, sind zwei Faktoren. Das eine ist, ich vertrete Künstler, deswegen interessiert mich die Urheberfrage wirklich sehr. Was bekommen die Künstler wirklich? Wie können sie davon leben? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und das andere interessiert mich, weil ich politisch denke, was ist mit den Leuten, die Fans sind, die Musik konsumieren? Das sind die beiden Faktoren, die mich beschäftigen. Nicht die Probleme der Verwertungsindustrie, sage ich ganz ehrlich. Die haben Geschäftsmodelle, sie sollen besser ein erfolgreiches Geschäftsmodell machen, dann werden sie auch weiter existieren. Aber das ist nicht das, was mich umtreibt. Und da, glaube ich, sind wir aber bei einem ganz wesentlichen Punkt. Alle jetzigen Systeme, auch die neuen Kulturflatrate, was da so durch die Welt geistert, die finanzieren, die bezahlen die Menge der, und die Quote und nicht das Innovative, das Neue, das, wo ich dann sagen würde, das ist in der Regel das Gehaltvollere. Ein letztes Beispiel dazu, Erstauflage von Kafkas Werken, das finde ich immer ein gutes Beispiel zu Lebzeiten. Kafka, sind wir uns wahrscheinlich einig, einer der wichtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Erstauflage zu Lebzeiten geht zwischen 800 und 2000. Wir wissen aber, das ist total wichtig für die Kultur gewesen, dass diese Werke erscheinen konnten. Also es geht scheinbar nicht nach Menge, es geht nicht nach Quote, sondern es geht nach Innovativen, es geht nach dem, was das Neue ist, was die Gesellschaft bereichern kann. Und da müssen wir uns Gedanken drüber machen, wie wir das fördern können, wie wir das subventionieren können. Eva und dann Johannes. Sind wir mit Subventionen wahrscheinlich gar nicht schlecht. Ich bin immer noch bei meiner Begriffsklärung. Also ich finde das völlig richtig, was Zoe sagt, auch genau in dieser Unaufgeregtheit. Ich muss mich doch inspirieren lassen. Die Inspiration ist aber erstmal die Idee, die natürlich in einem Werk drin steckt, aber erstmal ist die Inspiration die Idee. Also natürlich an dem konkreten Werk gemessen, aber es geht ja letztlich nicht, also Mashup ist eine interessante Derivate, ein interessantes Derivates-Format, aber ich kenne sehr, sehr wenig Musik, die tatsächlich als Mashup oder als Remix eine echte Innovation hervorgebracht hat.
das Play-Album ist übrigens heute kommerziell verfügbar. Ja, ein paar Jahre später. Also es geht und Danger Mouse ist ein mittlerweile sehr gut bezahlter Produzent, der sehr gut darauf achtet, dass seine eigenen Werke, Rechte nicht verletzt werden. Also es geht eigentlich um das Wandern von Ideen. Das geht gar nicht unbedingt primär um das Wandern von Werken. In dem Werk, was ist der Unterschied, steckt eine Leistung drin. Also er hat sich hingesetzt und hat stundenlang Gitarre, weiß ich nicht, eingespielt, ganze Studie zu Hause, bla bla bla. Das heißt, wenn das Stück fertig ist, ein Werk ist, hat er tatsächlich Arbeit reingesteckt. Und wir reden ja darüber, du auch, wie können wir diese Arbeit vergüten? Also auch du, Massi, wie können wir diese Arbeit vergüten? Diese Idee, mit dem wir stehen auf den Schultern von Giganten, das bezieht sich auf Ideen, nicht auf Werke. Und ich finde, da müssen wir trennscharf werden, wenn wir eine Lösung finden wollen. Das Zweite, das, was du sagst mit Zensur. Ich glaube, auch das muss man nicht rechtlich lösen. Ich glaube, das ist eine Frage des Lizenzverhaltens. Das Lizenzverhalten kann man natürlich, sagen wir mal, politisch erzwingen in einer bestimmten Art und Weise, indem man Mindestlizenzstandards einführt, indem man eine Schranke einführt zum Beispiel auch. Und da haben wir uns Gedanken darüber gemacht. Kann es denn sein, dass sich tatsächlich ins bestehende Urheberrecht eine Schranke einfügen lässt, die explizit die künstlerische Auseinandersetzung mit vorbestehenden Werken legalisiert, solange sie nicht kommerziell ist, und zwar auch gegebenenfalls auch ohne den Urheber zu fragen, bis zu dem Moment, wo eine kommerzielle Verwendung stattfindet, wo natürlich dann du deine 3 Cent bekommen musst. Und das funktioniert, im Gegensatz zum Legalisieren vom reinen Konsum von Musik, also Musik, die einfach nur hin und her fliegt und konsumiert wird. Das funktioniert und darüber könnte man wirklich nachdenken, ob man das macht, weil ihr habt auch bei denen sind die Nächsten im Kopf. Das ist, glaube ich, jedem, der ernsthaft Musik betreibt, also auch du, der viel mit Musikern zu tun hat, ein großes Anliegen, dass Kunst zirkuliert. Natürlich muss Kunst zirkulieren und natürlich muss Kunst als Inspiration gelten. Aber ist File-Sharing wirklich... Also das, die Antwort auf das, darauf, dass Kunst zirkuliert und als Inspiration gilt, ich glaube nicht. File-Sharing ist eine reine Selbstbedienungsmentalität. Ein Angebot, das zu nutzen. Falsch. Das, was hier bisher gesagt wurde, das sind tatsächlich künstlerische Prozesse, die mit einem vorbestehenden Werk passieren. Das würde ich völlig anders bewerten, als nur ein Stück von A nach B zu schieben. Und ich finde, da müssen wir trennscharf werden. Idee und Werk. Bearbeitung und reines Hin- und Herschieben. Mhm. Wenn wir da trennscharf werden, finden wir auch eine Lösung. Nur ganz kurz aufs File-Sharing, weil du das heute schon mal hattest. File-Sharing ist nur ein Protokoll. Das ist quasi eine Art Container, das ist wie eine Telefonleitung. Das ist es gibt Inhalte, die drauf transportiert werden, aber es hat keinen Einfluss auf den Inhalt. Mit File-Sharing werden unglaublich viele Dinge wie zum Beispiel Betriebssysteme, Updates für Software etc. verschickt. Das ist ein Port und ein Protokoll, das dient niemandem. Es ist File-Sharing ist jetzt ein Protokoll und gehört keiner Firma. Es ist ein Allgemeingut, es funktioniert zwischen verschiedenen. Wenn wir wirklich trennscharf werden wollen. Der unautorisierte Up- und Download von Musik, mehr der Upload als der Download, ist ein Angebot von Technologieunternehmen an User zum Konsum, fertig, aus. So, was anderes ist die künstlerische Beschäftigung mit einem Werk, also Remix, Mashup, alles das, oder auch die Inspiration. Ich würde das gerne völlig voneinander trennen, zwei völlig verschiedene Dinge, die da passieren. Und das eine ist ein natürlicher Prozess, der bei jedem Künstler stattfindet. Ich bediene mich natürlich an einem vorbestehenden Werk, ich inspiriere mich. Und das andere ist ein Konsumverhalten, d'accord, ist vollkommen mit dem Geld verdient wird im Moment. D'accord, hast du vollkommen recht. Deswegen müssen wir uns trotzdem, wenn wir über eine Urheberrechtsreform nachdenken, einmal Gedanken machen, was betrifft den Nutzer und was betrifft den Urheber. Und da müssen wir in beiden Bereichen reformieren. Bitte nimm was Drittes dazu, und was betrifft den Nutznießer, den neuen Nutzer, den Verwerter, den neuen Verwerter, den hätte ich gerne in der Diskussion immer. Darüber können wir, das ist auch so ein Punkt, worüber wir natürlich mal diskutieren müssen, welche Rolle spielen die Googles, welche Rolle spielen die Facebooks etc. Ja, aber müssen falls wir mitdenken, den können wir nicht ja weglassen. Also, was er jetzt wollte Johannes dran. Also das, was du sagst mit der Trennschärfe, das ist richtig schwierig. Ich oute mich jetzt mal, wenn ich jetzt Filmmusik mache und mir fehlt gerade total die Idee, was mache ich jetzt überhaupt? Dann gucke ich, was hat der gute Henri Mazzini dazu gesagt? und bediene mich seiner Metaphysik, weil ich mich mit diesen Dingen auskenne. Es käme kein Mensch auf die Idee, das hast du jetzt aber beim Henri Mazzini geklaut. So. Das ist also, du kannst letztendlich auch noch nicht mal unterscheiden, die direkte Nutzung von einem Werk oder die Inspiration von einem Werk. Also da ist dann tatsächlich das Werk schon für jemanden, das für... Nein. Klar. Wenn ich mich jetzt von diesem Werk inspirieren lasse dann und es unmittelbar nutze, aber es letztendlich nicht verwerte, das kannst du mir nicht nachweisen. Dann hast du dich genau von der Idee inspirieren lassen.
von der Idee, die gesagt mit der Physik. Aber du hast nicht das Werk übernommen. Das will ich manchen trennen. Das kannst du aber nicht trennen. Nimm den neuen Tarantino-Film Django, der einfach irgendwie natürlich in weiten Teilen die Django-Filme der 68er kopiert und der trotzdem wahrscheinlich, ich habe ihn noch nicht gesehen, gibt es ja in Deutschland noch nicht und ich bin kein Illegaler, aber der wahrscheinlich ein eigenes Werk daraus machen will. Du kannst Idee und Werk nicht trennen. Ja, aber was macht der nicht fertig? In dem Moment, wo du das Werk benutzt, gehst du zu ihm und sagst, ich will es jetzt hier, ich war aber noch nicht fertig mit dem, was jetzt in der modernen Musikwelt damit passiert. Also ich führe jetzt mal ein ganz bekanntes Beispiel ein, weil was er nämlich eben sagte, auch das Nutznießen an einem eventuellen Sample. Ein absoluter Million-Seller war von Goethe diese Someone to Use. Gottchen, ja. Keiner weiß genau, wie das ausgesprochen wird. Und er hat also ganz gezielt Samples genutzt, hat auch ganz gezielt mit den Musikern Kontakt aufgenommen, dessen Sample er genutzt hat. Und hat sie nutznießen lassen. Das war ein ganz fairer Prozess. Und da kam jetzt noch das andere Ding dazu. Er hatte die Möglichkeit, als über YouTube sich zu präsentieren, hatte dann über 20 Millionen Hits und plötzlich interessierte sich die Industrie für ihn und in dem Moment hat es dann da, ja, das ist aber jetzt nicht mehr verfügbar. Ja. Also, Warum? Schließ ab, dann würde ich gerne weiter verteilen. Also worauf ich jetzt nochmal tiefer eingehen will, diese kreativen Prozesse, die löst du letztendlich auch bei ganz normalen Usern aus. Wenn ich jetzt morgens schlecht gelaunt bin und es läuft Rock'n'Roll im Fahrstuhl von Hoffmann und Hoffmann im Radio, dann bin ich automatisch gut gelaunt. Also habe ich das auch genutzt und trage diese gute Laune an dich weiter. Das ist super. Ja, eben. Sagt ja niemand, was dagegen. Ja. Ist ja lizenzierter. Jimmy kommt jetzt, dann kommt lizenzierte gute Laune. Jimmy, Dennis, dann kommt der Markus und dann kommt. Achso, ihr drei. Was du gesagt hattest, kann ich total nachvollziehen, was du damit meinst. Aber das wäre für mich der zweite, dritte Schritt. Okay. Weil, wenn wir mal anfangen, aufhören zu träumen, weil. Der Musiker, der kreativ tätig ist, soll jetzt gleichzeitig abgebrühter Geschäftsmann sein. Und lass uns mal realistisch sein und nicht hier faselnd rumreden. Unser Umfeld, was das vermarktet, ist sowas von abgezockt und sowas von erfahren. Da müssen wir den Leuten erstmal auf Augenhöhe entgegengehen. Wenn sich wirklich was ändern soll, müsste man eine Vereinigung gründen, die den Musikern sagt, alle raus aus allen Plattenfirmen, macht eure eigenen Sachen. Erst dann werden die Konzerne vielleicht weich, ausgenommen EMI, weil die verdienen mit Waffengeschäften mehr. Aber gibt es aber noch nicht, weil die sind bei Universe. Doch, der Musiksparte bei EMI ist nur so ein kleiner Teil. Die bauen Panzer. Die jetzt nochmal laut, weil ich auch nicht interessiert. Ich meine, wovon reden wir jetzt hier? Die ganze Diskussion ist doch nur zustande gekommen nach folgendem Prinzip. Ich überfalle einen Kiosk, werde erwischt und komme 14 Tage in den Knast. Ich brenne ganze Städte und Landschaften nieder, werde höflich eingeladen in ein Hotel, da wird mir gesagt, wollen Sie nicht mal aufhören, hier ist ein 2 Millionen im Jahr und so. Das ist doch das Prinzip, was hier gerade passiert. Die Leute fingen an, durch Dummheit der Plattenfirmen, weil sie die CD erfunden haben und vermarktet haben und dadurch alles digital wurde, fingen sie natürlich an, File-Sharing zu machen. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Fand ich total exciting. Napster ist ja geil. Ich komme an die Platten ran, wo ich haben die Plattenfirmen auch verschuldet, ich gehe zu WOM, will eine Metallica haben, werde mitleidig angelächtet, wieso kein Techno? Nein, ich will eine Metallica, dann gehe ich raus und denke, in den Laden gehe ich nicht mehr rein. Also gehe ich zu Napster. Der Verkäufer von WOM hat mich zu Napster gebracht. Ja? Oder später LimeWire. Das haben die Plattenfirmen alles mit versaut. So, jetzt haben wir aber den Schlamassel. Von meiner Band wurde von der russischen Seite 58.000 Mal die CD illegal runtergeladen und zwar für 3,50 Dollar. So, jetzt versetze ich mal in meine Lage, was du dann empfindest, weil du an der CD ein halbes Jahr gearbeitet hast. Und dann haben sie auch noch so eine rechtliche Seite da stehen, laut russischem Gesetz sind wir berechtigt, alles was jemals auf den Markt kam zu veröffentlichen, weil es ist ja frei. Da kaufe ich mir, also da halte ich es doch mit No Redding von Jimi Hendrix, der wurde gefragt, was soll man machen, wenn man ins Musikbusiness will? Werde Rechtsanwalt, kauft die Maschinenpistole. Und ich übertreibe nicht, wenn ich das sage, weil die Plattenfirmen sind derart abgezockt. Ich habe fast alle Tricks durch mit Plattenfirmen, deswegen haben wir ein eigenes Label. Seitdem kommt das Geld auf unser Konto. Wir arbeiten mit Verbänden zusammen, wir arbeiten mit Vertrieben zusammen.
Aber wenn ich mit Plattenfirmen zusammenarbeite, dann fällt mir immer noch ein, dass mir diverse Firmen noch 40.000 CDs Abrechnung schulden. Und die werden sie nicht tun. Im Gegenteil, die sind so abgezockt, die sagen dir ins Gesicht, verklag mich doch, wenn du es willst. Weil wenn du es, die wissen aber genau, dass 40.000 nicht genug ist zu verklagen. Und da soll ich jetzt froh sein über Spotify, wenn jemand 78.000 Mark für 0,01 Cent meinen Song anhört. Geil, ey, mein Cousin in Sibirien, fünfter Eisberg rechts, die haben deinen Song gehört. Was kann ich mir dafür kaufen? Noch nicht mal ein Mittagessen. Ja, was soll das? Aber Simfern veröffentlicht von mir Songs ohne meine Erlaubnis. Sie haben es einfach draufgetan. Ich wehre mich seit Wochen Moment dagegen. Das sind genauso abgezockte Leute. Und da werden 3-4 Leute reich. Und bei Spotify genauso. Und bei Facebook genauso. Und bei den großen Plattenfirmen genauso. Die wären schon längst pleite, wenn ich die alten Bands aus den 60ern im Programm wäre. Bei Whitney Houston verkauft nur 20.000 im Jahr. Jimi Hendrix verkauft 500 Millionen im Jahr. Nee, sorry, das war AC/DC. Ja? Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Und wenn wir uns wehren wollen und wenn wir wieder die Sachen gerade rücken wollen, dann müssen wir erstmal von den Plattenfirmen weg. Weil wenn das passiert, dann kommen die Plattenfirmen erst zu uns. Oh, lass doch mal reden. Und das ist eine andere Position, weil wir diskutieren hier so romantisch. Ich würde jetzt gerne dem Dennis mal das Wort geben, dann kommt die Zoe und dann kommt der Markus. Und dann, ich rutsche mal rein, und der Eddie. Ja. Das ist ja, das mit dem Panzern ist jetzt ein harter Einstieg für mich. Ich höre es ja als, ja, ich höre jetzt quasi so ein bisschen als Nutzer eher zu und bin schon erstmal, es ist viel Power jetzt quasi in dem Modell. Ich denke, das ist das alte Modell. Das funktioniert. Nein, das ist so, ganz das aktuelle Modell. Ich meine jetzt die Lizenzverwertung in dieser Form, das kann so nicht mehr funktionieren. Das ist, forget it, das ist old school. Was ich sehr, sehr interessant finde, ist der, klar, aber von 20% großen Firmen. Das sind 20% große Firmen, die diese 80% machen. Und das ist nicht das, was wir als kreativ und individuell erkennen. Das wollen wir nicht. Genau. Aber was ich ganz spannend fand, der Rückgriff auf die Arbeit, die da eigentlich dahinter liegt, für mich ist da quasi eine Frage, warum ist die Arbeit bei dem einen Künstler so viel wert und bei dem anderen so viel? Im Grunde genommen ist das nicht der Fall. Das ist nur die Verwertung, die ihn teurer macht. Moment, da muss ich kurz eingrätschen. Es ist schon ein Unterschied, ob du mit einem 80-köpfigen Filmorchester was einspielst oder auch Künstler und nicht ein Künstler. Genau. Nein, das kostet dann die Stunde, kostet dich dann mal 25.000 Euro. Richtig, das skaliert sich Keller alles. Also keine Frage, das skaliert sich alles. Aber das Thema ist ja, wir haben eine Arbeit und die findet statt, bevor das Ergebnis da ist. Und bis jetzt sind wir dämlichen Konsumenten immer noch am Ergebnis irgendwie beteiligt, müssen das kaufen im Regal, hören auf die CD, finden dann vielleicht zwei Lieder, die geil sind, der Rest ist totaler Schrott, hätte ich nie genommen. Deshalb die freie Wahlmöglichkeit, einzelne Tracks zu holen, das ist für mich die erste Revolution gewesen vor 15 Jahren oder so. Und dieser Blödsinn mit den Maxi-CDs, also das ist einfach Geldschnallerei. Für mich ist das Geschichte. Ich war Remixer, ich kenne das Geschäft. Das jeder DJ wahrscheinlich heute da immer noch nach irgendwie so. Das ist absoluter Schwachsinn gewesen und da hat man wirklich Geld verdient und zwar massiv. Und ich habe gerade eine Zahl gelesen, dass wenn 100 Millionen User ein Abo-Modell wie Simfy, Spotify oder sowas nutzen, haben wir auf einmal den gleichen Marktumsatz wie zu den besten CD-Zeiten. Das ist interessant, aber die Verteilung müsste anders sein, weil ja richtig trackbar ist, was wirklich gehört wird auf dem einzelnen Endgerät bei dem einzelnen User. Und das finde ich super geil, da ist das Modell der Verwertung drin. Und das mit dem Torrent, da hast du vollkommen recht, das hat damit eigentlich nichts zu tun, weil es wird nichts verwertet dort an der Stelle. Was für mich aber entscheidend ist bei dem Thema Arbeit, die Leistung, die da in dem Moment bei der kreativen Arbeit entsteht, das ist das, was wir beim Crowdfunding nutzen, um die Fans überhaupt reinzuziehen, weil ich bin nämlich der Meinung, dass am Ende entsteht ein Ergebnis, das fertige Werk, okay, aber der viel unterhaltsamere Teil, der viel spannendere Teil für die meisten Nutzer, Kulturkonsumenten, haben wir damals so ein bisschen zugesagt, ist der Teil, wo der Prozess entsteht, nämlich wo ich dir als Künstler zugucken kann, wie du das saugeile Album da produziert hast, weil das ist ein Moment, der ist nicht wiederholbar. Das ist dein Moment, genau da bist du, wer du bist. Die CD verkaufen, das kann nachher jeder Kiosk, das ist ja vollkommen trivial, das ist keine künstlerische Leistung. Bei der Aufnahme zuschauen. Vielleicht, bin ich voll dagegen. Ja, das ist ja dein Ding, neue Künstler werden das anders machen. Die musst du, ja du bist deine Persönlichkeit, deine Tricks sind das Technik. Was ich noch ganz kurz vor einfügen würde, damit die Zuschauer kapieren, worum es geht. Der Dennis ist von Start Next und vertritt eine Firma, die Crowdfunding macht. Ist so quasi das deutsche Äquivalent. Ich mache jetzt für dich kurz eine Einleitung, damit die Leute wissen, worum es geht. Das deutsche Äquivalent zu Dingen wie Kickstarter würdest du wahrscheinlich jetzt auch
nicht so unterzeichnen direkt, aber für die Leute, um zu begreifen, worum es letztendlich geht. Und Dennis hat mit seinem Start Next natürlich eins dieser neuen Crowdfunding-Modelle am Start, um Künstlern eine Vorfinanzierung zu liefern, womit wir auch schon beim nächsten Thema sind, nämlich beim Urhebervertragsrecht und den Möglichkeiten, wie heutzutage Künstler Erlöse generieren können. So, Dennis, genau, jetzt, Entschuldigung. Also Start Next, ja, das ist eine gemeinnützige Plattform. Unser Ziel war erstmal nicht nur die Musik natürlich, sondern alle kreativen Schaffenden sozusagen in so eine Vorfinanzierungsrunde zu bringen, die sie unabhängig macht, wo quasi nicht ein Label entscheidet. Das Label kann da auch drauf gucken, es kann auch mitmachen. Ein Label kann auch Kreatives reinstellen und auch schauen, ob das ein Prozess ist, der hilft. Aber bei uns ist es so, dass die zukünftigen oder die bestehenden Fans, Familie, Verwandte, größerer Kreis immer wachsen. Sowas wird ja im Social Network einfach auch verbreitet. Guck mal, da ist wer, der macht das richtig spannend. Das sind die, die im Vorfeld Geld geben, eine kreative Gegenleistung bekommen, vielleicht MP3-Download oder CD oder Video oder VIP-Karten beim Konzert, whatever. Das liegt ja an der Kreativität auch des Initiators des Projektes. Die holen sich da ihre 10.000 Euro ab für ihre Produktion, bekommen die und sind danach einfach unabhängig. Das heißt, die haben nämlich die Arbeit, die entsteht und vielleicht auch die Nebenkosten schon bezahlt, haben ihr Werk draußen, und was sie dann mit dem Werk machen, wie sie das verwerten wollen, das ist denen vollkommen freigestellt, völlig unabhängig. Das kann voll schief gehen, weil sie nicht die große Aufmerksamkeit bekommen, aber ich denke, dass wir unsere Profile, also als Nutzer wieder, die Profile stellen wir uns ja in Zukunft so individuell zusammen, dass das auch kein Thema mehr ist. Ich will nicht diesen Kack-Mainstream, den ich im Radio höre, das ist ja pervers. Sobald mein Auto in der Lage ist, mir meine wirklich individuellen Playlists oder Last.fm irgendwie abzuspulen, und zwar die ganze Zeit, ist Radio für mich Geschichte. Ansonsten vielleicht ein Newsstand oder sowas. So, das ist einfach Geschichte, weil das geht gar nicht. Und es gibt ein spannendes Beispiel. Wir versuchen immer nicht so richtig, uns mit Amerika zu vergleichen. Aktuell haben wir über 300.000 Euro in irgendwie 44 Musikprojekten eingesammelt bis heute. Es laufen noch wesentlich mehr. Und diese 300.000 Euro kommen aus der Crowd von keinem anderen und haben irgendwie 44 Bands mit ihren kleinen CD-Produktionen oder sowas irgendwie starten lassen. Deshalb auch Start Next. Auf Kickstarter gerade, Amanda Palmer hat da einfach mal 1,2 Millionen Dollar eingesammelt, weil sie gesagt hat, fuck the system, wir machen das jetzt alles ganz anders, ich will raus aus meinem Label, das kostet mir schon Geld, und wir produzieren das alles allein, machen unsere Tour, wie wir wollen, sind unabhängig. 1,2 Millionen Dollar, und die Leute haben dieses Geld nicht bezahlt, nur weil sie so geile Musik macht oder weil sie sich so viel Mühe gibt, sondern weil sie da auch wirklich Rock'n'Roll eigentlich gesagt hat, wir hauen jetzt mal richtig auf die Kacke, das ist schon spektakulär, das ist vielleicht auch so nicht wiederholbar, aber Fakt ist, die Konsumenten sind ja eigentlich die den Künstler dafür bezahlen, dass er arbeitet. So, und ich finde es wichtiger, dass die Künstler eine Basis bekommen, in Ruhe kreativ zu sein. Das heißt, eine Grundbasis irgendwo her und nicht abhängig zu sein natürlich, auch quasi sich verkaufen zu müssen. Ja? Und wenn man nämlich in Ruhe kreativ sein kann, heißt das für mich auch, dann kann man auch seine Projekte so in Ruhe wachsen lassen. Dann werden die auch richtig gut, sind wirklich sehr persönlich, sehr individuell, niemals Mainstream oder können auch mal ein Highlight werden, ist ja klar. Aber diese Chance, die uns das Netz auf der einen Seite durch das illegale Kopieren vielleicht von Songs, man wird dann halt auch gehört. Ne? Also man kann dadurch auch bekannt werden, dass man so einen Neulingstrack erstmal auf YouTube irgendwo sieht, wie auch immer das verwertet wird. Also die Verwertung, muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht mein Thema, weil wir gehen bis zu dem Punkt, wo die Band happy ist, dass sie rausgeht, die 10.000 Euro hat, die CD produzieren kann, und dann fängt für die irgendwie die Karriere an. Und das ist definitiv eine andere Karriere als Super Labels bisher, und es wird anders funktionieren. Also die Arbeit ist für mich eigentlich das Entscheidende. Der Prozess, bevor das Werk fertig ist, das ist der, wo eigentlich das meiste Geld verdient werden kann. Und dann Konzerte, klar, soweit. Aber das Kopieren von Tracks und Hören von Tracks ist für mich nicht das Verwertungsmodell. Also das ist so mein Standpunkt dazu. Markus, dann kam Zoe, dann kam Eddie. Also ich wollte noch mal so ein bisschen, vielleicht liegt es auch an der Tatsache, dass ich da sehr juristisch denke, ein bisschen mehr Klarheit einfordern. Wir hatten eben schon wieder so eine Diskussion, wo es um quasi Strafrecht geht. Also es geht ja hier um zwei Bereiche. Einmal um Geld verdienen und dann um Dinge, die man nicht tun darf. Ja, mal so ganz pauschal gesagt, ob das zivilrechtlich möglich ist oder strafrechtlich. Die Frage, wann ein Song geklaut ist, das ist eine spezielle Frage des Urheberrechts, und darüber könnte man sich gnadenlos streiten. Ja? Es wird ständig beim Beatles geklaut. Die Beatles haben vorher in den 50er Jahren Anlehnungen gehabt, und irgendwann landet man bei Bach.
Und Bach hat dann auch wieder irgendwelche Anlehnungen gehabt an, was weiß ich, irgendwelche älteren Musiker. Das ist völlig normal. Das ist auch eine Diskussion, ich glaube, die hat hier nichts zu suchen, weil darüber können sich dann Juristen speziell in ganz bestimmten Fällen unterhalten, was ist eine klare Urheberrechtsverletzung und was nicht. Ob das beim vierten, fünften oder zehnten Ton anfängt, ist jetzt erstmal, glaube ich, egal. Weil dass es ein Urheberrecht gibt, wird ja niemand in Frage stellen. Viel wichtiger ist für mich die Frage, übrigens, das provozierte mich fast eben, das Thema Dieter Bohlen anzusprechen. Ich lasse es sein. Ich lasse es einfach mal sein. Du willst ihn doch wohl nicht als Urheber. Was im Zusammenhang mit... Nein, er ist ein Künstler, er ist in der Art und Weise, Geld zu verdienen, schon fast wie ein Künstler. Aber das ist ein gesondertes Thema. Nein, wir haben ein Dreiecksverhältnis. So mal dargestellt. Wir haben hier die Urheber, Künstler, wir haben den Verwerter und wir haben den User. Und wenn man sich dieses Dreiecksverhältnis mal anguckt, dann stellt man fest, dass Urheber und Künstler arme Schlucker sind, dass die User größtenteils arme Schlucker sind, wenn sie sich zu doof beim Klauen anstellen und dann Abmahnungen bekommen. Und wir haben die Verwerter, wo, sage ich mal, so gut wie alles hängen bleibt. Das heißt, unser Urheberrecht sollte so gestaltet sein, dass, sage ich mal, in erster Linie das Verhältnis zwischen Urhebern und Usern wieder auf ein vernünftiges Maß hergestellt wird. Denn die Verwerter waren ja eigentlich nur Mittel zum Zweck, um die Sache vom Künstler bzw. Urheber zum User zu transportieren. Und ich meine, es ist ja nun mal auch in der Praxis so, dass sich der Künstler freut, wenn er Applaus bekommt und wenn er angehört wird. Es ist ja mittlerweile sogar schon so brutal geworden, dass man, ich hatte den Namen eben schon erwähnt, Last.fm, aber es gibt auch andere Portale, dass die Künstler dafür was springen lassen, dass man ihnen überhaupt zuhört. Ja? Das heißt, es geht den Künstlern gar nicht mehr so sehr darum, dass sie Angst haben, dass ihre Titel gedownloadet werden, sondern sie haben eigentlich Angst, dass es nicht getan wird. Und das ist jetzt für uns auch im Rock-Pop-Musikerverband, das ist die Realität. Wenn einer die Eisenbahn erfindet, dann können wir auch nicht sagen, wir wehren uns dagegen und werden weiter zu Fuß gehen. Sondern die Eisenbahn ist erfunden. Das Download und File-Sharing und wie es alles heißt, das ist nun mal im Raum. Damit muss man klarkommen und daran muss das Urhebergesetz sich jetzt messen lassen und kann einfach bestimmte Regularien nicht mehr so aufrechterhalten, wie das in der Vergangenheit war, weil sonst das soziale Gefüge gestört wird und ich sage mal, sowohl Musiker als auch der User hier unglaubliche Nachteile erleiden kann und sich dann vielleicht neben der Kunst noch eine neue Industrie entwickelt von ja, leider auch Anwälten oder von Abmahnern, die in unverhältnismäßiger Weise ursprüngliche Schöpfung als Mittel zum Zweck nehmen, Leute abzuzocken. Und genau an der Stelle sollte man ansetzen und ich denke, die Piraten bewegen sich auf einer sehr realistischen Ebene und müssen jetzt ihre realistische Denkweise irgendwie mit Gesetzen konform bringen und in Einklang bringen. Und vielleicht kann man die Diskussion wieder da so ein bisschen hinleiten, weil die Art und Weise, wie man etwas klaut, ist gar nicht so sehr das Thema, sondern die Frage ist, was akzeptieren wir, was können wir heute nicht mehr klauen nennen in dem Sinne, weil der Künstler, klauen kann man ja nur, wenn es gegen den Willen geschieht und der Wille der Verwerter ist klar, aber der Wille des Künstlers ist nicht geklärt. Der Wille des Künstlers ist doch nicht nur Geld zu verdienen, sondern in allererster Linie, sonst ist es für mich ehrlich gesagt kein Künstler. Sonst ist es ein Dieter Bohlen. Sondern der Künstler will doch in erster Linie Ruhm und Erfolg haben und er möchte, dass man ihm zuhört. Er möchte, dass sein Werk angesehen wird. Das ist ihm viel, viel wichtiger. Ich denke, man kann das bestimmt beides kombinieren, um dich da jetzt nochmal komplett zu verstehen. Der eine Ansatz war, dass letztendlich das heutige Urheberrecht eigentlich eher ein Verwerterrecht ist und deswegen reformiert werden muss. Das stimmt doch einfach nicht. Ich versuche zusammenzufassen, was er gerade gesagt hat. Wir können ja darüber dann diskutieren. Und der andere Aspekt war, dass du möchtest, dass es dahin eine Verlagerung gibt, dass du erstmal so das kreativ Schaffende im Vordergrund ist und dann als zweiter Aspekt die Idee der Monetarisierung. Richtig. Habe ich das so verstanden? Das ist richtig. Also wenn ich nochmal auf den Punkt, ich weiß, das mag jetzt ein bisschen krass klingen, aber ich halte das Urhebergesetz in der nicht mehr für
so hinnehmbar. Viele Dinge sind gut, dass dieses Persönlichkeitsrecht, dass man immer Urheber bleibt, auch noch 1000 Jahre nach dem Tod. Urheber ist ja unveränderlich. In den USA läuft das anders, das kann man sich richtig abkaufen lassen. Aber bei uns nicht, finde ich gut erstmal vom Ansatz her. Aber dass die Verwertungsgesellschaften einfach so mächtig sind und so stark sind, dass sie das Urheberrecht immer als anführen und sagen, ach, wir sind doch die Lieben, wir achten doch hier die Rechte des Künstlers. Aber bei dem Künstler bleibt doch nicht allzu viel. Es sind doch die Verwertungsgesellschaften, die sich das alles einstellen. Ach, das sind doch alles Plattitüden. Sorry, wer jetzt dran? Und dann der Eddie und dann die Eva. Dann kannst du... Hat zum Teil schon recht. Ja, zum Teil. Ja. Lasst uns jetzt mal der Recht abarbeiten. Ja. Zum Teil. Okay. Ich denke nach wie vor, die wichtigste Frage ist zu schauen, wer profitiert. Darf ich mal dein Bild nochmal schnell sehen? Da fehlt mir nämlich jetzt auch was und an der Stelle verzettelt sich die Diskussion nämlich auch wieder. Mhm. Wir haben hier den Urheber, wir haben hier den User, hier den Verwerter. Also wir haben hier der eigentlich, was meintest du so schön, nicht viel vom Kuchen abkriegt, der auch nicht. Und der soll ja eigentlich nur gucken, dass beide was profitieren können. So. Jetzt fehlt aber eigentlich die ganze Industrie. Ne? Also die Verwerter, gut, letzten Endes, wo sind die ganzen Plattenfirmen und so weiter und so fort. Das ist Verwerter. Okay, da sind wir bei den Verwertern, gut. Die wiederum sind abhängig von Werbung, damit sie überhaupt... funktionieren können. So, in der Werbung steckt wiederum Geld. Ich finde dein Modell total schön als Künstlerin, aber ihr funktioniert ja auch nur, weil ihr euch quasi ein schlaues Werbekonzept ausgedacht habt. Also ihr setzt jetzt darauf, dass es spannend ist, dem Zuschauer im Prozess zu, dem Konsumenten, User. Gott, Herr Bartmann, bringt das alles noch durcheinander, dem Urheber beim Prozess zuzuschauen und darauf setzt ihr jetzt, das ist so eure Werbe, also so, das ist jetzt der Punkt, wo ihr... Nee, da widerspreche ich dir gleich. Wir sind nur eine Infrastruktur und bei uns agiert quasi die ganze Zeit der Künstler selbst. Okay, Selbstmarketing, gut, dann kann ich das jetzt aber auch nicht auskoppeln. Ne? Selbst wenn ich mich für dein Modell entscheide, hab ich immer noch das große Defizit Werbung. So, also was ich brauche trotzdem... Dich Werbung? Ich brauche Werbung, um Aufmerksamkeit zu generieren, um dann wiederum Geld generieren zu können. Ohne Aufmerksamkeit kann ich als Künstlerin kein Geld generieren. Weil es muss ja auch erstmal, Werbung kann ja auch schon im kleinen Sinne anfangen, es muss überhaupt erstmal jemand meine Musik kennen, um darauf zurückgreifen zu wollen. So. Da muss ich mich ja erstmal irgendwo aufstellen können. So. Dafür brauche ich natürlich auch Geld. So, was ich jetzt letzten Endes an der ganzen Geschichte immer so ein bisschen schwierig finde, ist so dieses, ich will die Verwerter ja nicht ausschließen. Also die sollen mir ja zuarbeiten und ich will aber, dass sie eben in meinem Sinne mir zuarbeiten und zwar als Dienstleister und ich glaube, da müssen wir einfach ansetzen, weil da kommen wir auch wieder an dieses Ding mit den Schutzrechten. Also wenn wir jetzt die Schutzrechte verkürzen oder nicht verkürzen, da frage ich mich auch wieder, wer profitiert denn davon? Also die meisten Künstler, die tatsächlich Geld machen konnten, haben doch ihre Rechte ohnehin schon an die Plattenfirmen abgegeben, ihre Royalties oder so, die kriegen die doch ohnehin schon gar nicht mehr zurück, weil die Plattenfirmen Riesenbudgets, Riesenmengen an Kohle rausgepfeffert haben und sich der Künstler dadurch dann wieder ein Stück weit verschuldet hat darin. Also entschuldigt mich, ich bin da neu, ich habe nie mit einem großen Plattenfirmen gearbeitet. Insofern ist das vielleicht jetzt auch aber der Blick, also das ist einfach das, was ich jetzt, was sich mir übertragen hat, wenn ich mit vielen Künstlern spreche. Also dass sie eigentlich an dem Topf sowieso nicht teilnehmen konnten, also von ihren Royalties auch schon mal gar nicht viel hatten, weil sie abgetreten haben. Und nochmal eine Frage, selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Schutzfristen gekürzt werden, wo fließt denn dann das Geld hin? Also ich meine, es wird doch dann trotzdem, die Werke werden doch trotzdem erstanden. Oder sind die einfach dann völlig frei? Also ich verstehe das jetzt irgendwo nicht, wo das dann das Geld... Ich würde jetzt gerne noch kurz, bevor du dran bist, eine Position vermitteln. Das waren diese beiden hier, Dennis und Zoe, im Sinne von... Zoe, ich würde gerne eure beiden Positionen ein bisschen verbinden, um auch mal so Konsenssituationen zu entwickeln und einfach auch eine Idee dahinter zu verstehen.
Was hältst du denn von der Idee? Weil dir ging es darum, der Verwerter soll in erster Linie ein Dienstleister sein für den Künstler, zu sagen, es gibt Modelle, Möglichkeiten, wie sich Künstler vorab finanzieren können, dadurch nicht groß in Vorschussverhandlungen treten müssen, sondern einfach das Budget haben, um ihre Produktion so zu machen, wie sie machen wollen, um dann hinterher mit Verwertern darüber diskutieren zu können, hey, du bist mein Dienstleister, ich hätte dich gern für einen Vertrieb, dich hätte ich gern für Promotion, dich hätte ich gern dafür. Ist das nicht eine großartige Möglichkeit, um eben Künstler wirklich und Urheber wirklich zu befreien? Und das ist ja, glaube ich, auch das, was, so wie ich es verstanden habe, was ihr letztendlich auch anbieten wollt. Also ganz wichtig an der Stelle sind natürlich die Restriktionen. Ne? Also es kann natürlich nicht sein, dass der Verwerter mich limitiert. Also dass ich... Aber in die Verhandlungsposition muss die kommen. Die ist ja dann stark. Nee, also nicht jetzt in dem Sinne, also, aber bei so wesentlichen Sachen wie... gut, jetzt haben wir halt hier die GEMA und so, dass man Einzelwerke nicht aus der GEMA-Verwertung ausschließen kann, um konkret zu sein. Also das sind einfach Restriktionen, die im digitalen Zeitalter absolut überhaupt gar nicht mehr funktionieren. Also da überhaupt darüber jetzt noch diskutieren zu müssen, ist auch schon, also das ist immer so ärgerlich bei so Diskussionen oder wenn man dann auch mal Interviews gibt oder so, wo man da mal ansetzen muss, um überhaupt mal irgendwo auf den Punkt zu kommen. Also, dass wir da an der Stelle überhaupt noch diskutieren müssen, ist einfach der Wahnsinn. Also, es ist der Wahnsinn, dass ich heute überhaupt noch darüber reden muss, dass ich Einzelwerke nicht aus der GEMA-Verwertung, nicht aus der Verwertung ausschließen darf. Also, das ist... Weißt du, noch nicht mal ein Einzelaufführungsrecht. Noch nicht mal das. Also, ich finde, also wir haben natürlich in Deutschland erschwert die Situation, dass die blöde Situation, dass wir mit unserer Diskussion an Punkten ansetzen müssen. Also wir werden ja schon so irgendwo so, schon so dermaßen in den Ansätzen gegängelt, whatever, dass sich die ganze Diskussion obendrauf unheimlich erschwert. So, also ne? Meinst du, wir sind schon einen Schritt zu weit? Wir wollen eigentlich über Geschäftsmodelle reden, wie Künstler entgeltet werden und eben auch Geschäftsmodelle, die eben einen fairen Ausgleich zwischen Konsument und Urheber ermöglichen, fair, legal und so, dass eben auch Geld generiert wird zugunsten des Künstlers. Und ich bin absolut der Überzeugung, das ist auch im Interesse aller Urheber und Konsumenten. Sprich, wir reden über ganz klar über Geschäftsmodelle und können noch nicht mal klar über diese Modelle reden, weil wir schon in den Ansätzen sowas von gegängelt sind, dass wir, also wie kann ich ein Geschäftsmodell überhaupt entwerfen, wenn ich noch nicht mal in der Lage bin, nachher dieses Geschäftsmodell bewerben zu dürfen. Ne? Also ich muss, also ein Geschäftsmodell muss ja auch Zugriff auf Werbung bekommen können. Und also das ist so. Zoe hat ja jetzt schon eigentlich den Bogen gespannt zu unserem dritten Thema, nämlich Verwertungsgesellschaften. Ich glaube, der Eddie hatte aber noch was bisschen weiter vorne. Also, sorry, noch ganz kurz, weil wir uns jetzt auch hier so in 10 Bereiche. Was ich auch ganz dringend noch loswerden will, ist dieses, dass ich als Künstler auch überhaupt nicht mehr weiß, von wem ich überhaupt klaue. Das ist ja auch noch so. Also heutzutage, digitales Zeitalter, beim Produzieren meines Albums, ich wette, ich habe mindestens von 50 Leuten irgendwelche Lyrics irgendwo gezockt, so unterbewusst, wie auch immer. Man singt ja auch überall mit und es ist ja auch da. Und ich habe auch irgendwelche Beats und irgendwelche whatever überall mit drin, so, wo mich auch Leute ansprechen, so wow, das ist doch... Oder mein Produzent selber doch auch. Mein Produzent, der zockt doch auch überall letzten Endes. Es ist doch alles in den Köpfen, es ist doch alles da. Wir sind im Jahr 2012, ja. Ne? Also wir sind aufgewachsen mit den unterschiedlichsten Genres. Wir sind ja völlig überall drin. Und, also ich bin mir sicher, also mich hat dann auch ein Report danach direkt angesprochen, dass ich ganz viel zitiert habe auf meinem Album. Und dann hat er mir überall Sachen genannt, wo ich zitiert habe und so. Ich wusste gar nicht davon, dass ich da eigentlich zitiert habe, aber es stimmt, habe ich getan. So, ne? Also es ist ja total ein beunruhigendes Feeling und das ist nämlich dann, also es ist, ist ja auch wieder, es schränkt mich ja auch ein in meiner Kunst, wenn ich die ganze Zeit überlegen muss, wo ich jetzt eventuell wieder irgendwas geklaut habe oder nicht geklaut oder doch. Und dann dieses, wage ich es jetzt trotzdem einfach zu tun, vielleicht fällt es ja gar nicht mehr auf oder so. Also es ist ja auch total, total nervig und kontraproduktiv und ja auch, also blockiert den kreativen Prozess sozusagen.
Das muss man sagen, dass man das nicht mehr klar trennen kann. Was man heute leider auch nicht klar trennen kann, und da kommen wir jetzt auch zu der großen Herausforderung, wenn man mit freien Lizenzen arbeitet, mit Creative Commons Lizenzen, und wie schön würde ich jetzt einfach dein Modell finden, wenn du sagst, okay, es wäre toll zu trennen, was jetzt den Diebstahl im kreativen Prozess angeht und den nachher später beim Sharen und so weiter, wäre es ja so schön zu sagen, okay, da wo noch kein kommerzieller, da wo es noch nicht kommerzialisiert ist, darf man Ideen quasi nutzen, aber sobald es kommerziell wird, muss man eben gucken und so. Und da haben wir das nächste Problem. Ab wann ist was kommerziell? Wer beurteilt das? Und wer beurteilt das? Und das ist die nächste große Frage in der ganzen Diskussion. Solange wir das nicht geklärt haben, ecken wir auch überall an, weil das ist ja das mit den Lizenzen. Ich sage immer, die Creative Commons Lizenzen sind jetzt keine endgültige Antwort oder so. Ich denke, sie sind letzten Endes höchstens eine Antwort auf die Restriktionen, die derzeit entstehen durch den Umgang mit dem Urheberrecht. Aber sie sind ja letzten Endes höchstens ein Lösungsansatz in eine Richtung, ein Verweis, hey, hier in die Richtung können wir vielleicht denken, so kann man gerade, so kann ich als Künstler jetzt gerade irgendwie einigermaßen frei arbeiten. Natürlich ist da viel, muss man da auch weiterdenken an der Stelle, aber da ecke ich eben auch permanent an dieser Stelle an, super, ich will doch trotzdem, dass meine Musik in den Radios gespielt wird, und selbst wenn ich im Moment noch keine Verwertungsgesellschaft habe, die in meinem Sinne für mich arbeitet, will ich doch trotzdem, dass es gespielt wird, aber eigentlich ist es ja dann schon wieder kommerziell und mit meinen Lizenzen darf ich ja gar nicht kommerziell und so. Also da ist es dann schon wieder so, klar, dann sage ich jetzt noch extra an, hallo bei mir, trotzdem bitte im Radio, aber das ist ja dann schon wieder schwammig, weil die Idee bei den Lizenzen ist es ja, so eindeutig wie möglich für den Konsumenten kommunizieren, was er darf und was er eben nicht darf. Und genau da sind wir wieder bei diesem ganzen Klauen und Nicht-Klauen und was darf ich denn jetzt überhaupt? Das ist ja das Problem des, sowohl des Urhebers als auch jetzt im Prozess, als auch nachher des Konsumenten. Man ist ja so wirr, und deshalb habe ich halt anfangs irgendwo gedacht, naja, mit den Creative Commons Lizenzen, es sind ja nur 6, und irgendwie ist es so wirklich für Otto Normalverbraucher ganz schnell ersichtlich, was er denn damit jetzt darf und was nicht. Und das ist zum Beispiel so ein Ansatz, in dem man mehr denken muss, so ganz klar zu definieren, was darf man und was darf man nicht. Und im Moment ist alles so dermaßen schwammig, dass alle irgendwie kriminalisiert werden und jeder unsicher ist und irgendjemand wieder davon profitiert, dass alle unsicher sind und dass plötzlich jeder kriminell ist. Wo wir wieder beim Hauptausgangspunkt sind, wer profitiert. Genau. Noch kurz, bevor Eddie jetzt dran ist, zu dem, was du gesagt hast, dieser Ausblick auf Creative Commons. Wir haben morgen einen Urheberrechtsdialog nur gezielt zum Thema Creative Commons, wird auch wieder in diesem Stream sein. Übermorgen, Entschuldigung. Eddie, und dann kommt Jimmy, und dann kommt Berthold, und dann kommt Eva, und dann kommt Markus. Ja, nach der langen Rede fällt mir zunächst nur ein, wir sind alle ein bisschen Dieter Bohlen, ne? Irgendwo irgendetwas. Das haben wir schon öfter festgestellt, das ist nicht der Punkt. Und was die Situation zu den Verwertern angeht, aus meiner Erfahrung, halt inzwischen auch 35 Jahren Musikbusiness, jede Freundschaft zum Verwerter hört auf, wenn es an die Abrechnung geht. Und dann spätestens, habe ich auch wörtlich gehört, verklag mich doch. Aber du bist doch auch ein Verwerter als Musikproduzent. Entspann dich. Nee, frag ich jetzt gerade. Ich meine, wir meinen schon alle die gleichen. Und in der Tat kommen wir immer wieder auf einen Punkt zurück, den wir jetzt eigentlich auch dran sind, das ist die Verwertungsgesellschaften. Weil das sind ja zunächst mal für die Musiker, für die Urheber und auch, nicht vergessen, für die Leute, die jetzt keine Musik schreiben, sondern die Knechte von Dieter Bohlen, die nur spielen, auch die haben Rechte, sogenannte Leistungsschutzrechte, die werden immer wieder komplett unter den Tisch gekehrt. Es geht, bitteschön, um 200 Millionen ja, pro Jahr in Deutschland. Das ist Geld, die GEMA schüttet, meines Wissens, ich habe es nicht ganz verstanden, ich weiß nicht nach 30 Jahren Mitglied, was die GEMA an wen ausschüttet. Ich verstehe es nicht. Du auch nicht? Nein. Dann weißt du wahrscheinlich auch nicht genau, was die GVN ich hat. Das weiß ich viel besser. Dann ruf mich bitte an, wenn ich es nicht wüsste, man kann das sehr wie genau wissen. Wie viel schüttet die GEMA an die Musiker und die Urheber aus? An die Musiker gar nichts, an die Urheber 60% ja. Von allem. 60% von allem. Ich habe noch nie einen Cent gesehen. Die 60% fragen. Da muss natürlich was eingenommen werden. Es ist, in der, Tat, es ist in der Tat so. Und dann sind da Unschärfen. Also, es ist in der Tat so, dass die Räume beantworten. Allein die Veränderung des Urheberrechts
nicht der entscheidende Gedanke sein kann, um den es geht. Es geht in der Tat auch darum, dass man einige Punkte klärt, das haben wir jetzt in der Diskussion schon angesprochen, und da geht es zunächst in der Tat darum, wo kann ich selbst klären, wo kann ich klären, ob ich geklaut habe oder nicht, aber was ist da einfacher als eine vernünftige Clearingstelle, eine unabhängige mal einzurichten, was ist einfacher, ne? Ich glaube, das ist ja auch in unserer Gesellschaft, um das mal sozusagen wirklich politisch korrekt, sowas zu fordern, das ist kein großer Wunsch, ne? Sondern das ist, und allerdings ist es auch nur ein kleiner Teil, weil wir haben ja selber als Mitglieder, ich auch, du jetzt nicht, ne? Wir haben ja große Freunde, die uns ganz schnell in Ketten legen, das sind wieder die Geber. Ne? Die schreibt dir ja alles vor, was du nicht machen darfst. Und eigentlich darfst du ja gar nichts machen. Ich bin beispielsweise angeschlossenes Mitglied, ja? Und ich werde auch nie in meinem Leben ordentliches Mitglied werden können, wenn ich nie in meinem Leben unterschreiben könnte, dass ich nichts tun werde, was in irgendeiner Form der GEMA schaden könnte. Bitte schön, wo sind wir denn? Also ich, von meinem Verständnis politisch und philosophischen, ne, warum soll ich eine faschistische Veranstaltung wie die GEMA? Jetzt sind wir wieder dabei. Jetzt sind wir wieder dabei. Das ist ja viel glatt, als genau. Gleich wieder Ärger, schön. Ist schon klar. Ich glaube, der Stream ist spontan hoch. Ja, ich will jetzt nicht Richard Strauss angreifen, aber den Monopolcharakter hat diese Institution nun mal bitteschön in dieser Zeit erhalten. Und es gibt außer, ich muss jetzt echt aufpassen, ein, zwei Verbänden, keine weiteren Verbände, die nicht entnazifiziert wurden. So, und die haben das alles gnadenlos durchgehalten bis heute. Und auch heute noch sitzt jeder Chef der GEMA, steht hin und sagt, gründ doch selber einen. Und das ist der Punkt, um den es eigentlich geht. Ist das neue Verklag mich doch? Den Satz höre genau. Ich sogar als Künstler. Also. Dann gründ doch selber einen. Hast du auch schon gehört? Das ist in der Zeit eigentlich gebunden. Und das ist in der Tat auch der Punkt, weil nach unserem Gespräch, war auch mit dem Gespräch mit der GEMA, das ist überhaupt nichts gegen die Leute, die finde ich alles sehr nett und sehr lieb, aber das wird nichts daran ändern, dass ich größte Bedenken habe, eigentlich größte Bedenken, dass diese GEMA sich in irgendeiner Form auch nur einen Meter bewegen wird. Natürlich auch so. In eine Richtung, die jetzt, und darum geht es jetzt, die jetzt für uns Urheber, ich spreche auch von Musiker, ja, für Musiker im Studio, die Jungs haben plötzlich kein Geld mehr. Warum? Warum fehlt denn plötzlich das Geld? Keiner hat was dagegen gemacht, keiner hat was unternommen, ne? Bis auf die Schauspieler. Weil die GVL das Geld plötzlich, und da gibt es ein schönes Wort, den vorauseilenden Gehorsam, abliefert. Nee. Anders. Ja, ja. Kann ich erklären? Ja, erklär es mir nachher mal gut. Ja? Und jedenfalls, die Schauspieler gingen von 100 auf 1%, ich ging von 100 auf 0%, ne? Weil mein Repertoire natürlich auch nicht diesen 5 Radiostationen entspricht, die dann abgehört werden. Das sind doch, nur ganz ehrlich, das sind doch alles selektive Mechanismen, ausgewählt zum Zweck, ihre bisherige Position auf dem Labelcode. Sonst wirst du nicht im Radio gespielt. Ohne Labelcode wirst du nicht im Radio gespielt. Hunderte von Labelcodes. Ja, klar. Jetzt kommt der Jimmy, dann kommt der Berthold, dann die Eva, dann der Markus. Ja. Oh, wir stecken tief in der Scheiße. Ne? Ich sehe die Lösung von deiner Frage ganz einfach. Du musst nur 50.000 für einen Anwalt investieren, damit du mal 3.000 wieder kriegst. Ja, ne? Danke. Also wir haben 2 Jahre lang versucht, mit Hilfe der damaligen Bosse der großen Firmen bei der GEMA was zu verändern. Und zwar in erster Linie das Gesetz aus dem Dritten Reich. Klassische Musik ist mehr wert wie Rockmusik. Mhm. Das meinte ich damit. Wir haben 2 Jahre lang, einer von meinen Bekannten ist dabei fast kaputt gegangen bei. Und er hatte die Unterstützung der Master-Label-Chefs. Die GEMA bewegt sich nicht. Wenn ihr das als Piraten schafft, ich glaube, dann könnt ihr bald den Kanzler werden. Da ich aber sicher bin, dass ihr das nicht schafft, muss ich euch leider enttäuschen. Sie haben uns neulich schon in ihre heiligen Hallen eingeladen, soweit. Nee, reingenötigt. Die GEMA wird sich nicht bewegen. Die GEMA zahlt auch nicht gerecht aus. Ich kann in meinen Abrechnungen so viel nachweisen, was ich nicht bekommen habe. Aber ich werde nichts tun, weil die Anwaltskosten höher sind, wie vielleicht ein Erfolg. Aber du musst erstmal nur ein Disput anstreben. Ne? Also wenn du eine falsche Anwaltskosten hast.
musst du erstmal hingehen und sagen, ich habe eine falsche Abdeckung. Naja, was ich meine, lief über große Konzertveranstalter im In- und Ausland und so. Es ist kompliziert, es ist aussichtslos und ich bin noch Musiker geworden als Schüler, weil ich dadurch leichter eine Freundin bekam. Hat mir noch keiner gesagt, dass ich jetzt hier Geschäftswissen studieren muss. Das hat sich bestimmt nicht verändert, oder? Ich meine, in was für ein Dilemma stecke ich denn jetzt hier? Ich muss jetzt Anwalt werden, ich muss mir irgendwelche Paragraphen und Klauseln, oder das wird von uns verlangt. On top of this fangen die großen Plattenfirmen an, unsere Fans zu kriminalisieren, was ja schon mal gar nicht geht. Und die GEMA bitte schön auch, vergiss es nicht. Weil dagegen spreche ich mich ganz entschieden aus, dass die User, die was runtergeladen haben, in Tausenden verklagt werden und kriminalisiert werden. Weil das ist ja dann, da wird ja dann alles weggenommen. Ja. Und das ist die Situation, in der wir stecken. Vieles von der Diskussion hier sehe ich so an der, an der Peripherie romantisch. Aber worum es wirklich geht, das, was du auch angesprochen hattest, ja, ich meine, wir zitieren von Bands, von denen wir wissen, dass sie das gut finden. Meine Band gehört auch zu den Bands, die offen sagt, wer von uns zitieren will, darf das. Der hat unsere Erlaubnis per se, weil wir finden, dass wir fühlen uns geehrt. Also bewegen wir uns in dem Umfeld und fühlen uns sicher dabei. Auch ein Weg. Weil ich finde, Musiker sollten grundsätzlich zusammenhalten. Ja. Da kommen aber wieder die Plattenfirmen. Und zwar, kleines Beispiel aus der Praxis, wenn ein Bandmitglied, machst eine Besprechung und plötzlich wird die unterbrochen und plötzlich stehen 30 Bier auf dem Tisch und das erste Bandmitglied, was besoffen ist oder angeschickert ist, wird von den Plattenfirmen zur Seite genommen und hat gesagt, sag mal, der hier, der ist aber nicht so toll bei euch. Weil das ist der, der unser Geld aus der Tasche leiert. So arbeiten ja Plattenfirmen. Das ist aus der Praxis. Ja. Und es ist sehr schwer, Musiker dazu zu bewegen, zusammenzuarbeiten. Ich habe in Los Angeles habe ich mal ein Projekt miterlebt, das fand ich hervorragend. Da haben sich die ganzen unbekannten oder nur etwas bekannten Bands zusammengetan und sind zu den Clubbesitzern gegangen und haben gesagt, wir sind eine Vereinigung und wir möchten deinen Laden jetzt mieten, da spielt eine Band. Die kennst du nicht, aber ich garantiere dir 150 Zuschauer. Das sind nämlich die anderen Musiker der anderen Bands, die kamen alle, die mussten sich verpflichten zu kommen. Dann hat der Ladenbesitzer gesagt, ja geil, 150 Leute waren drin, er machte seinen Getränkeumsatz und so weiter und so weiter. Eine Band, die relativ unbekannt war und wo 150 nur Musiker der anderen Bands da waren, interessierte plötzlich auch das normale Publikum. Und plötzlich wurden die Clubs voller. Dann kamen die Clubbesitzer von selbst. Und damit haben sie für eine ganze Zeit lang das Pay-to-Play-Verfahren durchbrochen. Fand ich hervorragend. Fand ich absolut hervorragend. Solche Sachen, das ist ein Beispiel, wo Musiker zusammenzuhalten. Aber bring mal Musiker dazu, zusammenzuhalten. Das ist ja noch viel schwerer. Um jetzt Du bist ja so einer von der Oldschool. Nein, ich bin einer von der Oldschool und Newest School. Nein, ich meine also von der Generation, ich will ja da nicht so nahe gehen. Ich habe da eine Frage. Ich habe die ganze Spannweite, eben, auch was heute passiert. Als so die goldene Zeiten der Rockmusik angebrochen ist, ja, und ihr da auch viel unterwegs wart und tausende von Platten verkauft und so weiter und so fort, kann das sein, dass ihr einfach nur gesehen habt, ja, das ist jetzt ganz viel Geld und das passt schon irgendwie? Nein, es gab kein Geld. Die goldenen Zeiten der Rockmusik waren, als die Plattenfirmen den Musikern 1% gaben, den Beatles. Davon, dann hatten sie die Rolling Stones, das habe ich im Buch gelesen. Ja, also so ist ja noch nicht. Dann haben die Rolling Stones gesagt, wir bekommen 1,5%, da brach eine Revolution aus. Das Merchandising der Beatles wurde vom Manager in New York noch verschenkt. Das waren die goldenen Zeiten der Plattenfirma. Okay. Und die brachen dann nochmal an, als die CD gemacht wurde und dir erzählt wurde, hey, Hightech, in Wirklichkeit ist es eine schlechtere Qualität. Aber die Plattenfirma, und das ist dein Gegner. Das dürfen wir nie vergessen. Also müssen wir genauso abgezockt zusammenhalten, wie die das tun. Weil sonst wirst du sofort untergebuttert. Okay. Darf ich jetzt mal ganz kurz eine Sache noch zusammenfassen und kurz kommentieren? Deine Kritik, die du jetzt an Plattenfirmen gerichtet hast,
die ist sicher für ganz, ganz viele große Konzerne richtig, aber jetzt fühle ich mich als Pirat schon ganz seltsam, dass ich hier eine Lanze für Plattenfirmen breche, weil es gibt ganz, ganz viele kleine Plattenfirmen. Ich rede von den Majors. Du meinst jetzt wirklich, gut, dann lass uns das konkretisieren. Genau, nur die Majors. Sind wir uns einig, es geht hier bei der Kritik um Majors und nicht immer um kleinen. Aber ich rede nicht von der Plattenfirma, die du als Musiker machst und versuchst damit deine Projekte. Super cool. Ja, ich meine, ich komme auch mit Plattenfirmen klar, aber ich merke immer, dass ich brutal verhandeln muss. Du hast jetzt ein Thema, es wurde jetzt auch schon mehrfach angestoßen und da sind wir letztendlich auch schon im letzten Thema. Zoe hatte damit angefangen, ich würde es dann auch gerne weiter verteilen, weil ich auch weiß, dass Berthold dazu viel zu sagen hat, Eva sicher auch und Markus auch. Das ist die GEMA-Problematik und generell die Verwertungsgesellschaften. Das ist uns als Piraten ganz, ganz... wird sich nicht erinnern. Warte, ist uns als Piraten aber ein wichtiger Aspekt, darüber nachzudenken und genau dich und Musiker hier am Tisch zu fragen, was für Sie momentan die größten Problematiken bei der GEMA sind. Es gibt ganz, ganz viele Aspekte, worüber man sich bei der GEMA ärgern kann. Fängt an mit, warum bestimmen nur die ordentlichen 3.000 Mitglieder im Verhältnis zu den 60.000, hatten wir alles bei der GEMA diskutiert. Aber das würde ich jetzt gerne mal ein bisschen einflechten, dass jetzt ein paar so konkrete Fragen bezüglich der GEMA kommen und auch einfach Ideen, wo sich was ändern muss. Als nächstes war, glaube ich, Berthold, dann war Dennis, Berthold, Eva, Dennis, Markus, Zoe. Ich muss Sie enttäuschen, ich will jetzt gar nicht groß was zur GEMA sagen. Und dass die GEMA ein Drecksverband ist, das weiß hier jeder am Tisch und da muss man eigentlich nicht, was da ein bisschen härter ist. Ich würde ein bisschen vorsichtig geworden, weil man echt Nein, aber ich meine, dass es doch jetzt nicht neu ist. Also, die GEMA ist kein Drecksverband, die ändert sich nur erst dann, wenn genügend Druck aufgebaut wird, wie jede andere Firma auch. Das fand ich das Interessante, was Eddie gesagt hat und da würde ich gerne drauf kurz eingehen. Es ist ja nicht eine politische Frage, ob es die GEMA gibt oder nicht. Nur das ist auch nichts, wo die Piraten irgendwas machen müssen. Es gibt Gesetze und da steht nicht drin, dass es nur die GEMA geben darf, sondern das heißt, was ich wirklich nicht verstehe, ich beschäftige mich seit Jahren mit dieser Problematik und als ich am Anfang, ich habe mit vielen Leuten geredet, mit Verlegern, mit Major-Plattenfirmen, weil es mich interessiert hat und die haben mir alle gesagt, du hast da total recht, die GEMA ist eigentlich Mist und man versteht es nicht, warum nicht eine neue Verwertungsgesellschaft gegründet wird. Warum nicht Künstler, die groß genug sind, einflussreich genug sind, also sagen wir mal Leute wie die Ärzte oder Leute, die irgendwas verdienen, warum nicht patente Manager, warum nicht kreative kleine Indie-Verlage, Plattenfirmen, gemeinsam hingehen und sagen, wir machen das jetzt übrigens anders. Wir gründen eine eigene Verwertungsgesellschaft, lass mich das so bitte aussehen, wir gründen eine eigene Verwertungsgesellschaft nach unseren Kriterien. Nach neuen Kriterien, nach fairen Kriterien. Wir können dann ja alles machen, weil das Gesetz schreibt nicht vor, dass man das so machen muss, wie die GEMA das macht. Man könnte in demselben Moment zum Beispiel Direktbezahlungsmodelle mit den Konzertveranstaltern eingehen und sagen, im Moment ist es ja so, also die Künstler, die ich vertrete, sind hauptsächlich amerikanische Künstler, die kriegen im Schnitt, ich habe das mal angefangen zu recherchieren, weniger als 10% der GEMA-Gebühren, die die Konzertveranstalter hier bezahlen. Und auch diese Gebühren bekommen sie nur, wenn sie deutsche Verlage nutzen als Zwischenhändler. Das heißt, das könnte man alles ganz anders machen. Warum muss das Geld an die GEMA gehen? Warum kann man da nicht sagen, okay, wir machen das direkt mit den Künstlern aus? Und. Das ist für mich die große Frage. Die kann ich nicht beantworten, die werden die Piraten nicht beantworten können. Aber in Gottes Namen, warum gründen Künstler, Plattenfirmen, Verleger nicht eine andere Verwertungsgesellschaft? Und ich sage euch eines dazu. Es wird von Google sowas in Kürze geben. Das ist vollkommen klar. Und das wissen wir ja hier auch am Tisch wahrscheinlich. Und die werden auch interessante Modelle für unabhängige Künstler anbieten. Wo ich dann sage, viel Spaß. Warum ist es nicht so, dass das die Künstler und die hiesigen, die sogenannte Kreativindustrie erstmal angeht und warum warten wir darauf, dass das Google das macht, die ja nun wirklich ganz andere Interessen haben als die meisten Künstler, die das dort machen. Übrigens in Klammern gesprochen, man könnte ja, die EU sieht das auch vorrechtlich, man muss sich ja nicht von der GEMA vertreten lassen, man könnte ja auch sich wegen mir von der Swisa oder von der polnischen Verwertungsgesellschaft oder in England vertreten lassen und nach deren Kriterien auch. Das ist nach EU-Recht auch... Machen auch viele Künstler. Ne? Machen auch viele Künstler. Ist also, auch noch so, also diese Monopolrolle der GEMA ist ja kein Automatismus. Auch schon in der jetzigen Situation nicht. Und dazu müssen wir auch das Urheberrecht nicht hin. Ich habe aber noch einen ganz anderen Punkt. Und zwar war eben mal die Frage, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, warum wird die Arbeit unterschiedlich bezahlt? Die Künstlerarbeit, du hast das glaube ich gesagt.
Und ich glaube, da weiß nicht vieles im Schwanz, was wir hier diskutieren, nämlich das Urheberrecht kann nicht alle Dinge der kreativen Existenz lösen. Ich würde sogar behaupten, für einen jungen, neuen Künstler kann das Urheberrecht die wenigsten Probleme lösen. Und ich sage auch eines, auch wenn man Biografien von Künstlern aus den 60er Jahren liest, ich habe gerade Harold Belafonte 50er Jahre gelesen, der gesagt hat, ich wurde beschissen von den Plattenfirmen, ich wurde beschissen von den Verwertungsinstitutionen. Was habe ich gemacht? Ich habe die erste schwarze Künstlerfirma gegründet. Ich habe irgendwie eine eigene Filmfirma gegründet, ich habe eine eigene Plattenfirma gegründet. Lest euch bei Keith Richards in der Autobiografie durch, unter welchen Bedingungen dort gearbeitet wurde. Also die kreative Existenz war ja noch nie einfach und sie wird nicht durch Urheberrecht finanziert, sondern durch viele andere Faktoren. Ich würde in Klammern sagen, ich finde ja Grundeinkommen für Künstler und allgemein in der Gesellschaft natürlich nicht so verkehrt, weil, oder das Modell, was ich eben entworfen habe mit dem ersten Stück. Auch dazu, wir waren immer, ich habe das kurz eingeworfen, Kafka, der war Versicherungsangestellter. Ich habe einen Künstler, Kurt Wagner, den ich seit zwei Jahrzehnten vertrete und der mit Lambjob durchaus kommerzielle Erfolge hat, der aber nach mehr als 10 Jahren erst überhaupt es gewagt hat, seine Existenz als Fliesenleger preiseinzugeben. Das war zu einer Zeit, als wir Royal Albert Hall in London ausverkauft haben. Und er hat noch die Luxussituation, ein fantastisches Label, was wirklich großartige Arbeit leistet, in aller Bescheidenheit vielleicht nicht die schlechteste Konzertagentur in Europa. Also Leute, die fair mit den Künstlern arbeiten, die da auch wenig Interessen haben, die Künstler über den Tisch zu ziehen. Aber man muss sich auch davon, von dieser romantischen Vorstellung verabschieden, als ob das Urheberrecht jetzt alle diese Probleme lösen könnte. Ich denke, wir haben eigentlich durch Internet und durch moderne Möglichkeiten der Digitalisierung haben Künstler die Chance, sehr viel schneller, sehr direkt an ihr Publikum ranzukommen. Wenn die Plattenfirmen schlau sind und sich auf Serviceangebote konzentrieren, die Künstler benötigen, dann werden die Plattenfirmen überleben. Wenn nicht, dann nicht. Es ist mir dann aber auch wurscht, weil dann ist es nicht wert, dass sie überleben. Aber ja, das ist mir vollkommen klar. Aber wenn ich mir zum Beispiel die Möglichkeit anschaue, du hast neulich einen Post bei meinem Facebook-Dienst gemacht, da habe ich mir natürlich sofort deine Musik angeschaut. Da muss ich nicht im Plattenladen gehen, sondern da kann ich dein Video sehen, das wahrscheinlich, ich glaube, an der Warschauer Straße da irgendwo entstanden ist und sage, prima, interessante Musik, habe ich wieder einen Künstler kennengelernt und den ich im Kopf behalte, jetzt erstmal als Konsument. Aber das sind doch eigentlich tolle Chancen, die das Internet bereithält, sich bekannter zu machen. Das Beispiel kennt ihr alle, Weekend in den USA, die ihre Musik verschenken, wo es alles umsonst gibt im Internet und die mittlerweile Gagen von $50,000 bekommen, die ganzen großen Festivals spielen, mittlerweile Europa erobern und das alles selber machen. Also da gibt es natürlich, das ist alles nicht so einfach, das darf man auch wieder nicht romantisieren, aber die Digitalisierung hält auch viele interessante Chancen für Künstler bereit, für kleine wie für große. Bevor ich jetzt der Reihenfolge nach übergebe, würde ich ganz gerne eine kurze Vorstellungsrunde für neun in der Runde ermöglichen. Stell dich mal kurz vor. Ja, also es tut mir leid, dass ich erst jetzt komme, aber ich habe dummerweise nur flüchtig drauf geguckt und dachte, es ginge 18 Uhr. Und dann habe ich wohl nochmal nachgeguckt, also pardon. Ich heiße Jo Wallmann und bin Mitglied der Piraten und auch GEMA-Mitglied und zwar E-Komponist. So, und das ist ein besonders schwieriges Thema, weil ich habe zwar das Glück gehabt, ich habe ganz andere Konzepte verfolgt als normalerweise. Ich bin also in große öffentliche Räume gegangen, habe auch mal ein paar zigtausend Zuhörer gehabt und Rundfunkübertragungen und so weiter. Ich habe ein bisschen jetzt die Sorge, dass mit der Urheberrechtsdiskussion das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Also wir sind uns alle einig. Ich glaube, was es ganz dringend braucht, wir brauchen vielleicht noch nicht so dringend eine Reform des Urheberrechts, als vielmehr eine Reform der Urheberrechtspraxis. Denn das ist der entscheidende Punkt. Die funktioniert richtig scheiße. Ja? Wir schaffen das gar nicht so, Fliesenleger zu sein. Wenn ich ein Konzert schreibe für ein großes Orchester, brauche ich ein halbes Jahr. Was kriege ich von der GEMA? Vielleicht 120 Euro. Und dann noch ein bisschen was in der Wertung. Jetzt hat die GEMA mir gerade mal im vergangenen Jahr die Wertung um über 50% mal schnell gekürzt. Das bedeutet, also ich darf demnächst so haben, Hartz IV. Ja? Ganz, ganz knallhart geht es dazu. So. Ich glaube, wir sollten, also ich finde, ich habe mir auch immer gesagt, es bedarf einer neuen Verwertungsgesellschaft. Die Frage ist, ob das wirklich realistisch ist, weil die GEMA hat sehr, sehr viel Macht. Das darf man sich nicht
nicht, da darf man sich nichts vormachen. Da muss man ganz klug vorgehen, wenn man das wirklich will. Sehr, sehr klug. Und ich glaube nicht, dass das ohne eine wirkliche, echte politische Hilfestellung möglich sein wird. Wir brauchen wirklich eine politische Hilfestellung, um eine solche Reform der Urheberrechtspraxis voranzutreiben und auf das Gleis zu setzen. Wenn wir die nicht haben, wenn wir meinen, das auf Privatebene machen zu können, werden wir angesichts der massiven Macht, die GEMA hat, scheitern. Das kann man voraus. Die Atomwirtschaft hat ja auch mal viel Macht und jetzt gibt es Solarenergie. Moment mal, nein, ich will das nicht abstreiten. Ich will nur sagen, dass man, wenn man es macht, sehr, sehr klug und auch sehr weitsichtig vorgehen muss. Und ihr könnt auch nicht, ihr solltet das einen Fehler nicht machen, nur die U-Musik in den Blick zu nehmen. Es gibt die E-Musik und wir stehen eh am letzten Schwanzende sozusagen. Wenn ich da kurz drauf was sagen darf, wir haben einen Urheberrechtsdialog zum Thema spezifisch nur, wo es um deswegen komme ich auch heute klassische Musik deswegen komme ich heute, das steht ja für heute drin. Nee, das steht für morgen drin. Ach, na prima. Das ist da bin ich morgen pünktlich. Ja, bin ich morgen pünktlich. Überpünktlich auf alle Fälle. Ich würde jetzt gern weiter in der Runde geben. War ein echt interessanter Punkt und auch ganz wichtig. Da kommen wir gerne nochmal zu sprechen. Darf ich noch eine Sache ergänzen dazu? Also in meiner Erfahrung ist es wichtig, ich bin also auch, ich nenne mich Ausreisebürgerrechtler, also ich habe Dinge vertreten, kulturpolitisch gegenüber diesem ideologiebelasteten DDR-System. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, auch dies mit in den Blick zu nehmen, dass die Urheber auch für was einstehen. Wenn ihnen da die Basis genommen ist, haben sie überhaupt gar keine Chance. Sie kriegen sowieso eins angewichst, wenn sie andere Dinge sagen, als normal sind. Sie müssen auch die Möglichkeit haben, für ihre Dinge einzustehen. Und ich möchte nicht, dass einer rangeht und die Dinge, die ich geschrieben, ich habe auch zwei Bücher veröffentlicht, die ich geschrieben habe, einfach mal umändert. Das hat Orwell schon vorausgesagt, was dann passiert. Da werden die Zeitungen umgeschrieben. Hier Fassbinder hat gerade, 73, kommt gerade bei Arte. Er hat den Film gemacht, wo das im Grunde genommen geschieht. Da sind die Zeitungen umgeschrieben, ist alles umgeschrieben. Nein, hier müssen wir richtig aufpassen, sonst geraten wir in eine Manipulationsgesellschaft und die wird von den Großkonzernen am besten dann in ihrem Interesse abgebrochen. Piratisches Plädoyer fürs Urheberpersönlichkeitsrecht. Jetzt kommt die Eva. Boah, die jetzt die ganze Runde lang ganz brav gewesen ist. Und das war eine Leistung. Versuch dich kurz. Ja, ich will noch mal ganz zurück an diese Stelle, weil ich glaube, die ist entscheidend. Das ist diese kleine Zeichnung gewesen, Urheber, Nutzer, Verwerter. Und es zog sich dann im Prinzip wie ein roter Faden durch alle Statements durch. Das, was mir am besten gefallen hat, war der Verwerter als Dienstleister. Hat er jetzt Rechtsübertragung oder nicht, ist eigentlich völlig peripher. Wer als Erster da ist, ist der Urheber. Wenn der Urheber Hilfe braucht, soll er sich Hilfe holen. Wenn er keine braucht, soll er sie sich nicht holen. Unter welchen Bedingungen er sich Hilfe holt, da kann man drüber reden. Ist das fair, ist das nicht fair, wie es momentan passiert? Man kann es sehr fair gestalten, das weiß ich. Man kann es auch sehr unfair gestalten. Das haben wir jetzt ja auch mehrfach gehört. Also muss man überlegen, kann man da was einziehen? Ich glaube nicht, dass man etwas einziehen kann, indem man das Ursprungsrecht des Urhebers schwächt, durch Verkürzungen, durch Auflagen, durch Mindeststandards. Daran erreicht man, glaube ich, nichts mit. Eigentlich muss der Urheber, und deswegen habe ich eben so gestöhnt, als gesagt wurde, das Urheberrecht ist ein Verwertungsrecht, das stimmt nicht. Das Urheberrecht ist erstmal das Recht des Urhebers. Und erst im nächsten Schritt passiert etwas mit diesem Recht, dass man dieses Recht weitergibt. Und wie man dieses Recht weitergibt, und da bin ich ganz bei unserem neuen Teilnehmer, da liegt das Problem, da ist die Krux im Moment. Und dann noch eine Frage dazu, der Verwerter, who is? Ja, wer ist der Verwerter? Bist du ein Verwerter, weil du ein Label hast? Bist du ein Verwerter, klar, weil du Musikproduzent bist? Bist du ein Verwerter, weil du dich selbst verwertest? Ist jetzt nochmal mein Lieblingsthema, ist Google ein Verwerter? Gibt es jemanden, der nur die Infrastruktur ist? Das kriege ich nämlich immer wieder zu hören. Ich bin nur die Infrastruktur, ich kann überhaupt nicht dafür. Ich finde nicht, dass es nur die Infrastruktur gibt. Und ich finde, wenn die Piraten mit einem Programm losgehen, wo nicht kommerziell als wesentliches Schlagwort drinsteht, wenn die Creative Commons mit sowas losgehen, müssen wir anfangen, nicht kommerziell zu definieren. Das ist das A und O kein der ganzen digitalen Welt. Kein Gewinnschöpfungsanspruch ist nicht kommerziell. Ja, ich glaube gar nicht, dass wir es heute machen können. Schalt mal das Internet schon mal ab. Es wird auch Kompromiss sein, aber es muss mal irgendwie definieren. Ja. Sonst kommen wir hiermit nicht weiter, sonst kommen wir mit dem Urhebervertragsrecht nicht weiter, sonst kommen wir mit Google nicht weiter, sonst kommen wir mit ich bin nur die Infrastruktur nicht weiter und so. Also das setzt sich fort. Ich finde das sehr schön, wenn man da länger drüber nachdenkt. Dann,
Ich glaube, dass sich die meisten Probleme, von denen wir hier sprechen, technisch lösen lassen. Und ich glaube, bin eigentlich bei den Piraten, dachte ich an der richtigen Stelle für technische Lösungen. Eine Veränderung im Verhalten entsteht auch durch eine Veränderung des Mediums, Medium to Message, bla bla bla, kennen wir alle. Das heißt, wenn wir anders anfangen zu lizenzieren, dann fangen wir auch an, anders mit den Dingen umzugehen. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Komplettlizenz für 1,99 Euro an mich aussprichst, die Bearbeitung zulässt, die den Verkauf zulässt, in dem Moment, wo ich Geld auf meinem Konto habe, aber sagt, ich will ein Stück davon abhaben, ist es eine völlig andere Lizenzierungspraxis, als wir sie im Moment haben und löst viele der Probleme, die wir momentan immer wieder, auf die wir immer wieder kommen von selber. Verwertungsgesellschaft, das wolltest du von uns hören. Ich würde gerne diese GVL-Geschichte erläutern, aber ich glaube, es dauert zu lange. Die Independents haben eine Verwertungsgesellschaft gegründet oder zumindest etwas, was der Verwertungsgesellschaft sehr nahe kommt. Das nennt sich Merlin. Es ist auf internationaler Ebene gegründet, weil wir ein internationales Medium haben. Also ich glaube nicht, dass man irgendwo nochmal heute eine GEMA gründen wird mit einem Territorialitätsanspruch, der sich nur auf Deutschland erstreckt. Wenn wir an Verwertungsgesellschaftsmaßstäben heute denken, für die digitale Welt, denken wir international. Oder zumindest EU-weit, weil unser Recht ein bisschen anders gestaltet ist als das der USA. Also Indies haben Merlin gegründet, Merlin funktioniert sehr gut. Es funktioniert aber auch nur deshalb sehr gut, weil alle Independents zusammengenommen einen 20-prozentigen Marktanteil am Weltrepertoire haben. Das heißt, einer alleine kommt da irgendwie nicht bis zu seiner Nase weit. Es war wichtig, dass die sich zusammentun. Und zwar auch Konkurrenten sich zusammentun. Und zwar auch heftige Konkurrenten sich zusammentun. Und jetzt funktioniert die Nummer in irgendeiner Form. Ich hoffe nicht sehr lange. Zweitens, auf EU-Ebene wird ohnehin diskutiert von der DG intern. Das ist die das Ministerium für Inneren Markt, innerhalb Europas heißt das, wird sehr wohl diskutiert und ist auch gefordert und soll umgesetzt werden, eine europäische digitale Gesellschaft, die im Prinzip genau in die Richtung geht, was hier gesagt wird. Ich glaube, was daran wichtig wäre, ist, dass man nicht wieder, jetzt sage ich auch mal das böse Wort, Verwerterinteressen und Urheberinteressen in einer Gesellschaft zusammenführt. Ich glaube, dass viele der Probleme, die die GEMA provoziert bei Urhebern, dadurch provoziert werden, dass man beides in einem hat. Auch solche Vorurteile wie, die GEMA schüttet nichts aus an die Urheber, das stimmt natürlich nicht. Sie schüttet es aber nicht so genau aus, wie es die meisten Urheber benötigen würden, weil für sie die 10 Euro, die für die GEMA, naja, das ist jetzt ein kleiner Betrag, dann muss man erst auf 50 Euro ausschütten, eben doch ein Betrag ist, den sie wichtig finden und wo man nicht mehr pauschal ausschütten darf. Und aber da sind wir wieder bei einem Topf. Es geht aber nicht um 10 Euro, es geht um sehr viel mehr als 10 Euro. Naja, es ging in einem Fall, da ging es ganz konkret um 5 Euro. Da hatte nämlich die ordentlichen Mitglieder der GEMA beschlossen, was an Digitaleinnahmen von einem Service auf einen Dreck rauskommt, wird so lange in einen Pott gegeben und nicht individuell ausgeschüttet, bis auf den Dreck 5 Euro erreicht sind. Da lachen natürlich ganz viele Urheber laut auf und sagen, ey, wenn ich mal 5 Euro für einen Song von Spotify kriegen würde, das wäre super. Ja? Das wäre super. Das sind ungefähr 70.000. Alles in einen Pott gegeben und alles, was da drunter ist, wird pauschal auf Radio oder auf Fernsehen ausgegeben. So, Antrag bei der Mitgliederversammlung gestellt auf Änderung, ist geändert worden. Solche Sachen, glaube ich, würde eine Urheberverwertungsgesellschaft von vornherein gar nicht so machen, genauso wie die exklusive Vergabe. Was wir technisch heute machen können, ist eine nicht exklusive Vergabe. In manchen Bereichen, nicht in allen. Und ich glaube, dass die Sache ist auf dem Weg, würde ich damit sagen. Und wahrscheinlich auch die Lösung. Ich glaube nicht, dass man das Urheberrecht deswegen ändern sollte. Ja. Ich glaube, dass es so stark wie es ist, funktioniert, dass wir anders damit umgehen müssen. Ja, ich glaube das. Gut, das sehen wir natürlich ein bisschen anders. Wir wollen all diese Bereiche verändern, aber da sind viele Punkte, wo wir ziemlich d'accord sind. Ich glaube, war Zoe, dann warst du oder was anderes? Ich würde noch ganz kurz darauf einhaken. Ja. Ich wollte eigentlich so ziemlich das Gleiche nur sagen, weil für mich ist die GEMA auch wirklich nur eine Struktur und ich habe da gar nicht so ein bisschen die Blockade, dass man das nicht umgehen kann. Also ändern ist schwieriger als umgehen, auf jeden Fall, finde ich, klar. Und wenn es da jetzt sowas in der Art gibt, dann ist das ja eine Basis, aber das ist nur eine technologische Struktur, die ja heute viel, viel einfacher ist als vor 80 Jahren oder so, was da noch dran hing und so weiter.
Und die meisten Dinge werden digital verwertet. Bei diesem Übergang würden ganz viele Altoma-Mitglieder Bach. Das ist der Punkt. Ja, wir müssen uns nicht genau darüber unterhalten, dass es eben, wie er schon meinte, dass es ein Riesenrepertoire gibt, was heutzutage auch stattfindet. Und sind wir mal ehrlich, ganz viel von der Musik, die heute konsumiert wird, das sind wir d'accord, Jimmy, ist Musik, die schon älter ist und die eben nun mal zur GEMA gehört. Und darüber müssen wir uns halt auch Gedanken machen, wie kann man da helfen, wo kann man da Ansätze finden. Und uns ist schon wichtig, auch genau den Urhebern, die in der GEMA sind, zu helfen und Lösungsansätze zu zeigen, wie man da was reformieren kann. Deswegen bringe ich jetzt auch nur ganz kurz das hier mal ins Spiel. Es gibt am 25., wenn die große GEMA-Mitgliederversammlung ist, wird es auch eine große GEMA-Demonstration geben, wo genau diese Interessen von den Urhebern mal angesprochen werden, weil es betrifft eben viele Urheber, die auch schon lange in der GEMA sind. So, und jetzt möchte ich gerne mal... GEMA zahlt ja auch Renten, ne? Und das ist einer der Punkte bei der Rente. Wer hat Anspruch? Die Sozialzahlungen von der GEMA, wie hoch die sind, wer überhaupt den Anspruch hat, das sind Sachen, die nicht wirklich klar geklärt sind. Und das sind, nicht so ganz. Es sind ordentliche Mitglieder, die den Anspruch haben, die deswegen als einzige prozentual weniger ausgeschüttet bekommen. Dazu gibt es eine Petition, genau zu diesem Punkt. Ja, aber das kann man nachlesen, es steht im GEMA. Ja, es ist aber nicht ganz so. Es wird schon nach... Nein, das ist aber jetzt gerade wirklich eine Fehlinformation, weil nämlich der letztendliche Entschluss, ob jemand ordentliches Mitglied wird oder nicht, das sind alles sehr intransparente Entscheidungsfindungen. Nein, das steht auf unserer Webseite, wie das geht, und zwar Punkt für Punkt. Das stimmt, habe ich gelesen. Deswegen habe ich gesagt, ich kann es nie hören, weil ich es nie unterschreiben könnte. Das ist eine andere Frage. Trotzdem sollten Sie sich mal darüber Gedanken machen, Eva, ob es auch vom VOT, ob man so ein undemokratisches Prinzip, wie es in der GEMA vorherrscht, wo man sowas als Künstler, als Urheber, da habe ich eine ganz andere Vorstellung von Politik und von Philosophie, als das, was ich da präsentiert kriege. Ich bin dagegen und ich wehre mich verdammt nochmal dagegen, dass meine Urheberrechtsorganisation in die Kinderzimmer reinschnüffelt und die Computer beschlagnahmt. Ja, aber was machen wir? Erinnert sich letzte Woche wegen Anonymous geschickt. So was geht gar nicht. Aber wir sind Verleger und wir gehen hin, meine Verleger gehen hin und stellen 11, 12, 13, 14, 15 Anträge, die sorgen dafür, dass alle Verlegerdelegierten möglichst mit Leuten aus dem Independent-Bereich besetzt sind, dass die sich zu Wort melden, sich einarbeiten, mitmachen bei den Urhebern und Textdichtern, sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Und dann würde ich sagen, da müssen die Leute erstmal dahin gehen. Es ist nämlich nicht so schwer, da Anträge einzubringen. Also ich finde, es kommt vollkommen richtig, dass wir immer alles von außen drauf umhauen. Wir machen uns Mühe in diesen Strukturen. Also ich würde jetzt gerne, bevor es ausartet, nochmal Zoe kurz das Wort geben. Dann würde ich dem Markus gerne das Wort geben. Machst du einen Deckel drauf? Entschuldigung, wir können das gerne, aber die warten schon eine Weile, was sagen zu können. Ich meine, ihr habt das Thema ja nun angeschnitten. Ich meine, wir sind noch nicht mal kurz unter der Oberfläche. Wir werden auch gar nicht im Thema bleiben. Ihr wolltet doch auch was zur GEMA sagen, oder? Also ja, das ist ja das Thema. Genau, das ist das Thema. Also ich glaube, dass die Geschichte gezeigt hat, wenn man alte, verkrustete Strukturen aufbrechen möchte, dass man was Neues dem entgegensetzen muss. Und nur wenn das tatsächlich da ist, in voller Macht und in voller Kraft, kann man tatsächlich, so wie Jimmy gesagt hat, Druck aufbauen. Und dann konzentriert sich eben alles auf das Neue und dadurch kommt dann das Alte in Handlungszwang und wird sich da automatisch ein bisschen reformieren. Es war jetzt ein erfrischender Gedanke von Jimmy, dieses mit der GEMA wird nichts passieren. Vielleicht ist das letzten Endes auch der Ausgangspunkt, um tatsächlich mal konsequent in die andere Richtung zu denken. Also mal die Idee zum Äußersten treiben, was könnten wir wirklich machen, wenn sich denn die GEMA nicht verändert. Weil es kann ja dadurch dann passieren, dass die sich dann schon verändert. Aber erstmal muss das eine konsequent bis ans Ende gedacht werden. Und im Moment sind wir immer, und das kenne ich auch selber als Künstlerin, im Moment ist man immer gefangen in einem, ja, hoffentlich tut sich ja doch noch was und vielleicht reformiert es sich. Geht mir ja nicht anders. Also so die Nutzung der Creative Commons Lizenzen ist ja nicht die Antwort. Also das ist ja nur ein Versuch, irgendwo jetzt ein bisschen konstruktiv mit der Situation umgehen zu können, die mich limitiert. Ich fand es jetzt irgendwie gut, als Jimmy das so gesagt hat, Moment, zack, da wird sich eh nichts tun. Das hat bei mir dann prompt irgendwo nochmal mich stärker in die Richtung getrieben, okay, pass auf, was soll jetzt diese blöde Hoffnung? Dann geh doch konsequent mal da drauf, dass sich nichts tun wird und denk das zu Ende. So, und
Wie sich dann automatisch Druck gegen die GEMA aufbaut, ist ja eigentlich auch total einfach. Zum Beispiel diese GEMA-Vermutung ist ja total wackelig. Und die Lehrmittelabgabe ist auch noch so ein anderer Punkt. Also ich glaube, dass sich die GEMA letzten Endes von alleine irgendwo ein bisschen also zerstören wird, so innerlich, weil sie ja schon so ganz verkrebst ist irgendwo und sich dadurch automatisch reformieren muss, um halt wieder gesund zu werden irgendwo, um es jetzt mal in so blöden Wörtern auszudrücken. Aber also zum Beispiel das mit der GEMA-Vermutung, das haut ja schon mal von vorn bis hinten überhaupt nicht hin, weil auch ich werde im Radio gespielt. Das ist aber richtig nicht bestätigt, was ich zu machen. Gut, und deshalb sage ich, wenn sich jetzt, so wie Jimmy auch sagt, wenn sich jetzt diese, wenn sich jetzt... Hallo? Nee, wenn sich jetzt... Wenn sich jetzt parallel dazu etwas auftut, eine Bewegung auftut, und da sind die Piraten ja wundervoll für, wenn sich eine Bewegung auftut, die da tatsächlich eine klare Opposition zu einem alten Modell darstellen können und sich da eben zusammenschließen. Und da ist natürlich der Zusammenschluss unheimlich wichtig. Und es stimmt, Künstler sind total verzettelt, weil sie auch extrem unaufgeklärt sind. Da könnt ihr ja auch wieder ansetzen. Weil es stimmt nicht, dass der Standard... Der Standardkünstler ist total unaufgeklärt, der eiert total vor sich hin. Also so, der weiß tatsächlich, wir sind jetzt hier ja auch mit in der Materie drin, der normal, also so... Ist toll, dass auch dank den Piraten jetzt die direkte Kommunikation, der direkte Diskurs überhaupt stattfindet. Das habt ihr ja jetzt tatsächlich wirklich nach vorne gebracht, finde ich ja auch super. Aber das muss viel mehr passieren, es muss viel mehr Aufklärung geschehen, damit sich diese Künstler auch zusammentun können, um da irgendwo Druck aufzubauen und an neuen Modellen irgendwie gemeinsam irgendwo einen Ausgleich zur GEMA irgendwie aufbauen zu können. Und da kommt jetzt natürlich auch noch die C3S ins Spiel. Ne? Also ich meine, gut, so fragwürdig es dann auch sein mag, manche Sachen und so weiter, wie gesagt, man muss sich immer auf einen Kompromiss dann auch einigen, aber zumindest bietet sie ja derzeit eine offene Plattform an, um sich da auch mit einzubringen. Also man könnte da jetzt auch einfach mit ansetzen, weil da sind schon welche, die da was in Bewegung gebracht haben und wenn da sich jetzt irgendwas formiert, ich glaube, dass die CC-Lizenz zu eng gefasst ist und darauf eine Verwertungsgesellschaft. Gut, aber das kann man da ja jetzt auch irgendwo einbringen und vielleicht dadurch, dass es dann da nicht funktioniert, tut sich was ganz anderes Neues wieder auf. Es geht einfach nur darum, dass was gebündelt wird und das wäre jetzt ein Ansatzpunkt, um einen Zusammenschluss von anderen bündeln zu können. Und ich glaube, das ist einfach total wichtig und das wäre jetzt auch eine Aufgabe von euch, die ihr bewerkstelligen könnt. Na, so. Und ich will ja auch mit meinem eigenen Auftritt, dadurch, dass ich auch gerne in die Kommunikation trete, mit dem Weg, den ich gerade beschreite, will ich ja auch nur was bieten, wo man ein bisschen Künstler auch bündeln kann. So, ne? Also wo in dem, was ich tue, sich auch was bündeln kann, was ein neuer Weg auftun kann und der sich dann in mir irgendwo so ein bisschen bündelt. Ich glaube, das war jetzt das Wichtigste. Also dieses Druck aufbauen dadurch, dass man tatsächlich das zusammenschließt, da gebe ich dir absolut recht. Hier in Berlin passiert, wenn ich das kurz sagen darf, hier in Berlin passiert noch was ganz anderes. Wir haben viel Kontakt zu jungen Bands und arbeiten mit denen zusammen. Die kümmern sich überhaupt nicht mehr um die GEMA. Die sagen, Plattenfirmen interessieren uns nicht, GEMA interessieren. Die nehmen das auf. Wir sorgen dafür, dass die Aufnahmen sehr günstig sind. Wir helfen denen, weil wir haben auch ein Studio und so. Die pressen ein paar Platten, verkaufen das auf ihren Konzerten. Die fangen nicht mal zu denken. GEMA. Ich glaube auch, dass meine Generation da gar nicht mehr groß dran denkt. Die machen das alle selbst. Davon kenne ich etliche Bands. Das ist eine Szene, die entwickelt sich gerade erst. Ja. Also die, mit denen die ich zu tun habe, die denken da auch nicht dran, wobei auch nochmal zu einem interessanten Aspekt kommen, wo ich mich jetzt nicht so gut auskenne, wo ich eine Frage in die Runde schmeißen möchte. Was machen wir denn jetzt mit denen, die noch zu dem alten Modell gehören sozusagen? Was ist denn die Kündigungsfrist eigentlich überhaupt? Das Problem ist ja nicht mal die Kündigungsfrist. 3 Jahre. Das Problem ist, dass du dann deine bis dahin verlegten Werke ja nicht zurückbekommst. Genau, ne? Also es muss natürlich auf beiden Seiten gedacht werden. Klar, wir jetzt die Neuen in Anführungszeichen könnten jetzt natürlich eine neue Bewegung, einen großen Zusammenschluss aufbauen, der einen anderen Weg geht, um dann ohnehin Druck zu machen und dadurch vielleicht noch was zu bewegen letzten Endes, was aber nicht unser Fokus sein sollte, weil der Fokus muss schon eine neue Richtung sein, sonst wirst du darin nicht stark sein.
Rückfrage, bist du jetzt sicher, wäre der Markus. Du, also ja, meiner Meinung nach kriegst du die Werke nach einer kompletten Verwertungsperiode der GEMA zurück. Und zwar komplett. Du kannst auch bestimmte Werke. Das gehört ja in den Bereich Aufklärung. Ja? Also guck mal, wenn wir das jetzt schon nicht wissen, dann weiß es da draußen erst recht. Du ich kann meine Eigenbestimmung über das Werk nicht. Aber interessante Frage. Also das ist zum Beispiel auch was, was wirklich mal aufgeklärt werden muss. Werknutzungen komplett aus der GEMA rausbringen. Du kannst zum Beispiel die Digitalrechte nicht übertragen oder du kannst aber entweder komplett oder gar nicht. Das ist das Problem. Fürs Repertoire. Das in also die Einzelwerkbestimmung, die freie Verfügung über mein Werk. Wir haben hier ja auch diskutiert mit der GEMA und da wurde das genauso bestätigt. Es ist aber nicht richtig, dass die Werke dort verlegt bleiben und es ist nicht richtig, dass du nicht einzelne Verwertungen komplett rausnehmen kannst. Ja, das soll ich einfach sprechen? Ja, bitte. Weil okay, das danke. Mir nichts. Also, die Frage, die sich hier auftut und die irgendwann muss man ja dann auch die Kurve kriegen zur Richtung Ergebnis. die Frage, wir sind gerade mal bei 16 Uhr, wir haben noch eine Stunde Zeit. Top. Nee, also, eine Stunde, das geht schnell. Die Frage ist ja, dass, noch mal ganz kurz zurück zum Urheberrecht. Was die Piraten konkret sich von diesem Treffen erwarten, sicherlich einige Anregungen, auch was man am Urheberrecht verändern kann. Und da kam ja eben schon der Einwand, da ist gar nichts dran zu verändern, alles top. Es darf nicht das Missverständnis bestehen, dass ich eben gesagt hätte, das Urheberrecht völlig umzumodellieren. Es geht nur darum, dass das Urheberrecht von den Verwertern meines Erachtens missbraucht wird, in einer Art und Weise, die man nicht akzeptieren kann. Aber es gibt sicherlich auch einige Punkte im Urheberrecht, über die man diskutieren kann. Ob jetzt hier von den Urhebern missbraucht? Paragraph 4. Von den Urheberrechtsgesellschaften. Ja, natürlich. Nicht von den Urhebern. Nein, die Urheber sind arme Schweine. Nein, Paragraph 64, eben dieses 70-jährige Erlöschen des Urheberrechts, was nicht heißt, dass das Urheberpersönlichkeitsrecht jemals aufgelöst wird. Das bleibt man, wie gesagt, das habe ich schon erwähnt, das bleibt 10.000 Jahre. Nein, diese Rechte, ob man die wirklich von 70 Jahre lang nach dem Tod noch haben muss, das ist zu diskutieren und das sollten die Piraten, denke ich, auch zu Recht mit einbringen in eine Veränderung des Urheberrechts. Ich glaube, im europäischen Kontext liegt man so bei 30 Jahre und oder 20. Die Berner Übereinkunft. Ja, ich weiß, die wollen schon wieder. Die wollen die Berner Übereinkunft ist bei 50 Jahren. Das war das, was dann dem Trips. Mittlerweile dreht sich wohl in der europäischen Diskussion alles darum, dass man sogar sagt, die 70 Jahre, die Deutschland hat, sind eigentlich ganz gut. Also das kann hier echt nach hinten losgehen, wollte ich nur sagen. Aber viel wichtiger noch die GEMA, die Verwertungsgesellschaften, die ja hier sozusagen das Salz in der Suppe sind. Bei der Diskussion. Vielleicht sollte man, und da vermengt sich das mit dem Thema, was eben dort angesprochen wurde, wegen Differenzierung U- und E-Musik. Man sollte den Verwertern vielleicht auch, weil das wirklich eine sehr, sehr unterschiedliche Auszahlungspraxis ist, du hast nun eben das Leid beklagt, auch bei E-Musik haut es nicht so richtig hin, aber bei U-Musik. Nicht so richtig ist. Aber bei U-Musik ist es ja noch grauenhafter. Und das sind natürlich auch alte Hüte, dass man zunächst fordert, diese alten Hüte abzuschaffen. Ja? Dass es keine Differenzierung mehr geben darf das zwischen und E-Musik bei der GEMA. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man eine Frist setzen. Ja? Abmahnen. GEMA abmahnen. Kann man der GEMA sagen, pass mal auf, es gibt hier von Seiten der Piraten oder es gibt hier von Seiten der Musiker die Forderung, endlich diesen alten Zopf abzuschneiden, zwischen U- und E-Musik zu differenzieren und hier zu einer gerechten Verteilung zu kommen. Und wir setzen euch hierfür, ihr habt ja auch eure turnusmäßige Mitgliederversammlung, eine Frist von einem Jahr. Und wenn das innerhalb dieses einen Jahres nicht passiert ist, werden wir alles in Bewegung setzen, um hier eine Konkurrenzvereinigung zu gründen. Ganz kurz nur dazu, in Bayern haben wir auf dem Landesparteitag genau das beschlossen, dass wir von der GEMA fordern, dass sie die EMU abschafft. Ja, Glückwunsch. Genau. Das ist wusste ich jetzt nicht, aber in Bayern zumindest. Ja, mein. Bis dahin kann ich eine Zwischenlösung anbieten. Ja. Und dann einen letzten Punkt noch, weil eben die Frage war, ich weiß nicht, ob du es warst oder du, was kommerziell ist. Das ist wie bei allem, was Rechtsbegriffe betrifft, Sache des Gerichts, das zu entscheiden. Das wird sich zeigen. Aber die Forderung der Piraten zu sagen, dass die nicht kommerzielle Nutzung, also so wie unser einer das früher mit einem Kassettenrekorder gemacht hat, ich habe sogar noch, ich verrate fast mein Alter, ich habe fast noch mit dem Mikrofon vom Radio gesessen und, das ist das
aufgenommen. Ja. Das ist doch das Problem, dass die Piraten was ganz anderes unter nicht kommerziell verstehen als Google. Dazwischen bewegen wir uns aber. Das müssen die Piraten ganz genau definieren, was sie unter nicht kommerziell verstehen. Wenn jetzt jemand schneidet sich sein Home-Video zusammen und unterlegt das mit Oasis-Musik, damit die Familie und diejenigen, die bei YouTube oder wo auch immer da reingucken, sagen, ah wunderbar, das ist ja Familie XY, dann ist es mit Sicherheit, würde ich sagen, nicht kommerziell. Stimmt, wenn natürlich dann YouTube ein Angebot macht, oh, jetzt haben ja schon 1000 Leute zugegriffen, wie wäre es mit Werbung, dann ist es kommerziell. Und wenn jetzt irgendjemand kommt, diesen Film sich runterlädt und sagt, das Familienfest ist geil, das möchte ich auch auf meiner Seite haben, und stellt es auch wieder nur privaten Nutzern zur Verfügung, ist es noch immer keine kommerzielle Nutzung. Kommt aber der Fußballverein XY oder sonst was und sagt, vielleicht können wir dadurch mehr Leute ins Stadion holen, oder wer weiß was, da fängt es eigentlich an, kommerziell zu werden. Ich meine, das lässt sich relativ leicht kontrollieren. Ja, ich will aber, ja natürlich, ich will nur wissen, ich will gerne von den Piraten wissen, wie ist eure Definition? Weil nirgendwo ist diese Definition einheitlich. Da müssen wir eine präzise finden. Und da habe ich wirklich, solange das nicht einheitlich zu lesen ist. Also ich glaube, wir haben es eigentlich schon präzisiert, aber da ich sehe, also deswegen auch Urheberrechtsdialog, dass ihr von uns noch präziser definiert haben wollt, was wir unter kommerziell und nicht kommerziell darstellen, werden wir dem natürlich nachkommen und es noch genauer versuchen darzustellen. Ich bin der Meinung, wir haben es eigentlich genügend weit erklärt mit diesem nicht kommerziellen Begriff, aber du hast vollkommen recht, wir müssen das tun, wir werden das tun. Also noch ist es so, dass der Begriff Trittbrettfahrern sozusagen Tür und Tor offen hält. Und also wenn ihr das hinkriegt, das abzuschneiden, dann seid ihr, glaube ich, bei vielen Musikern, wo jemand verwertet, wie auch immer, schon auf einem ganz anderen Wahrnehmungsfeld. Ja, dann werden wir uns da bemühen, das noch ein bisschen konkreter zu formulieren. Ja, was zwischen dem Kollektiv bei. Also momentan. Wir waren jetzt, ganz Entschuldigung, ich würde gerne hier nochmal eine Wortmeldung, weil. Ja, also, was du gerade gesagt hast, ich denke, es ist sehr wichtig, alle Faktoren mit in den Blick zu nehmen, bei den 70 Jahren oder 50 Jahren und so weiter. Also, ich bin jetzt 60, ich stehe zum Beispiel vor dem Problem, wie kann ich irgendwann mein Archiv sichern? Wie kann ich meinen Kindern zumuten, dass die das Archiv nicht wegschmeißen? Die wenigsten, die bekommen von einer großen Bibliothek ein Angebot und können das dorthin geben. Ja? Ich habe vielleicht so ein Glück in Aussicht, aber ist eine andere Sache. Normalerweise ist das nicht. Also man muss an solche Sachen, wie kann ein Övre gesichert werden, denken. So, das Problem ist aber, wenn ich bei der GEMA zum Beispiel meine Altersbezüge bekomme, die ich erst in weiter Ferne bekomme, weil ich mich übrigens ordentliches Mitglied bin ich über eine Klage geworden, weil die GEMA mir über irgendwie 10 Jahre nachverrechnen musste. Damit sie den Prozess gewinnen, haben sie mir diese Nachzahlung gemacht. Dadurch bin ich ordentliches Mitglied geworden, sonst hätte ich gar keine Chance gehabt. Also, so, ich habe einen zweiten Prozess, den habe ich verloren, trotzdem, den habe ich ein bisschen gewonnen. Den zweiten Prozess, den ich geführt habe, habe ich auch verloren. Und zwar, den habe ich deshalb geführt, weil ich ein Riesenwerk geschrieben habe. Und dafür gibt es keine Kategorien in der GEMA. So, dann fällt das in irgendwas hinein, also in den 12 oder 13 oder wie die heißen. So, da muss man sich unglaublich durchsetzen, damit die Arbeit, die man geleistet hat, überhaupt als solche wahrgenommen wird und anerkannt wird und nicht in den Müll kommt. Und das ist wieder die Frage bei U und E. Wie unterscheidet man da? Ich bin eigentlich auch, könnte mir vorstellen, dass man ein Modell findet, wo man sagt, okay, man schafft es ab, man macht es nur über die Wertung. Aber diese Wertung ist ein ganz großes Problem. Da spielen die Connection quasi pur eine Rolle. Ja? Mhm. Also das ist sowas von schlimm. Insofern ist dann die Frage, ob man sich dem ganz ausliefert. Stimmt, ja. Was ich sehr viel besser finde, also dieses, was du vorhin, Eva, eingebracht hast, es gibt eigentlich technisch unglaublich viele Möglichkeiten. Wir könnten meiner Meinung nach, ganz viele Probleme rein auf der technischen Ebene klären. Mit Klicks von dort, mit dort, da wird das eingekesselt und dann muss auch was als Werk gewertet werden, was heute keins ist. Urheber heißt, ich schaffe neue Arten von Werke zum Beispiel. Ich schaffe aber neue Arten von Werke, die gibt es aber gar nicht. Und deswegen fahre ich mal bei den GEMA-Kategorien durch. So etwas unmöglich ist, sowas müsste ein technisches System, was jetzt für eine neue Urheberrechtsgesellschaft stünde, von vornherein mit beachten und klären, sodass solche Dinge überhaupt gar nicht passieren können. Ich denke gerade über
nach, wie eigentlich das 4 Minuten 59 vom Kelch von der GEMA bewertet wird. Was bei dem da auch noch mit reinspielt, ich beschäftige mich ja mit Illustrationsmusik, also landläufig als Filmmusik beschäftigt, da spielt auch Sounddesign eine Rolle. Ja. Das ist unglaublich komplex, einen unterschwelligen Sound zu kreieren, der auch noch valuiert und nicht langweilig ist, um eine Szene zu tragen. Ja, da sitze ich unter Umständen länger dran als so einen blöden Opener. Den mache ich an einem Vormittag, wenn es sein muss. Aber an so einem Sound, der wirklich 5-6 Minuten funktionieren muss und nicht langweilig wird, die Leute nicht ödet und auch spannend ist und auch eine Dramaturgie beinhaltet, ja, sitze ich halt unter Umständen auch sehr, sehr, sehr lange. Und das wird überhaupt nicht erfasst. Das kann ich noch nicht mal notieren im Zweifelsfall. Dafür kriege ich kein Geld. Und dann sagt der Producer, kannst du mir das gerade mal bitte mitmachen? Also, wie, ja, das ist jetzt in der GEMA. Ja, das machst du so natürlich, klar. Und dann kommt der Hammer und dann sagt der Producer zu dir, ja, weißt du, ich bezahle dir aber nur die technische Produktion, weil du kriegst ja den Rückfluss von der GEMA. Das dauert dann 3 bis 4 Jahre unter Umständen. Mhm. Und kannst dann nicht mal nachvollziehen. Und das ist ein Aspekt, den ich jetzt eigentlich auch mal reinbringe. Musik oder überhaupt Kunst als Handwerk zu verstehen. Also Karl Valentin hat mal so schön gesagt, Kunst kommt vom Können, käme es vom Wollen, würde es Wunst heißen. Ja, das hat Karl Valentin geschrieben. Ne? Ja. Und machen wir uns noch nichts vor. Musik, die irgendjemand, ich sage das jetzt mal ganz despektierlich, sich irgendwo zusammenstümpert, wird keinen nachhaltigen Erfolg haben. Oder irgendein Werk, ein Autorenwerk. Oder ja, Bohlen ist ja auch eine Art Kunst letztendlich. Er unterhält die Leute. Ja? Also der springende Punkt ist der, das hatten wir eben schon mal. Kreativität kannst du nicht letztendlich Geldwert bestimmen. Ja? Ich kenne hochkreative Leute, die sitzen in ihrem Keller mit ihrem Computer und basteln da Klangereignisse, die sind unfassbar. Die sind aber handwerklich ungleich günstiger zu erzeugen, als wenn ich jetzt beim Babelsberger Filmorchester sitze und arbeite mit denen 3 Wochen an einem Monster-Orchesterwerk. Das kostet halt einfach viel mehr Geld. Wenn der Jimmy da mit guten Leuten zusammenarbeitet, die kosten auch ihr Geld. Ich hatte das Filmorchester mal im Studio. Ja, das ist eine große Organisation. Ja. Und diese Qualität zu erzeugen, bedarf Ausbildung, das bedarf Verständnis. Es sind unheimlich viele Nebensachen zu erledigen. Wenn ich jetzt einen Film machen muss, wo der in einer bestimmten Zeit spielt, dann muss das auch zeitlich authentisch passen. Dann muss ich mich damit überhaupt auseinandersetzen, was war denn auch in der Zeit los, musikalisch. Da kann ich jetzt nicht in einem 50er-Jahre-Film im Hintergrund Techno-Musik laufen lassen, wenn die in der Eisdiele sitzen oder so. So. Und diese ganzen Dinge, die werden, und das ist das, was der Jo sagte, die werden letztendlich überhaupt nicht erfasst, überhaupt nicht bewertet und am Strich auch nicht bezahlt. Also einfach nur so ein Mitnahmeprodukt. Aber was würdest du sagen, was müsste passieren, um deine, also was konkret könnte die Situation verbessern? Weil entweder wir sind in der Marktwirtschaft, dann ist es eine Frage nach Angebot und Nachfrage, oder wir sind in der Subventionswirtschaft. Dann ist es eine Frage, dass jemand in der Lage ist, zu beurteilen kann. In meinem Fall ist es ganz klar. Oder ist es eine Frage nach Stundenlohn? Nein. Das wäre sozusagen das allererste eigentlich. Nein, meine Frage ist ganz klar die, ich muss aus der Situation rauskommen, dass ich das Werk unbedingt bei der GEMA verlegen muss. Die Trennschärfen sind ja nicht gegeben zwischen Sounddesign und Komposition. Und ich muss frei über mein Werk verfügen kommen. Ich muss zu dem Produzenten sagen, pass mal auf, du bezahlst mir die technische Produktion. Oder der gibt mir ein Budget und dann sagt er, da drin ist die technische Produktion und da drin ist dein Werk. Ja, und dafür darf ich dann für meine Belange dieses Werk frei verwenden. Ja. Und nur die Drittverwertung läuft letztendlich über die GEMA oder eine wie auch immer geartete Organisation. Nein, das kann ich nicht. Ich habe diese freie Entscheidung nicht und komme deswegen in genau diese Situation, die ich beschrieben habe, dass der Produzent meine Arbeit letztendlich aushebelt und sagt so, okay, pass auf, du hast den Rücklauf durch die GEMA, weil ich muss ja auch Lizenzgebühren dafür bezahlen. Der bezahlt doppelt. Aber glaubst du, dass wenn du nicht an die GEMA gebunden wärst, dass er nicht ein anderes Argument hätte? Zu zocken. Also ich kenne die ADZF-Geschichten. Also ich kann dir sagen, dass meine Frau eine ganz hervorragende Komponistin ist. Wenn du den Auftrag haben willst, dann unterschreibst du mir mal hier, dass deine Urheberrechte für 1 Euro an mich abgetreten sind. Dann müssen wir nämlich nicht so viel. Dass die Geschichten kennen wir doch alle. Naja, das ist eine Sache des Urhebervertragsrechts. Das ist ja schon wieder beim Thema. Ich würde gerne noch, wie Leute heutzutage an ihr Geld kommen. Weil ich kenne nicht nur einen Künstler, die tun... Die stellen einen Mann an, der hat nichts anderes zu tun, als in der Welt rumzureisen und mit dem Geldkoffer bei den Büros der Firmen, Plattenfirmen, Verwertungsfirmen aufzutauchen, die Buchprüfung zu machen und das Geld sofort mitzunehmen. Das ist, weil... Er wird dann schwer, der Koffer zu schließen. Den ersten, den ich kennenlernte, war der Mann, der das für David Bowie tat. Okay.
Das sind abgebrühte Geschäftsleute, die lassen sich nichts vormachen, die gehen in die Büros und gehen nicht eher raus, eh das Geld im Koffer. Das sind Verleger in und das im Jahre 2010. Ja, ja. Ich kenne auch Geschichten von Leuten, nicht von 1966. Gewalt drohen und uns das Kurs daraus holen. Ja, aber das ist die einzigste Möglichkeit. Weil, also, trotzdem die konkrete Frage danach, was wäre sozusagen in der Lage, um das Urhebervertragsrecht so zu gestalten, dass der Markt sich tatsächlich insofern danach richtet, als die Situation der Künstler sich verbessert? Ich sehe ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, wie das geht. Wie gesagt, ich bin deswegen nicht Musiker geworden. Ich kann nicht jetzt noch Rechtsanwalt studieren. Ja, ja. Ja. Das müssen wirklich andere Leute als ich, der als Musiker tätig ist, lösen. Ja. Und das kann wirklich nur von irgendwann mal von ganz oben gelöst werden oder die Musiker tun sich alle zusammen. Also das wird aber nicht passieren. Also ich glaube, dass das die einzige Möglichkeit ist. Also ich möchte erst mal sagen, ich kenne Modelle, die sehr gut funktionieren, Entschuldigung, auf die greife ich auch zurück, aber die sind in den USA. Also das ist jetzt wieder eine Frage in Richtung Verwertung Gesellschaft. Ja? Also diese Fragen sind jetzt hier. Ich möchte nochmal zu diesen Urheberfragen. Nochmal zur Urheberfrage, was du vorhin angesprochen hast. Ich glaube, wenn man eine neue Urheberrechtsgesellschaft machen würde, wie die GEMA, wäre es sehr wichtig, dass man pro Werk anklicken kann, will ich das dort reingeben oder will ich es nicht reingeben. Das ist entscheidend, damit ich nicht wie gefesselt und sklavenartig dastehe, um überhaupt agieren zu können. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Zweite ist, ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass wir doch eine Unterscheidung reinbringen. Jetzt nur mal als Denkmodell, sage ich mal so, einerseits ist die kommerzielle Verwertung, andererseits gibt es auch eine kulturelle Verantwortung. Und es kann nicht sein, dass die kulturelle Verantwortung aufgrund der kommerziellen Verwertung keine Rolle mehr spielt und umgedreht darf auch nicht nur die kulturelle Verantwortung sozusagen nur ich krieg's Geld. Ja? Es muss diese Handwerksfrage immer noch mit vorhanden bleiben und nur dann, wenn wir irgendwie in so eine Richtung mitdenken, werden wir auch was hinbekommen, wo den unterschiedlichen Ebenen künstlerischen Arbeits irgendwo von Gerechtigkeit will ich nicht sprechen, aber irgendwie angemessen gerecht gewesen. Das ist noch ein anderes Problem. Ich kann zum Beispiel, ich habe so ein paar Songs für mich geschrieben als Singer-Songwriter, die ich halt gerne selber mal in der Kneipe so aufführe oder in kleinen Konzerten. Ja? Die sind GEMA-pflichtig. Ich muss meine eigene Aufführung muss ich bezahlen. Dann sagt natürlich die Kneipe, pass auf, das ist schön gut, kannst du gerne machen, kannst auf dem Hut spielen oder wie auch immer. Aber die GEMA machst du selber. Ja. Dann muss ich mich hinsetzen, muss eine Abrechnung machen, dann kostet mich halt 21,70 Euro und davon kriege ich irgendwann, wenn überhaupt, mal 7,80 Euro zurück. Das wird übrigens jetzt, das wäre schon viel. Also GEMA-Versammlung 25. bis 27. Juni, neues Abrechnungssystem. Inka. Live. Ja, aber wir hatten mit der GEMA auch über Inka gesprochen. Inka definiert jetzt 8 Kasten, für die eben unterschiedlich gerechnet wird. Aber das statistische Mittel, was sie ganz häufig benutzt haben, was auch zu so viel Ungerechtigkeit geführt hat, das ist leider immer noch nicht abgeschafft worden. Und deswegen, Inka ist nur eine neue Form, wieder zu verschleiern, dass letztendlich bei der GEMA eine ganz große Umverteilung im Sinne von ordentliche bekommen einfach mehr prozentuelle Punkte des statistischen Mittels. Ordentliche bekommen nicht mehr. Hallo, 63% der Einnahmen werden an die Ordentlichen ausgeschüttet. Nein, es kriegt jeder wirklich den gleichen Schritt. Der einzige Unterschied sorry, zwischen es ist einfach und unwahr. Eva, es ist unwahr, wenn wir uns alleine die Verrechnung im öffentlichen Aufführungsbereich anschauen und da gibt es zigfache Beispiele dafür, also, wo kleine Bands, nein, warte mal. Ich hole euch Abrechnung, kleine, ich zeige euch Abrechnung von ordentlichen und angeschlossenen Mitgliedern. Ja. Und ich kann hier im selben es passiert nur oft. Auf der Wertungsebene. Da passiert. Dort passiert mehr. Ich 3/12. Moment, ist das weniger wie 7/12. Moment, also das es gibt zwei Faktoren, die da wichtig sind. Der erste Faktor ist, das, was ich vorhin erwähnt habe, es wird an die Leute nicht abgerechnet. So, kommt du kannst hinzu, ja. Mit Prozessen hinterherrennen, jahrelang schreiben und es wird nicht abgerechnet. Wer sind die Leute? Das ist das Komponisten. Also die wird nicht abgerechnet. Ja, nur wenn sie selber was aufführen, dann natürlich. Dann müsst ihr bezahlen. Den hast du dann müsst ihr bezahlen. Aber hinter deinen 7,10 Euro musst du noch hinterher rennen. Ja, das ist überhaupt ist. Und zwar massiv. Aber jedenfalls da ist das unsere Erfahrung. Das Zweite ist. Doch, da ist mein Moment, Problem. Das ist ein großes ist Problem. Genau. Das ordentlich und angeschlossen. Moment. Jetzt ist meine, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber meine Vermutung, also, und die ist nicht von weit her. Es gibt nämlich, da gehen mal Leute, die kriegen richtig Cash.
richtig viel. So, und bei denen wird erstens richtig alles abgerechnet. Und zweitens, die kommen noch in irgendwelche Wertungsfragen rein. Also geht das schon. Und dafür bezahlen die anderen, die nichts kriegen. So, und dort muss eine Balance rein, dort muss eine Transparenz rein, da muss eine Klarheit rein, wer wie viel hat. Man kann das doch heute ganz einfach machen. Ich habe in der Kneipe das, die Aufführung, ich habe im Rundfunk die Aufführung, ich habe in dem Konzertsaal das und in jenem Ballsaal jenes. Das kann man mit Klicks machen. Es muss bewiesen werden und es muss so sein, dass es rechtlich hieb- und stichfest ist. Da muss jedes Mitglied, was da Häkchen machen darf, darauf verpflichtet sein und muss auch entsprechend rechtlich belangt werden können, wenn es dort Falschangaben macht. Aber ansonsten kann man totale Transparenz herstellen. Ja. Warum denn nicht? Ja, das fängt allein schon mit den Blackboxen an, die die GEMA im öffentlichen Bereich aufgehängt hat. Nur um das mal klarzustellen, also die Unschärfen, ich bin völlig d'accord, es gibt Unschärfen, hängen nicht daran, dass ordentliche und angeschlossene Mitglieder grundsätzlich unterschiedliche Vergütungsstufen haben. Nein, da waren wir ja, einer Meinung. Genau. Das sind wir einer Wertungen und so Abrechnung. Abrechnungsmodalitäten, so Pauschalen und so weiter, völlig d'accord, aber es liegt nicht daran, ob du ordentliches oder angeschlossenes Mitglied bist. Das nur wenn du ordentliches Mitglied bist und oben in den oberen Chargen, dann kriegst du alles abgerechnet und kriegst du auch die Wertung drauf. Und da wird auch vermutet, dass du so und so viel hast, was du gar nicht mehr brauchst. Ja? Also dort hat Transparenz rein. Ich glaube, die Zoe wollte dann und dann warst du noch. Ja, genau. Ich habe allerdings ein anderes Thema. Willst du noch was dazu sagen? Wieso kommst du nicht? Warst du nicht der, sich auch gemeldet hat? Nee, diesmal nicht. Ach so. Dann will ich nur noch zwei Worte noch mal sagen. Erinnere, kommerzielle Verwertung und kulturelle Verantwortung. Die Dinge muss man mit im Kopf behalten. Kulturelle Verantwortung? Ja. Okay, kulturelle Verantwortung, gutes Stichwort. Was mich jetzt noch interessiert, ist die Lehrmittelabgabe. Und zwar da, apropos Transparenz, da kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Einfach die Lehrmedien oder die Lehrmittel? Lehrmedien, genau. Zappo. Wo, wie fliegt, also... Du meinst jetzt da würde ich einfach gerne mehr Transparenz haben. A, also weiß ich jetzt einfach gerade einfach wie überhaupt die gar nicht, genau werden. Wie es verteilt wird. Und B, das zahlen wir doch alle. Permanent auf und alles. Das soll dann an Musiker ausgeschüttet werden, oder nicht? Ist das nicht so? ZÖBÜ ist der Zusammenschluss von der GEMA, von der GVL, der VG Wort. Später kam noch mehr dazu, aber 1963... Aber es zahlt ja ganz Deutschland, sagen wir mal, zahlt jetzt das. Zahlt Lea. Und genau. Ich zahle es auch. Ja, klar. Und ich kriege aber nichts davon. Richtig. Natürlich nicht, weil du bist ja kein GEMA. Nee, du hast vor allen Dingen Creative Commons und hast alles für nicht kommerzielle Verwertung freigegeben. Genau. Die Lehrmittelabgabe ist eine Vergütung für nicht kommerzielle Verwertung. Das heißt, mit CC hast du dich aus dem System definitiv ausgeschlossen. Aber wir zahlen ja alle. Also das finde ich, an der Stelle finde ich es einfach pervers, weil wir alle dafür zahlen. Es ist jetzt nicht nur, dass ich, wenn ich bei der GEMA bin, der GEMA Geld gebe, damit sie meine Werke verwertet, sondern jetzt geben wir alle, also ob Musiker oder nicht Musiker, Geld einem Verein, der dann an Künstler ausschüttet. Und der schüttet aber, tatsächlich nur an Vereinsmitglieder aus. An Vereinsmitglieder, genau. So, und da würde ich jetzt gerne mal mehr Transparenz haben und mehr Aufklärung, dass das auch mal tatsächlich alle erfahren, weil ich glaube, das ist auch so ein schön unter den Tisch gekehrtes Thema irgendwie, damit es bloß niemand so wirklich mitkriegt. Und das andere Ding ist, wie wird dieses Geld tatsächlich ausgeschüttet? Weiß ich auch nicht, frage ich jetzt mal GEMA-Mitglieder. Und das andere Ding ist, dann habe ich nämlich noch erfahren, was ich auch sehr spannend finde, ist zum Beispiel, dass die französische Verwertungsgesellschaft nämlich da 45 Millionen Euro im Jahr einnimmt und direkt an Künstlerförderung ausschüttet. Und das würde mich jetzt auch mal interessieren, weil das würde uns ja in der Debatte auch schon mal alle einen Riesenschritt voranbringen, auch wenn ich dann natürlich auch als Nichtmitglied gerne von dem Topf was abbekommen möchte, was auch meine andere Diskussion ist, aber zumindest die drin sind, das müsste doch dann wenigstens irgendwo in eine Förderung gehen oder so. Also ich frage mich, wo ist das Geld? Also um da mal ganz kurz zu machen, weil ich hatte mit Peter Riesel jetzt gerade erst gestern eine Diskussion bezogen auf die Pauschalabgabe und die Erhöhung von Pauschalabgaben und der Intransparenz. Was ich dazu sagen möchte, nur um da mal zu illustrieren, wie intransparent da die GEMA bis heute agiert, wenn es um die Aufschlüsselung geht. Wir hatten nämlich eine Anfrage als Piraten gestellt,
wie es denn dazu kam, dass plötzlich für USB-Sticks, Flash-Medienspeicher, die 4 GB haben, jetzt ab 1. September 1,50 Euro circa GEMA-ZPÜ-Abgabe aufgeschlagen wird. Davor waren es 10 Cent. Also will man natürlich wissen, wie kommt ihr jetzt auf diesen neuen Betrag 1,50, von dem übrigens viele Mitglieder der GEMA nie irgendwas groß sehen. Aber gut. Also kam diese Frage, wir hatten die direkt gefragt an den Pressesprecher von der GEMA, der eben auch gleichzeitig für die ZPÜ-Sprecher ist, nämlich den Hempel selbst. Und der hat uns dann verwiesen, natürlich auf die GEMA-Seite, da steht dann was von einer Studie, die im Auftrag der ZPÜ bei der Medienfirma TLS gemacht wurde. Dann haben wir natürlich gefragt, nochmal angerufen, gefragt, ja, kann man denn diese Studie sehen? Weil es wird uns natürlich interessieren, warum jetzt dieser Betrag 1,50 Euro, der ja fast schon den Großteil eines USB-Sticks im Preis ausmacht, so hochgegangen ist. Dann hieß es, nee, die kann man nicht sehen, weil diese Studie wurde von der ZPÜ so vereinbart und auch von der GEMA, dass sie eben nicht für die Öffentlichkeit ist, sonst wäre die Studie sehr viel teurer gewesen. Da kommt natürlich unsere Frage, wenn es um so hohe Millionenbeträge geht und dann Hempel von der GEMA argumentiert, dass die Studie sonst zu teuer geworden wäre, wenn sie transparent wäre. Das sind genau diese Dinge, wo einem bewusst wird, da läuft was falsch in dem System. Wir haben natürlich darauf hingewiesen und wir machen momentan eh so eine kleine PISAG-Aktion für die GEMA, dass wir jeden Tag an den GEMA-Dialog eine Frage per Twitter schicken, in der Hoffnung, dass sie beantwortet wird. Wird auch sehr viel geretweetet, nur leider kommt keine Antwort von der GEMA, wie man es eben kennt. Damit will ich nur deine Frage zur Intransparenz, die nach wie vor existiert. Und wir hatten auch am 6.6., als wir bei der GEMA waren, genau darauf hingewiesen, warum ist nicht mehr Transparenz möglich. Die GEMA sagt, sie hätte dazugelernt, aber es ist noch lange nicht so weit. So, aber ist das nicht, sorry, ganz kurz nur schnell, ist das jetzt nicht, ich bin keine Politikerin, aber so in meinem naiven Verständnis von Politik würde ich jetzt denken, das betrifft ja nicht nur Musiker, das betrifft doch jetzt alle Bürger Deutschlands. Natürlich, wir zahlen klar. Das Geld alle. Ja. Also da muss doch die Politik einschreiten. Ja, deswegen schreiten wir da ja ein, versuchen das rauszufinden, keine Frage. Aber sie weiß es schon. Sie weiß es schon, warum, was in dieser Studie von TLS drin stand. Nein, ich weiß nicht, was in der Studie von TLS drin steht. Ich weiß, wo das Geld hingeht. Okay. Sag mal. Ich habe nämlich zufällig letztens nachgelesen habe und es steht tatsächlich im GEMA-Verteilungsplan oder in dem GEMA-Jahrbuch steht es drin, dass sie machen das wie so gerne auf Pauschalbasis. Das heißt, sie nehmen an, 75% Wert, also du hast einen Riesentopf mit der ZPÜ-Pauschale für die GEMA und dann hast du einen Urheber. Und der Urheber hat meinetwegen 1.000 Euro eingenommen aus anderen Verwertungen. Davon werden angelegt mit einer Wertung von 25% Radioeinsätze, mit einer Wertung von 75% Fernseheinsätze. Das heißt, wenn jemand sehr, sehr viele Fernseheinsätze hat und wenige Radioeinsätze, bekommt er anteilig von dieser Gesamtsumme der Pauschale mehr, als wenn es andersrum ist. Das heißt, du nimmst an, die Verwertung ist in einem mit Bereich... Mit USB-Stick zu tun? Die Verwertung ist in einem Bereich hoch. Ich sage, du nimmst an, die Verwertung ist in einem Bereich hoch und also nimmst du an, dass du in anderen Bereich hoch. Wenn du in diesen Bereichen drin bist, dann haben wir dieses Geld. Bei den anderen zahlen wir. Okay, wir brechen jetzt das mal an der Stelle ab, weil wir haben noch ein anderes Thema. Aber danke, Eva, für die Background Infos, weil man weiß es ja auch nicht. Ja, ja, aber das Coole ist ja, wenn man es dann nämlich weiß, was ja noch lächerlich ist. Dieses Jahr tun sie es sozial. Ja, also dieses Geld zu nehmen, das unverteilbar eigentlich ist, weil es pauschal ist, sofort in so einem Zug. Übrigens nochmal für alle im Stream, das ist auch einer der Gründe, warum wir auf die Dämmung gehen. Ja, und letztendlich ist es in der 45. Okay, ganz also wichtiger letzter Punkt jetzt, den haben wir nämlich auch, ja, weil wir den hatten wir nämlich auch hier stehen in unserer Mailingliste von den Piraten, von den Basispiraten, die in der Mailingliste Urheberrecht mitarbeiten. Auch alle betrifft? Oh, betrifft auch alle. Ui, jetzt gibt es eine Runde Haribo hier für alle. Bisschen Zucker zum Nachdenken ja, für die letzten Worte. Es geht um das Thema Tarifreform, was die Clubs betrifft. Da gibt es ja in Berlin jetzt auch am 25. die Demonstration zu diesem Thema.
die natürlich auch sehr ungerechtfertigt ist. Und man hat bei der GEMA argumentiert, dass man eine Tariflinearisierung bringen möchte. Und im ersten Moment liest sich diese Tariflinearisierung auch ganz cool. Es ist nämlich alles, sie haben da so ein Diagramm abgeliefert, wo sie zeigen wollen, dass es für sämtliche Clubs günstiger geworden ist. Und alles ist deswegen grün angekreuzt. Nur wenn man auf der nächsten Seite liest und sieht, was die Zuschläge sind, die dann immer drauf multipliziert werden, die zum Beispiel davon ausgehen, ein Zuschlag um 80%, glaube ich, ist es, wenn ein Club länger als 5 Stunden auf hat. Ich meine, jeder Club hat länger als 5 Stunden. Das hast du aber vorher auch gehabt. Ja gut, aber wenn man dann versucht zu argumentieren, dass es günstiger wird, aber im Endeffekt für die meisten Clubs in eine existenzielle Krise reinführt. Ich kenne selber genügend Clubs, alleine hier um die Ecke, Friedrichshain K17, die müssen eh schon knallhart kalkulieren, um zu überleben. Und müssen auch einen Jahresplan aufstellen. Und bei denen schaut es so aus, dass die durch diese neue Tarifreform in den Bereich kommen, wo sie nachdenken, wirklich zuzumachen. Das ist nicht der einzige Club. Das Doofe ist, dass das zu keiner Einigung kam, ist das Ganze ins Schiedsgericht gegangen, geht ins Patentamt. Das heißt, bis dahin müssen sämtliche Clubs diesen Differenzbetrag zwischen dem, was die GEMA jetzt fordert und was früher gefordert wurde, einzahlen. Welche Bank der Welt gibt einem Club diesen Kredit darauf, ob es bei der alten Tarifstruktur bleibt oder die neue ist? Das bedeutet für viele Clubs ein wirkliches Untergehen. Und das ist einer der Punkte, den wir vielleicht auch noch diskutieren sollten. Zumindest wurde der angefragt von uns in der Mailingliste, wie da so die verschiedenen Sichtweisen zu sind. Ja, da sind wir aber die Falschen hier. Ne? Ja. Sind wir die Falschen? Da ja, bräuchten wir ein paar Clubbesitzer. Weil das ist die völlig falsche Frage hier für diese Diskussion zu lassen. Wir wollten es das nicht so, dass das für die Musiker als Erwerbsmöglichkeit dann ja noch schwieriger wird, an Auftritte zu kommen oder ähnliches? Oder was sagst du da als Veranstalter zu? Es hat sich wenig geändert in der Zeit. Wenn du mit einer Band neu anfängst, dann fragst du den Clubbesitzer, dürfen wir spielen, und du fragst dich nach Geld. Wenn der Clubbesitzer merkt, wenn die Band spielt, da kommen Leute, da kommen dann 50, da kommen dann 150, 200, dann fängst du an, nach Geld zu fragen. Wenn jemand hier in Berlin im Club 200 Leute zieht, kannst du sicher sein, dass andere Clubs anfragen, weil das ist attraktiv. Okay. Und so geht das weiter. Das hat sich durch die ganzen Jahrzehnte nicht geändert. Das läuft einfach nur so. Ob, wenn du mit einer Band keinen Namen hast, dann kriegst du auch keine Gigs. Aber sobald jemand weiß, der zieht 100 Leute, hast du jede Chance, einen Gig zu kriegen. Bei 100 Leute 5 Stunden Tresen, das ist auch ein Umsatz. Also insofern, das ist die einfache Antwort auf die Frage, ist es schwierig, Gigs zu kriegen? Nein, man kriegt immer Gigs, wenn man weiß, dass man 100 Leute zieht. Will man 100 Leute ziehen, muss man ein paar Mal umsonst spielen, damit man sich zeigen kann und damit die Leute das auch gut finden. Weil ich interessiere mich für keine Band, die ich nicht selbst gesehen habe. Ich würde den Berthold noch gerne dazu fragen, weil er selber ja Konzertveranstalter ist. Wie stellt sich da für dich so die Situation? Ein Tourneeveranstalter. Tourneeveranstalter, Entschuldigung. Das ist ein kleiner Unterschied. Naja, es betrifft uns alle. Man kann nicht sagen, es betrifft uns nicht, weil letztendlich ist es so, wenn die Clubs sterben, gibt es keine Auftrittsmöglichkeiten. Das ist ja ein Grundproblem, was wir haben. Und ich habe ein anderes Geschäft als das, was du beschrieben hast. Ich bin Tourneeveranstalter, hauptsächlich amerikanische Bands. Das heißt, ich kann nicht eine Band einen Monat in einer Stadt haben und sagen, okay, wir spielen mal so ein bisschen rum, bis sie dann aus 10 Interessenten 100 und 200 haben, sondern ich muss an dem einen Konzert, da muss es funktionieren und das muss möglichst erfolgreich laufen, sonst ist die Karriere der Band gefährdet. Und es braucht ein paar Leute, die das dann nachhaltig unterstützen. Das heißt, wenn die Clubs weniger Einnahmemöglichkeiten haben oder wenn die Gesamtclub-Kalkulation so ist, dass durch die überhöhten GEMA-Tarife weniger übrig bleibt und die Existenz der Clubs gefährdet ist, dann gibt es weniger Auftrittsmöglichkeiten. Das gilt erstmal für alle Bands. Von daher finde ich, dass wir übrigens auch als Clubgänger, ja, also wenn das Berghain ist zum Beispiel hochgradig gefährdet, wenn das dazu kommt, also denke ich mir dazu, weiß ich jetzt nicht. Aber also all die Clubs, die wirklich länger als 5 Stunden aufhaben, die haben da ein Riesenproblem. Und das ist, würde ich mal sagen, im ganzen Tanzbereich in Berlin, in dem ganzen Club, in der Szene-Bereich, wo von Berliner in der Außendarstellung auch großteils lebt, ist das eine Riesengefahr. Und wenn diese ganze Szene zusammenbricht, dann gute Nacht. Und zwar sowohl als Konzertveranstalter, sowohl als Tourveranstalter, aber auch als Fan oder als Benutzer von Clubs. Also das ist doch ein Hammer.
Und dass dann im Grunde die GEMA, die Totengräberin, ist für das, wofür sie eigentlich eintritt, nämlich die Künstler zu finanzieren, das ist vollkommen los. Nicht nur für die Clubszene, auch für die Stadt Berlin oder für alle Städte, aber Berlin insbesondere. Kann ich noch zwei Sachen aus der Kiste Facts and Figures sozusagen? GEMA ist gesetzlich gezwungen, wenn nach einer bestimmten Zeit keine Tarifeinigung erzielt wurde mit ihrem Tarifpartner, das ist in dem Fall die DEHOGAS, Deutsche Hotel- und Gaststättengewerbe, mit einem Tarif nach draußen zu gehen. Und jetzt gut findet, wie hoch dieser Tarif ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Das heißt, Fakt 1, sie musste. Nicht in dieser Ruhe, nee, lass mich es zu Ende sagen, einfach nur Fakten, ich habe überhaupt keine Wertung jetzt dabei. Fakt 2, sie hat gleichzeitig das getan, was ihr auch gesetzlich vorgegeben ist, in dem Moment, wo sie so einen Tarif veröffentlicht hat. Sie hat das Schiedsgericht angerufen, hat gesagt, das Schiedsgericht, wir können uns nicht einigen mit einem Nutzer, nämlich der DEHOGA. Wir wollen das bitte jetzt von diesem Schiedsgericht klären lassen. Was ist denn in diesem Fall angemessen? Wir haben diesen Tarif veröffentlicht. Es wäre jetzt extrem hilfreich, wenn die DEHOGA bis zum 18.06., solange ist die Frist, diesem Schiedsverfahren beitritt, weil nur dann kann sozusagen eine Verhandlung darüber losgehen, was tatsächlich passiert. Dieses Schiedsverfahren darf maximal ein Jahr dauern. Das heißt, nach einem Jahr muss es ein Ergebnis geben, so oder so. Das kann man dann annehmen oder anzweifeln. Sei dahingestellt. Die Höhe der Tarife sind auf jeden Fall, ich habe auch mit der Club Commission gesprochen und die haben auch die Livecom gegründet, sind im bundesweiten Clubverband, sind auf jeden Fall so nicht tolerierbar und das ist zu hoch. Warum ist es zu hoch? Nicht, weil die Einzelveranstaltung so teuer geworden ist, sondern weil ein wesentlicher Teil des Live-Tarifs, des Club-Tarifs weggebrochen ist. Das heißt, vorher hatten wir Pauschalvergütungen für mehr als 16 Veranstaltungen pro Monat im Club auf ein Jahr hochgerechnet, die pauschal abgerechnet wurden. Jetzt haben wir immer noch die gleiche Situation. Es gibt Veranstalter, die haben mehr als 16 Veranstaltungen im Monat, die werden aber jeweils als Einzelveranstaltung angerechnet. Das heißt, die eigentliche Empfehlung, die man hier geben müsste, wäre nicht, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, das wird nichts ändern, sondern als Live-Com, als Clubveranstalter, die GEMA anzurufen und zu sagen, ich will mit dir in ein Schiedsverfahren und mein Hauptpunkt in diesem Schiedsverfahren wird sein, dass ich meinen Pauschalvertrag weiterhin haben will und nicht als Einzelvertragsnehmer abgerechnet werden will. Und die 10% Abzug, die ihr jetzt in diesem Tarif drinstehen habt, die macht leider die Kuh nicht fett. Das wäre die Maßnahme der Wahl. Und das werden die auch tun. Ich weiß ehrlich gesagt in diesem Fall nicht genau, wo, also was soll diese Demonstration bewirken. Das Einzige, was bewirkt, ist, wenn ein Kollektiv der Clubs mit der GEMA in Verhandlungen tritt, um einen Gesamtvertrag abzuschließen. Du, ich will jetzt nicht zu sehr hier die Demonstration hier eine Wertung dazu geben, aber wenn hier da drauf steht Tarifreform, dann betrifft es auch die anderen Tarife. Und da ist es durchaus das Recht des Verbrauchers zu sagen, ich sehe nicht ein, dass durch so eine Tarifreform, die nicht einmal transparent klar gemacht wurde, ich letztendlich als Verbraucher mehr bezahle. Das betrifft zum Beispiel schon allein Leermedienabgabe, USB-Sticks etc. Zu dem, was du gesagt hast, bezogen auf diese Club-Tarifreform, und du hast ja mit dem Kontrahierungszwang argumentiert, der gesetzlich vorgegeben ist. Aber sind wir mal ehrlich, den benutzt die GEMA ja schon als System letztendlich. Sie kommt mit einem Vorschlag, der in keiner Form akzeptierbar ist. Wenn dann die andere Seite sagt, nee, möchte ich nicht, dann wird gesagt, gut, dann gehen wir halt jetzt zum Patentamt und lassen es da liegen. Immer mit der indirekten Drohung. Ihr wisst ja, im Gesetz steht geschrieben, die Differenz muss auf ein Sparkonto. Und das ist ein Riesenproblem. Also da will ich kein Urteil darüber sagen, außer dass ich weiß, dass die Clubs schon eingeladen sind, auch darüber zu reden, wie man das ab 1.1.13 abfedern kann, ob man das nicht auf 1.1.14 für diese spezielle Anbieter. Das ist doch vollkommen für die Planungssicherheit. Ich meine, ein Club, der halbwegs vernünftigen Live-Betrieb hat, der plant mindestens mal 8-9 Monate im Voraus. Und ich weiß jetzt schon, dass mir Clubs gesagt haben, Johannes, das ist ja ganz toll, wir freuen uns auch immer, wenn du kommst, aber für nächstes Jahr fangen wir mit der Planung noch nicht an, solange die Kuh nicht vom Eis ist. Also das sind auch Spiegelfechtereien. Ja, aber hier passiert doch genau das, wo es eben auch drum ging. Also hier gibt es eine Gemeinschaft von Clubs in diesem Fall, die sagt, hier Vertragspartner GEMA, so geht es nicht, weil sonst müssen wir alle zumachen, 1.1.13 und tritt in eine Verhandlung ein. Es passiert genau das, es fragt sich, ob Dr. Motte hat eine Aktion mit über 100 Clubs zusammengebracht. Und die GEMA hat da bis jetzt noch nicht drauf reagiert. Ach, das stimmt doch nicht. Ich weiß, dass die GEMA angerufen hat und das ist ein Termin Ende. Ja, dann hören die sich das dann an und dann kann man da alle das sagen. Und dann ist ja schön und gut, dann interessiert die einen Mist.
Und das, wir sind immer noch bei dem Thema Planungssicherheit. Das stimmt nicht, wir sind doch selber Nutzer bei der GEMA und haben selber Gesamtverträge mit der GEMA. Immer wenn wir bei der GEMA anklopfen und sagen, wir haben Nutzer, redet mit uns, hat die GEMA mit uns auch gesprochen. Dann heißt das, VOT hat Sonderkonditionen bei der GEMA. Genau. Ja, ja. Dass wir nicht immer mit allem glücklich sind, was uns da angeboten wird. Und auch aber das ist genau der springende Punkt, die Macht der diese Ungerechtigkeiten erzeugt, dass dann zum Beispiel Interessenvertretungen wie ihr kann, dann das da... Das ist eine andere Geschichte, lass mich ausreden. Das ist, das ist doch noch laut am Ende, das kann man einschläfern. Aber da muss ich jetzt was sagen, ich selber partizipiere ja. Ich bin selber auch als Plattenfirma Mitglied beim VOT. Und ich habe mich riesig gefreut, dass damals VOT einen Industrietarif quasi für die Indies durchgesetzt hat bei der CD-Herstellung. Ich zahle also jetzt faktisch weniger. Was aber eine Ungerechtigkeit ist, im Endeffekt für jedes kleine Label, was eben sagt, nee, ich habe keinen Bock vom VOT repräsentiert zu werden, weil mir der Vorsitzende zum Beispiel nicht gefällt. Dann geht er zum DRMV und DMR. Ja, aber das ist doch genau der Punkt. Und schließt ihn gleich. Ja, natürlich, aber das ist doch genau der Punkt. Dass es nicht sein kann, dass es diese Sondertarifform immer gibt. Das sollte die GEMA von vornherein jedem anbieten. Nee, den gibt es, weil wir eine Gegenleistung dafür erbringen. Und der Punkt ist auch, wie lange das gedauert hat, bis die VOT alleine das durchgebracht hat. Anderthalb Jahre. Und das war schon länger. Nee, ich bin Mitglied seit... abgeschlossen. Nee, das war später. Nein, ich weiß es doch, was draufsteht. Anyhow, nochmal, um auf die Tarifreform zu kommen... wie gesagt, die Problematik ist halt schon auch letzten Endes, dass Clubs, und wir hatten ja der GEMA gesagt, es gibt hier diesen und jenen Club, die haben uns ganz klipp und klar vorgerechnet, dass sie daran zugrunde gehen. Die GEMA hat uns direkt im Gespräch, kann man im Video anhören, dazu gesagt, na, das hat man so nicht auf dem Schirm. Da fragt man sich natürlich dann schon, inwieweit habt ihr euch Gedanken gemacht, als ihr diese Tarifreform entwickelt habt? Ich glaube, wir sind jetzt zeitmäßig schon fast am Ende. Ich würde gerne so als Resümee, außer es sind noch ein paar Punkte offen. Ein Punkt? Nur eine ganz kleine Anmerkung noch. Oh, das ist immer gefährlich. Ja. Auch hier geht es wieder, ich komme nochmal darauf zurück, auf den Anfang. Auch hier geht es wieder um die Geisteshaltung, wie das sichtbar wird. Und das ist der Punkt, um den es mir speziell geht, dass ich diese Geisteshaltung nicht teile. Ja? Weil mein Verband, der gesetzlich für mich meine Gelder einsammelt, mag bitte dafür sorgen, dass auch meine Nutzer, meine Kundschaft, ja, ordentlich behandelt wird. Punkt. Und damit die nicht zugrunde gehen. Ja. Und das findet halt heute, und das ist verknöchert, die Jungs verdienen zu viel, ganz einfach. Ja. Ab 300.000 Euro im Jahr kommst du auf dumme Ideen. Fertig. Ja. Ich glaube schon ein bisschen eher. Vielleicht schon eher. Ja, heutzutage verdienen viele so viel, ne? Aber deswegen ab diesem Betrag. Deswegen haben wir so viele Dumme. Ja. Ja, aber das ist aber das, was ich ja eben meinte. Gerade, dass es Sachen, die VOT gibt, wertfrei oder sein Verband oder wie auch immer, das zeigt ja, wie sehr die GEMA dieses System des Lobbyismus obtruiert hat. Ja, ihr seid ja letztendlich ein Produkt dieser Umstände. Indem ihr und ihr vertretet da eure Mittel, das ist ja auch durchaus legitim. Nur ihr könnt das nicht als Allheilmittel durchschlagen. Das heißt letztendlich unterm Strich nichts anderes, wie dass der Einzelne gegenüber dieser GEMA steht wie der Ochs vom Berg. Und nach dem Motto, friss oder stirb. So funktioniert es. Ja? Und so machen sie es auch mit den Clubs. Es ist ja durchaus überlegenswert, dass man da etwas ändert, aber das, was die Leute so wirklich furchtbar aufregt, sogar in so einem kleinen Kickerdorf wie Koblenz, ist, dass die GEMA versucht, sie mit irgendwelchen Scheinargumenten für dumm zu verkaufen. Die Leute gucken sich ihren Laden an und stellen fest, okay, die Wirtungsfläche ist nicht mehr, meine Grundfläche ist so und so groß und die gehen auch immer davon aus, dass mein Laden immer voll ist und dass mein Laden auch jeder immer Eintritt bezahlt, ja, ohne Ladies Night, ohne VIP-Gäste oder was für Volk da immer umsonst reinkommt, also ohne Eintritt reinkommt und dass das jeden Tag so ist an jedem Öffnungstag und davon soll ich bezahlen. Und ich kenne einen kleinen Laden, ich habe selber Gastronomie in Koblenz gemacht, das sind, der zahlt im Moment im Jahr rund 1000 Euro, der würde mit dieser Abrechnungsmethode 12.000 bezahlen, das heißt 1000 Euro im Monat, das kann der nicht leisten. Das ist technisch einfach nicht möglich. Aber der hat keine Möglichkeit zu sagen, ja, dann
dann mache ich jetzt CC-Musik, weil dann hat er nämlich alle zwei Tage irgend so ein GEMA-Mensch vor der Tür stehen und kommt mit der GEMA-Vermutung dann angelaufen. Das sind die Realitäten. Das wäre ein gutes Geschäftsmodell, ne? Gutes ja klar, ich meine, klar, da beschweren sie sich, dass dann irgendwelche GEMA-Vertreter auf Volksfesten auf dem Dorf verschlagen werden, weil sie da gesessen haben. Warum schreibst du die Lieder auf? Es gibt ja auch schon Plattformen, wo es das schon Musik gibt. Es gab schon immer das. Das ist einfach dieses Misstrauen. Viele Menschen nehmen die GEMA halt einfach als Kafka. Es gibt diesen wunderschönen Film, wo Jeremy Irons Kafka spielt, wo diese riesige Versicherungsgesellschaft so als Moloch dargestellt wird. Und keiner weiß es, mit diesem riesengroßen Auge, was alles überwacht. So kommt mir die GEMA. Ja, ja. Immer wieder. Also ein hervorragender Film über die GEMA. Ist Kafka und Jeremy Irons. Gut, du hast doch noch, Entschuldigung. Ich habe doch noch eine Frage jetzt. Es kam ja dieser Gedanke auf, sozusagen eine neue Urheberrechtsgesellschaft. Zum Beispiel im Bereich der Musik mal zu überlegen. Gibt es da eigentlich schon konkrete Überlegungen? Weil jetzt, was ihr beiden. Also, wir haben morgen die Diskussion zum Beispiel im Rahmen der Creative Commons Tische über diese neue Verwertungsgesellschaft, und zwar ist es die C3S. Ansonsten, ja, gibt es ja. Merlin-Konzept. Ja, ist aber Leistungsschutz. Also, das sind ja auch so. Also, ich glaube, wenn man bei der GEMA-Bewegung reinbringen will, muss man wirklich was gegensetzen. Das muss man sehr gut machen. Das muss auch, jetzt nehme ich das Wort nochmal, kulturell verantwortlich sein und die andere Seite auch mitbedienen. Und ich denke, wenn man das schafft, dann kommt man auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dass es unsere Verwertungsgesellschaft, unsere Urheberrechtsgesellschaft sein wird von den Urhebern, die sagen, ja, okay, wir wissen, wir können hier nicht Geld kassieren, aber wir wollen für die Arbeit, die wir leisten, auch irgendwo was bekommen. Und ihr macht das so vernünftig, dass ihr auch unsere sozusagen Kunden mal nicht kaputt macht. Es muss aber an der Basis entstehen. Ich wollte nur kurz unterbrechen. Wir werden das mal im Deutschen Rock- und Popmusikerverband aufgreifen und in einem Heft veröffentlichen und sagen, was haltet ihr davon, wenn wir unsere eigene Verwertungsgesellschaft machen? Und ich muss noch was hinzufügen. Es gibt einen alten GEMA-Vorstandsvorsitzenden, Kreile, Professor Dr. Kreile. Ja. Der hat, also, ja, Moment, also ich habe auch nichts von dem übrig. Also ich will nur mal sagen, was er gesagt hat. Es gab damals in den 90er Jahren schon mal eine solche Diskussion, kann man es nicht nennen, aber solche Ideen, da gehen wir was entgegensetzen. Und der hat geschimpft darauf, der hat gesagt, wir werden alles unternehmen, dass das nicht zustande kommt. Das heißt, wenn man solche Dinge macht, dann müssen sie so gut sein, so gut mit der Basis sein, dann muss das auch politisch irgendwo so gut abgesichert sein, dass man wirklich eine Chance hat. Man muss mit dieser Macht rechnen, man darf sie nicht unterschätzen. Oder die andere Variante ist wirklich zu versuchen, die GEMA grundlegend zu reformieren. Also ja, aber wenn ich die Mitglieder, die ordentlichen Mitglieder allein mir anschaue, ich bin ordentliches Mitglied. Ja, aber Jo, guck doch mal, natürlich ist es verführerisch was Neues zu tun, das ist auch vielleicht auf der Umstände erstmal einfachere Weg. Aber wie du schon sagst, die GEMA wird alles versuchen, ihren Alleinstellungsmerkmalen Rechnung zu tragen. Und wir müssen auch bei der GEMA alleine schon aus der Brückenüberlegung heraus, was passiert denn mit den alten GEMA-Mitgliedern, die davon noch abhängig sind. Die können nicht von heute auf morgen sagen, so nehmen wir Kinder schon dahin. Ich kann nicht noch. Da muss der Gesetzgeber helfen. Aber was passiert denn? Wie so eine Art Sonderkündigungsrecht in dem Fall, dass auch hier... Mit voller Übergangsrecht. Der Politiker, der sich dafür einsetzt, der taucht ein Jahr ab und ist dann anderthalb Jahre später bei der GEMA... Im Vorstand. So, das ist jetzt so ein bisschen Stammtisch noch reingemacht. Ja, wobei es sogar stimmt. Der Ebers hat ja lange Zeit sehr kritisch über die GEMA geschrieben, bis er dann plötzlich... Okay, ich plaudere nochmal ganz kurz aus dem Nähkästchen. Ich habe einen riesen Zirkus mit der GEMA gehabt, wegen einem einzigen Lied. Bist du zu kritisch? Und zwar hat Lou Reed, hab ich ein Stück gemacht über Lou Reed. Lou Reed hat gesagt, oh, coole Nummer, kannst du gerne machen. Und die Emi hat mir dafür einen Befehl über $250,000 geschickt. Wenn ich das Lied veröffentliche, müsste ich das als Rücklage einzahlen. Die Nummer liegt jetzt im Schreibtisch. So. Und dann hatte ich mit der GEMA dann noch irgendeinen Zirkus und plötzlich rief mich eine Dame aus München an und sagte, ach Herr Thun, Sie sind doch bei der Piratenpartei. Ich habe hier übrigens noch einen unerledigten Vorgang von Ihnen liegen. Ach. Ich so, ja, geht es jetzt um diese Louis-Nummer? Die habe ich nicht gemacht. Nee, das ist noch eine Konzertabrechnung von 2009. Die wäre ja eigentlich verjährt, aber wir gucken uns das nochmal an. Ach, schau mal. So. Und dann sitzt du da und denkst, sagst du jetzt blöde Kuh, legst du auf oder die kann ja auch nichts. Und dann habe ich zu ihr gesagt, vollkommen zusammenhanglos, ja, Sie wissen schon, dass Sie mit der Tarifreform die Rock- und Popmusik als Wirtschaftsfaktor doch ganz schön böse ins Knie schießen. Ne? Und daraufhin sagt sie, ja, das wissen wir auch, aber dazu dürfen wir nichts sagen.
Gut, jetzt würde ich gerne die ganze Veranstaltung schließen, bevor dann der Bernd für einen kurzen Fernsehauftritt nochmal ins Bild muss. Also zuerst mal muss ich sagen, ich fand es einen unglaublich spannenden, konstruktiven Dialog. Hätte sich so manch anderer unserer Dialoge eine Scheibe abschneiden können. Ich nehme mit das, was mich die Eva gebeten hat, noch eine klare Begriffsdefinition für Non-Commercial, für Gewinnschöpfungsabsicht bei Filesharing mitzunehmen. Ich würde dir gerne mitgeben, dass ihr euch nochmal genauer informiert, was wirklich Peer-to-Peer bedeutet, was der Port, was die Funktion ist, dass wir da uns einfach annähern. Sprich, ihr macht noch ein bisschen die technische Hausaufgabe, wir machen noch die Begriffsdefinitionshausaufgabe und ich glaube, dann kommen wir uns auf alle Fälle näher, weil es gibt viele Dinge, glaube ich, wo man sehr d'accord ist. Und ansonsten danke ich allen ganz herzlich. Nimm meins auch mit, diese Frage kultureller Verantwortung und kommerzieller Verwertung. Das ist, glaube ich, wichtig. Danke ich dem Tisch und bitte euch alle jetzt noch sehr geschäftig hier sitzen zu bleiben, damit wir dann das Fernsehen nochmal die richtige Kulisse abgeben. Dankeschön. Dankeschön. Ja, wir machen immer ab 17 Uhr noch Pressegespräche für ein Aber wir bleiben jetzt einfach ein bisschen sitzen und diskutieren noch ein bisschen. Wollte ich doch den Stream noch ab. Ah, hier ist der Stream noch zeitversetzt zu sehen. Der ist gleich vorbei, oder?